Hallo Leute und herzlich willkommen bei Ernas Autostuben Autohaus. Wir sind wieder zurück. Und meine Damen und Herren, vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben letztes Mal ja einen wunderschönen Audi R8 uns gegönnt da hinten. Und dreimal dürft ihr raten, wer den Audi R8 nicht bekommen hat im Safe Game. Mir ist nämlich aufgefallen letztes Mal, dass wie wir hinten geboten haben für den R8, das waren glaube ich 200, 300 km oder waren sogar 400, und ich dann ja ein Rennen gefahren bin, dass ich den nicht bekommen habe. Das heißt, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben für den Audi R8, der da hinten war, in der Auktion und habe ihn nicht bekommen. Das heißt, Geld weg, Auto weg und da stehen wir jetzt ohne Audi R8. Das heißt ja, moin. Also wer die letzte Folge geguckt hat, ihr wisst Bescheid. Audi R8 hat sich in Luft aufgelöst. Das freut mich sehr. Ich wurde übelst über den Tisch gezogen. Ich wurde aufs Letzte abgezockt. Also müssen wir damit jetzt wohl leben. Aber schön, dass ihr heute auch dabei seid beim Autohaus-Simulator. Ja, vorweg musste das einfach sein, wie ich das sage, dass der 8 leider nicht da ist. Der macht leider Winterpause. Ist ja bald soweit. Nee, ich wurde dort drüben über den Tisch gezogen, so sieht's aus. Lasst kostenlos gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen natürlich. Und wuppelt auch gerne in meinem Shop vorbei. Ihr wisst Bescheid, die Adventskalender gibt's da zum Vorbestellen. Genauso wie das 1 zu 7 Hundebandekissen. Und wichtig und richtig, Adventskalender sind jetzt mittlerweile so, dass die schon fertig produziert werden. Das heißt, die gibt's dann auch noch nicht in limitierter Stückzahl. Das heißt, alle, die jetzt schon vorbestellt haben, darauf haben wir uns eingestellt. Wer jetzt noch einen haben möchte, sollte am besten jetzt bestellen, bevor sie dann irgendwann ausverkauft sind. Richtig und wichtig. So, jetzt starten wir mal durch. Und 1000 PS Supra, immerhin meine ganzen anderen Autos sind da. Ich bin froh, mein Rari ist da. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Passt auf, Leute. Wir haben ja letztes Mal das Thema gehabt wegen D-Badge und Rockstar Games und so weiter, ne? Schau mal, was ich gefunden habe letztes Mal. Also, ich habe jetzt vorhin ja Screenshot gemacht und da ist mir was aufgefallen. Hat sich da der Ferrari eingeschlichen, die echte Marke, in einem unlizenzierten Spiel? Und das kann aber Ärger geben, mein lieber Scholli. Guck mal hier das Ferrari-Pferdchen. Und da haben wir auch nochmal das Ferrari-Logo. Ne? Da steht auch richtig Ferrari drauf. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass am Tacho auch das Ferrari-Logo drauf ist. Aber das hier ist ja eindeutig jetzt, ne? Also da, meine lieben Damen und Herren, bringt sich das D-Badge dann auch wieder nichts. Und hier vorne haben sie die Badges abgemacht, aber hinten vergessen. Nee, weil jetzt ja gerade das Thema mit Rockstars und echten Automarken, da kann es richtig Zunder geben, ne? Also ich habe da jetzt auch einen Screenshot von gepostet auf Steam. Vielleicht ändern die mal das mal um, weil die können da echt Probleme mitkriegen. Aber ja, so sieht's aus. Ferrari-Logo einfach gefunden. Ich habe auch geguckt, ob hier irgendwo ein AMG-Logo drin ist. Können wir mal gucken. Aber ich glaube, da haben sie geguckt, dass wohl nichts drin ist, ne? Ich glaube, hier sehe ich tatsächlich kein AMG-Logo. Haben sie alles schön entfernt. Brav waren es da. Da waren es brav beim Auto, aber Hauptsache beim anderen nicht. Dankeschön, Florian, Adam für 2 Euro. Guten Abend, Kurt. Einen wunderschönen guten Abend, dann lieben Florian. Schön, dass du auch hier bist. Aber wir haben jetzt tatsächlich in einem Spiel, wo es keine Lizenzierten ausgibt, einen echten Ferrari. Und ja, ich überlege gerade, ob ich den vielleicht verkaufen soll, weil Geld, ne? Wegen dem R8, der uns weggefallen ist. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oder wir schauen erstmal, wisst ihr was? Wir schauen mal rüber Richtung diese Nachbarschaft, ob wir da schnell ein Auto kaufen. Ich habe nämlich gedacht, wir stellen unser Auto erstmal voll. Und schau mal, dass wir mal alles haben. Vielleicht findet man da irgendein schönes kleines Auto, was wir mitnehmen können. Gut, den jetzt nicht, aber vielleicht. Schaut so einen Mustang zum Beispiel. Warum nicht? Können wir ja mitnehmen fürs Autohaus drüben. Den tun wir geil auf, kaufen wir einfach und dann haben wir drüber ein Auto neues. Guten Tag, hat das aber kaputt, ne? 109.000 Kilometer. Was will die denn dafür? Ach, das ja, kostet ja nichts, Schnäppchen. Mach mal 30.000 glatt und das Ding ist meins. Oder nee, warte mal. Wir machen den hier. 29 ist auch ein schönes Angebot, meine Dame. Dankeschön. Hat sie nicht gesagt, der Preis stört sie? Hat sie nicht gerade gesagt, der Preis hat sie gestört? Okay. Muss ich nicht verstehen, die Dame? Muss ich nicht verstehen? Aha, wir haben anscheinend noch ein Auto im Ding drin. In der Mechanikerwerkstatt. Einen M1. M1, M2. Was ist denn da nochmal für einer? Man sieht sogar noch das M-Logo. Da habt ihr aber auch nicht gut gearbeitet, meine lieben Damen und Herren. Passt mal auf hier. Ja, guck mal. Da sieht man ja auch das M-Logo durchspicken. Aha, erwischt. Das gibt einen Klassenbucheintrag. Hammer erwischt. Was kostet denn das Ding überhaupt? Ist ein BMM Coupé. So werden wir unsere Autos dann auf RLO 3.0 auch benennen müssen. Ne, vielleicht ein bisschen anders. Schauen wir mal, Schnäppchen. Für 69.000, aber etwas viel, ne? 69, der hat ja kompletten Schaden hinten. Guck mal. Der ist ja hinten angerümpelt worden von jemandem. Ich meine, jetzt wird's dunkel, die Dame. Ich weiß, aber wissen Sie, was wir machen? Wir machen 40 glatt. Und das Ding gehört mir. Was halten Sie davon? Ich muss denken. Leider ist dieser Preis mir zu wenig. Wie wär's mit 45? Das Ding ist eine Rostlaube. Die müssen wir neu machen. Der hat auch fast 100.000 Kilometer drauf.
bisschen flexibler möchte sie sein. Wie wär's mit 50? Komm, aber 50 mehr mache ich nicht. Das Ding muss ich komplett neu machen. Ich bin wütend gegenüber dir und das wird einige Zeit brauchen, um mich zu beruhigen. Da passen Sie auf, machen wir. Schau mal, aber das ist jetzt echt ein gutes Angebot. 55.000, mehr geht nicht. Mehr kann ich nicht. Ach, weißt du was dann? Ich weiß, ich gehe nach Hause. Er ist hier eh nach Hause. Sie wohnt ja da. Da gehe ich nicht mehr hin. Wucherpreis. Hatte gesehen, wie das Heck kaputt war. Es war komplett beschädigt. So, ich hoffe, nächster Tag wird besser. Ich hoffe, es ist auch Auktion, weil entweder wir kriegen den R8 wieder oder den GTR. Ich bin nicht heute auf der Suche nach dem GTR. Du kannst ein Auto gewinnen, wenn man dasselbe Auto hat. Das weiß ich mittlerweile auch. Dankeschön für die Info. Habe ich letztes Mal gelernt von euch. Wenn wir dasselbe Auto haben, können wir das Auto gewinnen. Geht nur darum, ich hätte halt mal gern wieder einen Supersportwagen. Wie ein R8 oder ein GTR. Wobei, ist ein GTR? Ein GTR ist ja gar kein Supersport. Das ist so ein Mittelding, ne? Ah, der Automarkt hat geöffnet. Dann gehe ich zum Automarkt. Kann man eigentlich einen GTR bei einem Automarkt mit sehr viel Zufall bekommen? Kann mir das der Chat bitte reinschreiben? Weil das ist ja mal eine sehr geile Info. Also, lieber Chat, könnt ihr mir das mal sagen? Ob wir den hier mit Zufall, also viel zu. Da steht mein R8! Das ist der! Oh mein Gott, okay, ich habe schon mal Luck. Ich habe hier hinten Ferrari und ein R8. Das ist Bombe. Das, wisst ihr, was mir auch gerade auffällt? Das ist genau den R8, den ich mir hinten geholt hätte. Der hat den geklaut. Der hat den geklaut. Das ist mein R8. Der abhanden gekommen ist letztes Mal. Das ist meiner. Der hat, glaube ich, sogar dieselben Felgen gehabt. Einer schreibt ja, einer schreibt nein. Aber komm, der R8 steht einfach hier. Ich kann den mir einfach jetzt gönnen. Brudi, Hallöchen. Wenn jetzt der Preis noch top ist, dann ist das super. 557. Schauen Sie Auto. Es ist nachlackiert worden, sehe ich gerade. Sachverstand kostet mich 55. Da schauen wir das Auto an. Ja, bis auf die Felgen ist das Ding schon okay, finde ich. Mach mal ein Schnäppchen. Mach mal ein Schnäppchen, ja. Wie wäre es mit 400? Ich darf ihn jetzt nicht ärgern. 420.000. Könnte. Ich glaube, so viel habe ich circa für den anderen Geblech. Ich glaube. Oder nee, 500 für den anderen Geblech, ne? 420 ist ein gutes Angebot. Komm, Bro, 420.000, ich denke. Leider ist dieser Preis. Ah, das ist schlecht. Ich darf jetzt 460, komm. Der Preis stört mich. Ah, super! 460, Dankeschön. Es geht also doch. Ein gutes Angebot. Wir haben wieder einen der 8. Diesmal offiziell. Ich habe den zweimal gekauft. Ah, nee, doch, Reparatur frei. Die Reparatur. Wobei, der wurde ja noch nur nachlackiert. Aber wir gucken dann trotzdem. Dann einen Rari muss auf jeden Fall daher. Den kaufe ich mir natürlich auch. Unser Autohaus wird gefüllt, Leute. Ich freue mich drauf. Der Preis für mein Auto, 3. Das ist ein Schnäppchen. Das kostet ja nichts. Der möchte ja nichts dafür. Ich mache 290 und der Wagen ist weg, oder? Ich hatte ein höheres Angebot. Ja, da machen wir 300.000 glatt, ne? Das macht dich sicher happy. 300 glatt. Siehst du? Macht ihn happy. Nehmen wir mit. Geile Felgen. Müssen wir nicht mehr viel machen. Auch mal wieder das Logo mit am Start. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, ob der kaputt ist. Egal. Ich schleppe es einfach ab. So, da ist nochmal der BMW, das Coupé-Zieh. Überlege ich mir auch noch mitzunehmen, ne? Der Coupé BMW, da könnten wir vielleicht ein Rennen mitfahren. Weil, wenn wir den. Ja, vielleicht. Ich habe nicht, glaube ich, letztes Mal einen gesehen, 1er BMW. Das, Leute, das ist doch. Jetzt im Chat mal die Frage. Das ist doch ein 1er BMW jetzt, ne? Dass ich mich jetzt nicht vergucke. Sieht aus wie ein M2. Ist aber, glaube ich, noch die 1er-Reihe, oder? Wo sie das Coupé, 1er Coupé gemacht haben. Aber schreibt es mir gerne. Belehrt mich bitte besser. Ich bin mir nämlich gerade echt unsicher, aber von der Front her sieht für mich das aus wie ein 1er. Das 1er Coupé damals. Auch vom Heck her. Und dann ist es der 2er BMW draus geworden. Das ist dasselbe, was sie beim 4er dann gemacht haben. Zuerst war es ein 3er Coupé und dann haben sie ein 4er draus gemacht. Und jetzt gibt es kein 3er Coupé mehr. Wobei doch gibt es. Mit 4 Türen gibt es noch ein 3er Coupé. Ja, ist ein 1er. Gut. 1M, Dankeschön. War kein M1, sondern 1M, weil der M1 ist ja dieser Sportwagen da. So war's. Jawohl. Dann kenne ich mich doch noch ein bisschen aus bei BMW. Hat einen Schaden an der am Dach. 16% beschädigt, das ist mir egal. 84! Was? Leider möchte ich nicht für diesen Preis. Warte, ist das derselbe Typ, für den ich letztes Mal das Auto haben wollte? Guck mal. Ich kann den nicht als Schnäppchen holen. Ich hätte den von der Dame kaufen sollen. Ich hätte den einfach. Ich wusste nicht, dass der so teuer ist. Der hat mich den aber nicht kaufen lassen. Guck mal, hier ist ein 1er. Normaler 1er. Aber ich glaube, hier habe ich sonst nichts, was ich unbedingt kaufen möchte. Vielleicht ein Golf, ne? Ein GTI, ein bisschen auftunen. Der hat geile Fett. Na, wobei, ich gehe doch nicht klar. Was kostet denn so ein GTI, die Dame? Was wollen sie denn dafür? 26 ist ein Schnäppchen.
Mach mal 20 glatt und das Ding ist weg. Oh, ich hab einfach 200.000 wieder eingegeben. Ich habe letztes Mal so abgezockt. Dieser Preis stört mich. Es ist kein akzeptabler Preis. Komm, das ist doch... Es ist ein GTI. Was willst du denn? Es ist ein GTI. Ja, für zwei mehr hat sie mir den gegeben. Ja, super. Die 2.000 war es, was sie noch wert. GTI kommt nach Hause. Schlepp mal ab. Und ich könnte mir den hier noch kaufen, rein theoretisch. Den habe ich, glaube ich, noch nicht, ne? Den hatte ich noch nicht. Überlege ich mir auch noch zu nehmen. Ich frage mal die Dame, den Lord Escort. Wobei, doch, den hatten wir mal. Der ist gar nicht mal so viel wert. Nee, dann lieber nicht die Dame. Tut mir leid. Muss ich sie abwinken. Aber der Einser, der normale Einser, was ist denn der eigentlich wert? So, der hat jetzt nur einen Heckschaden. 12.000. Ich könnte ihn kaufen, einfach, dass das Ding voll ist. Einfach, dass er bei mir in der Garage steht. Wisst ihr, für 9.000 nehme ich ihn mit. Einfach, dass unser Autohaus voll wird. Der ist nicht geeigneter Preis. Haben wir mal einen Zehner. 10.000 für einen Einser. Ist, finde ich vollkommen okay. Höheres Angebot. Die Dame. Sie wollen 12,9. Ich gebe ihnen 10. Das ist eine Bruchbude. Der hat, der hat nur 53.000 drauf. 11.000? Ja, ja? Ja, habt eine gute Wahl getroffen. Und ab geht's mit der Luzi. Abschleppen. Jetzt sind wir voll. Dann haben wir wieder was zu tun heute. Das freut mich. Können wir den ganzen Tag heute benutzen, um unsere Autos schön zu tunen. So. Fahren wir mal nach Büro. So, Blavor. Audi A8 kannst du für 800.000 und ein BMW Coupé für 136.000 verkaufen. Oh, krass. Alter, das wusste ich nicht, dass das so teuer ist, das Ding. Weißt du, ich hätte uns der Dame den vorhin einfach weggekauft, aber ich wusste nicht, dass der so teuer ist. Die hat ja voll ein Schnäppchen gehabt für 60. Aber gut, der war ziemlich angerummelt, war das Auto. So, alle Teile reparieren. Ist doch was zum Reparieren, siehst du? Es gibt kein Problem mit dem Auto. Dann habe ich den gekauft, komplett ohne Schaden. Das ist super. Dann werden wir den nur noch ein bisschen mit Tuning-Paket herrichten und ein bisschen tiefer und dies, das, Ananas und vielleicht nochmal gelb machen. Oder halt eine geile Farbe machen wir drauf. Ah, der hat sogar Rennset verbaut. Der hat nur noch Gran Turbo. Also da, sogar ganz tiefer gelegt, da habe ich echt ein gutes Schnäppchen gemacht. Da bin ich gerade echt happy drüber. Ich wusste nicht, dass ich da so ein heftiges Schnäppchen gemacht habe. So, machen wir ihn so ein bisschen bläulich, genau. Kennzeichen. Erna. Nee, Erna. Und Räder sind auch top. Also, ich bin happy, dass ich ihn gekauft habe. Büro ist noch immer schließen, ist aber okay. Der darf schließen. Das Coole ist, wenn man zu unseren Angestellten die Autos wäscht. Das freut mich ziemlich. Jetzt machen wir noch eine geile Farbe drauf. Und dann, ne? Wobei, was hat Ferrari nie blau eigentlich, ne? So ein blauer Ferrari, ganz selten eher sowas. Da ist doch der Audi, ja. Der Audi, den habe ich aber gekauft vorhin, mein Lieber. Falls ich aufgepasst habe, den habe ich da hingebracht. Den habe ich mir ja gekauft nochmal. Durch Zufall stand der da. So, passt. In blau. Blauer Ferrari, sehr selten. Gibt es auf der ganzen Welt, glaube ich, nur 5-mal, ne? Das müssen wir in die Anzeige mitschreiben. Den werden wir auf den Drehspiegel draufhauen. Auf den Drehspiegel, ihr wisst schon. Ah! Ach wirklich jetzt, der war schadenfrei. Ach komm. Ach lecko mio. Weil das Tor so lange gebraucht hat zum Auf. Ich dachte, das geht direkt auf. Meine Güte, das muss halt echt nicht sein. Ich habe mich so gefreut, dass ich da nichts reparieren muss. Ja, schon mal Wertverlust, Leute. Das ist schon mal... Oh nee, der war guck mal. Der war komplett neu. Ich habe schon Wertverlust in Höhe von 20.000, kann man schon sagen. Unfallauto. Jetzt muss ich ihn als Unfallauto deklarieren. Ey, ich habe 50 Autos gefixt. Wie schön. So, rein da. Aber mal. Ey, was ist mit der Scheibe los? Ganz komisch. Der braucht auf jeden Fall ein neues Upgrade. Da müssen wir die Felgen machen, tiefer legen. Da muss ich ja alles rein. Ja, Rennset, Turbo, Suspension, voll tief, das Ding. Wobei, wir lassen. Wisst ihr was? Wir tun hinten voll hoch. Sieht doch super aus. Kann man sich ja nicht beschweren. Machen wir noch blau. Kennzeichen. Erna! Wichtig und richtig. Geile Felgen. Oh ja. Und das ist das Ding. Ich lasse es sogar Silber. Ich finde das sogar geil. Audi A8 in Silber muss. Der muss so. Aber ich werde den noch nicht ganz verkaufen, weil ich überlege, dass ich mit dem vielleicht Rennen fahre später. Weil dann habe ich den, wenn ich den vielleicht mehr doppelt hole, wisst ihr? Ich habe jetzt noch 1,6 Millionen. Das ist schon ausreichend, falls wir irgendein heftiges Auto noch finden. Aber irgendwas stimmt mit der Scheibe nicht. Seht ihr das? Die ist links ein bisschen rötlich. Da ist was kaputt am Auto.
Müssen wir halt gucken. Moin, die Frage, warum kein GTA mehr? Ein Asteroid hat Real Life Online getroffen und also der Asteroid ist genau auf unseren Server draufgefallen. Also der ist durch den Serverkomplex, also in das Haus rein und hat genau unseren Server in der Mitte getroffen. Und aus dem Grund können wir kein RLO mehr spielen. Kommt drauf an, wie schnell der Asteroid wieder nach Hause fliegt. Das ist eben die Frage, wann er wieder nach Hause geht. Da kann ich leider nicht viel machen. Sobald der Asteroid zu Hause ist, können wir wieder spielen. So. Jetzt ist er wieder wie neu, ne? Hoffentlich. Ja, ich hoffe, dass der Asteroid bald nach Hause fliegt und wir wieder auf RLO zocken können. Und dann wir wieder alle Spaß haben. So, rein da. Rein mit der Luzi. So. Der wird hier unten verscherbelt, der Wagen. Ich hoffe, dass der den schön macht, ne? Unser Angestellter, dass er den auch schön hier putzen kann auf der Fläche. Und dann hoffentlich sind keine Spieler verletzt. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Der ist ja nur in das. Also, der ist wirklich brachial in den Server eingedrungen. Das ist halt. Der ganze Serverzeit zerschallert, ne? So, müssen wir mal gucken, ob wir den. Sollen wir den überhaupt tunen? Ja, ne? Der muss. Der Wagen muss tiefer. Aber der ist sogar, glaube ich, kaputt, ne? Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, er ist da kaputt. Das war fast jedes Auto, was ich so gebraucht kaufe. Ja, er ist kaputt. 200 für den. Ich habe für einen anderen von 80 bezahlt. Also für alle, die fragen, was mit Real Life Online ist, ein Asteroid ist eingeschlagen und jetzt müssen wir warten, bis er nach Hause fliegt. Ganz einfache Story. Könnt ihr bitte allen so weitererzählen? So. Oh. Nee, warte. Falsch. Richtig. Haben wir hier irgendwas kaputt? Ah ja, die Motorhaube. Ja, machen wir dann gleich. Wenn der hier fertig ist, da drin. So, der nächste, der Nice. Und wieso kein GTA? Es gab einen Tsunami bis zum höchsten Berg. Ja, das stimmt. Es gab einen riesen Tsunami auch, weil der eingeschlagen ist. Oh, der ist schon fertig. Schön, danke. Der Ehrenbré. Haben wir schnellfertig gemacht. Also, wir verkaufen nur getunte Autos bei uns, ne? Dürfen wir uns so uns merken. Ich finde sogar, die Felgen passen hier relativ gut eigentlich zum Auto. Oh, der hat ja gar nichts. Renset. Turbo, alles. Suspension. Oh ja. Noch tiefer. Ich lasse sogar die Felgen dran. Fühle ich. Also, der kriegt bei uns natürlich auch unser Xenon-Kit verbaut. Und Plate natürlich Erna, aber diesmal die Erna aus Deutschland. Und ich würde sogar sagen, den lasse ich vom Lack so, oder? Oder soll man den nochmal umlackieren? Irgendwas. Ach komm, den lackieren wir um. Den machen wir gelb. Einen schönen gelben BMW, warum auch nicht? Guten Tag. Bitte einmal gelb machen. Einmal lackieren. Renngelb. Auf ganz classy angelehnt. Ich kann sogar noch das BMW-Logo unter dem Ding hier ver. Seht ihr das? Die haben da einfach eine blaue Textur drüber gemacht. Ich kann auch das BMW-Logo erkennen. Die haben halt echt gute Arbeit geleistet, ne, um die Sachen zu verdecken. Hust, hust. So, das stellen wir aber auch rein. Ich stelle jetzt einfach alle Autos rein, die ich verkaufen möchte. Ja. Wobei wir mit dem ja vielleicht noch ein Rennen fahren können. Ja, ich stelle aber mal alles rein, was wir haben. Ist vielleicht gar nicht mal so übel, dass hier mal das Autohaus wirklich aussieht wie ein Autohaus. Weil derzeit sieht es halt eher aus wie ein. Och nö, muss jetzt wirklich. Oh, nächster Tag. Büro ist schmutzig, schön. Na? Verklickt. Du musst zum Dings rüber. Gut, nächster Tag, wir gehen nach Hause. So, ab in die Nachbarschaft. Zieher Taschenmesser. Vergiss nicht, Auto, welche blau ist gleich nachlackiert, nochmals angemalt werden, sonst gibt es Wertminderung. Das weiß ich ja. Ich weiß, dass die nachlackierten Autos wertmindernd sind und deshalb habe ich mich auch so aufgeregt wegen dem wegen dem Ferrari, weil der jetzt nachlackiert ist und da war halt nichts nachlackiert. Olli aus Lübeck, Dankeschön fürs VIP werden, ne? Vielen, vielen Dank. Simon HSM, danke für den Euro auch. Und hier 1 zu 7 Wuffi, fahr gerade auch Rennen in Gran Turismo 7. Gran Turismo, oh, das habe ich damals als Kind gespielt. Sau lang her. Ich schau mal, ob hier. Oh, Supra, kaufen wir. Wir kaufen einfach alles, was hier irgendwie einen Wert hat. Und Auktion ist heute, das freut mich. So, ist komplett beschädigt, das Ding ist egal, wir kriegen es für 70. Aber ich mache jetzt Angebot für 55 und ich krieg das Ding. Ich krieg das direkt, das Teil. Also nicht zufriedenstellend. Ja, das liegt daran. Weil das Ding komplett kaputt ist, weil du nicht Auto fahren kannst, die Dame.
60. Super. Einfach alles kaufen, Leute. Wir kaufen einfach alles, bis wir kein Geld mehr haben. Richtig über den Tisch gezogen. So, Auktion um 11. Die ist bald, ne? Müssen wir gleich mal rüber. Ach, wisst ihr was? Wir gehen gleich mal rüber. Ich glaube, wir sollten erstmal die Autos hier drüben fertig machen. Ich habe eh so wenig Zeit, um das hier fertig zu machen. Wir gehen ins Büro. Und dann schauen wir gleich mal, inwiefern es geile Autos gibt oder nicht. Mit unserer 1000 PS Supra fahren wir mal rüber. Und vielleicht mit ein bisschen Glück haben wir einen GTR drin. Jetzt bin ich gespannt, Leidels. Haben wir heute einen GTR? Einmal. Das ist ein Citroën, das will ich nicht. Nee. Oh, Porsche. Bin ich dabei? Bin ich dabei heute? Porsche. Oh, oh, was ist das denn? Mustang? Ja, Mustang. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, kein GTR. Aber ein Porsche. Den wir auf jeden Fall uns snacken werden, weil wenn wir mal ein Rennen fahren wollen und wir haben kein Porsche, ist auch blöd. So. Also bin ich heute um 11 dabei. Bei der Auktion, Leudels. Bin ich heute dabei. Der kleine Cheater. Aber ist auch cool, dass man das machen kann. Eben dann musst du das Auto in der Lackiererei nochmals lackieren. Ach so. Ah. Verstehe. Das heißt, wenn ich die nochmal nachlackiere, aber das ist das Teil doch nachlackiert, Bre. Macht irgendwie, also jetzt logischerweise macht das irgendwie keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Du musst es in die Lackiererei stellen, dass es nicht mehr als nachlackiert gilt. Oder ist es einfach ein Anzeichen, dass es schlecht nachlackiert ist? Dass man das ganze Auto richtig nachlackiert vielleicht. Vielleicht meint er das. So, mal hoch mit dem Ding. Hamburger hoch, heb die Hamburger hoch. Dann werden wir die nachlackieren. Dann schaue ich mir das an, wie das dann später aussieht, weil das ist ja alles eher lackiert, ne? Schauen wir mal hier. Das ist auch kompletter Totalschaden, ey. Was habe ich denn dafür für Autos gekauft? Müssen wir für einen Wucherpreis wiederverkaufen. So. Supra haben wir ja jetzt. Ist aber auch, glaube ich, kaputt, ne? Muss ich dann auch nochmal reinstellen. So, dann habe ich hier diese. Die lassen wir aber schon draußen stehen, ne? Wobei, die können wir reinstellen. Aber der ist schon im Verkauf drin. Ich weiß nicht, soll ich den draußen stehen lassen? Weil der ist schon hochwertig, das Ding. Ich überlege noch. Ich lasse ihn dabei draußen stehen, komm. Die habe ich ja nur da stehen, weil ich die gewonnen habe, den einen. Den habe ich mir extra geholt, damit ich den Hops nehmen kann. Oder verkaufe ich hier irgendwas aus meiner Sammlung? Soll ich irgendwas verkaufen? Ich habe den jetzt ja auch, ne? Nee, ich brauche die alle für Rennen fahren. Ne, man weiß ja nicht. Wir wissen halt nicht, welches Rennen da noch ist. Oh, um 11. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen habe ich noch Zeit. Das kriegen wir hin, bis die Autos hier fertig sind. Das kriegen wir hin. Der Blacky macht einen guten Shop. Ja, macht er. Der ist sehr oft aktiv, sehe ich gerade im Chat. Blacky immer aktiv dabei. So, dann, jetzt müsste er ja kaputt sein, rein theoretisch, ne? Wenn ich jetzt ins Auto gucke. Auto. Autopanel. Jetzt ist er genau schlecht lackiert. Jetzt steht er gestrichen. Jetzt tun wir den mal lackieren. Ich schau mal, ob das wirklich stimmt. Ob das, wenn ich den jetzt hier komplett neu lackiere, ob dann das hier weg ist. Lackieren wir den in Pink. Ja, passt schon. So, wenn das jetzt weg ist, ist top, ne? Aber ich glaube halt nicht. Ah doch, ist weg? Hä? Dann heißt das einfach nur, dass es schlecht nachlackiert ist in dem Fall. Gestrichen. Ist mit dem Filzstift drüber gegangen. Das sieht man direkt. Und Golf stelle ich aber auch rein. Durch die Tür. Mit Abitur durch die Tür. Den stellen wir neben BMW. So gleiche Fahrzeugklasse circa. So, sieht schon mal geil aus. Dann mal das Ding einstellen. Aber da, ey, cool, dass das jetzt, dass ich das jetzt weiß. Ich habe das auch nicht gerafft, ne? Deshalb ist es geil, wenn man streamt, weil der Chat einem hilft. Das freut mich immer. Paluta, die Dodge Viper. Ich weiß halt auch nicht, wie man an die ganzen Autos rankommt, ne? Aber ich spiele das Game schon relativ lang, aber ich komme irgendwie nicht an geile Autos ran. Also so an die seltenen Dinge komme ich irgendwie nicht ran. So, der ist jetzt fertig. Danke, Bre. Das heißt, den werden wir auch nachlackieren. Schau, habe ich heute was dazugelernt. Nachlackierte Autos geben mehr Geld. Das ist super zu wissen. Das heißt, ich müsste den eigentlich nochmal nachlackieren, den einen Wagen. Den machen wir aber. Wobei, machen wir den mal schwarz komplett. Machen wir den mal Black on Black, Bre. Dann polieren wir den hoch. Ja, cool. Oh, die Auktion, upala. Ja, ist egal, die dauert eh mal so lang, bis wir beim Auto sind, wo ich. Ah, nee, das ist schon, das Auto ist schon. Oh nein, das ist schon draußen. Ugh.
Mitbieten, 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 bitte, 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 bitte. Oh, ich bin doch dabei. Weil den wollte ich eh nicht haben. Ich wollte nur den Porsche. Alter, war das knapp. Die Auktion läuft schon. Aber ich bin dabei, Leute. Wir haben's geschafft. Da kommt mir der Wagen. Ihr braucht ja gar nicht so blöd gucken. Ist meins. Und wir snacken für 175. Ach, günstig. So, passt. Und jetzt werde ich nie mehr wieder werde ich irgendwie auf die Idee kommen und, komm, da biete ich mit. Und ein Rennen fahren gehen, währenddessen ich die Auktion da beendet habe, weil letztes Mal ist mein Audi A8 verschwunden, Leute. Warum benutzen die das Garagentor? Habe ich auch benutzt, aber bin ich vorhin reingefahren, was ich offen war. Deshalb, ich benutze das halt durch das Reinfahren, fahre ich es rein, wenn nicht, dann nicht, ne? Das arme Auto, ja, nee, für den. Nur, das ist eh mein privater, passt schon. Oder ist das. Ah, nee, war das der. Doch nicht, den will ich ja verkaufen. Nein! Sag jetzt nicht, ich muss hier nachlackieren. Ich hab da mitgeboten. Einfach so just for fun, Leute. Sag jetzt nicht, der ist kaputt wegen mir. Den hab ich gerade so schön lackiert. Nö, nicht beschädigt. Schön. Wie neu. Nichts passiert. Alles gut. Alles super. Nichts passiert, Leidels. So, was ist da los? Der ist komplett wie frisch. Das heißt, den stellen wir aber zum Abschleppel. Und was ist mit dir? Du bist aber auch komplett frisch, ne? Erntereif? Na, hallo? Hilfe. Bist du erntereif? Der ist auch komplett frisch. Geil. Ich habe gute Autos mir geholt. Ach, zum Glück. Du musst hier noch Tune fahren. Ich habe so viel zu tun, ne? Aber wisst ihr was? Wir fahren mal sonst Rennen. Ich fahre mal kurz rüber. Ich schaue, ob irgendwie ein Rennen frei ist. Weil ich würde gerne mal vielleicht ein Auto gewinnen. Aber tun muss ich den. Was stehen da für Autos? Da steht ein. Habe ich nicht. Super. Den Wagen habe ich nicht. Das ist ein Chevy. Den hatte ich letztes Mal, aber. Den jetzt aufzutreiben ist fast unmöglich. Ein Chevy. Muss ich auf den nächsten Tag warten und hoffen. So, fahren wir rein. Tuning. So, der Herr. Hallöchen. Und ich stecke schon wieder im Auto. Bitte helfen Sie mich, ich bin in Gefahr, ich stecke schon wieder drin. Hilfe! Jetzt haben wir es, so. Ich habe nachgelesen, dass es seit dem neuesten Update, dass das so ein bisschen laggy ist, aber damit muss man leider leben. Aber wir müssen alle Autos nach oben gehen. Und aus dir machen wir so ein richtiges Beast. Plate, was war aber hier? Beast. Oder Ernas Kuchel. Dann machen wir Ernas Kuch. Das ist auch okay. Das ist die Kuchel nicht ausgegangen. Machen wir das Kuch. Und jetzt irgendwie so hässliche Felgen, dass das Ding gekauft werden muss. Oder vielleicht so Drag Race Felgen, ne? So richtige Baba Felgen. Die so 50.000 PS aushalten würden. Also würden wir dann. Was sieht denn so nach Drag Race aus? Die hier eigentlich, ne? So ein bisschen. Gibt es nicht fettere Felgen? Mit so richtig heftigen. Ah? Man sieht halt kacki aus, aber. Und die hier. Ja, nehmen wir die. Mit der America Express. Lackiert ist er ja schon. Müssen wir nichts mehr machen. Auto kommt rein. Aber dieses Mal fahre ich aber auch wieder nicht durchs Tor. Dieses Mal fahre ich hier wieder nach vorne. Es füllt sich langsam. Das ist schön. Es füllt sich. Dann stellen wir den hier so. Ah ne, wobei, wir wollen ja, dass die Kundschaft ins Auto reinguckt. Wenn die hier vorne reinkommt, soll sie das Auto ja sehen können. So. Super. Es ist schön, dass sich das hier alles schon auffüllt. So, dann muss ich dich nur tunen fahren. Hinten steht noch ein Auto, aber dann fahre ich den mal tunen. Vor allem den hier. Der muss nicht nachlackiert werden, aber der gehört getuned. Der ist nämlich sonst zu langsam. Also gleich haben wir echt ein riesengroßes Ding an Autos. Ja, der muss richtig, das ist richtig schon tief, ne? Ja, na. So, Räder vielleicht was. Passt schon. Der darf. Das ist das, wo das Lenkrad, ja. Das finde ich ja mal sowas von abtönend im Auto.
wenn beim Lenkrad nur das Äußere mitgeht und das in der Mitte, also die Hupe und der Airbag-Einsatz, der bleibt einfach da in der Mitte. Das wird mich so hart triggern. Also ich weiß nicht, was sich da die Designer von Citroën sich so gedacht haben. Denkt ihr mal an Zitrone? Das hat man mit den Zitronik, den Citroën. Jetzt haben wir eine kleine Zitrone. Schon das zweite gelbe Auto heute. Schön, freut mich. Olli aus Lübeck, außer sein Abo gekündigt, direkt wiedergeholt. Dankeschön fürs VIP-Werden. Vielen Dank. So, da kommt aber auch noch unten, ne? Wir stellen hier alles rein, was nur geht. Unten die billigen Autos und dann oben die richtig teuren. Außer der, der halt auf der Fläche steht. Ich verstehe aber auch nicht, warum der so laut ist, ne? Irgendein Auto hat einen Motor an. Achso, der hat einen Motor an, upala. Sorry. Dann tun wir dich auch nochmal auf. Auf ganz sportlich und entspannter Rino. Ich hoffe, das geht sich noch alles aus hier. ESP, zack, Suspension. Ja, ich würde halt die Autos erstmal so ein bisschen behalten. Oh, sag mal den. Ui, wir machen so ein Monster Energy Auto draus. Ja. So richtig grün. Machen wir Monster aufs Kennzeichen. So, jetzt noch geile. Wobei die Räder passen sogar ganz gut, aber ich finde, die passen fast noch besser. So, Monster. Und jetzt machen wir den noch grün. Mein Grün und Rot ist schon cool. Hat was. Jetzt die Lichter anmachen. Oh ja. Das ist der Monster Porsche. So, machen wir Monster. Muss auch schauen, dass die Lack-Dings passt, ne? Die Farbe. Nee. Wobei das eh schon das. Ja, das kommt schon gut hin. Jetzt polieren wir das noch hoch und dann. Sind mehr Metall. Also auch cool aus. Unser Monster. Oh ja. Dann park ich dich neben unseren wunderschönen Ferrari ein. Das Autohaus füllt sich wirklich. Oh, jetzt ist dunkel. Aber jetzt sieht man das, dass das Ding. Oh, geil. Schade, dass man die Lichter nicht anlassen kann, wenn man aussteigt, weil dann sieht das ja auch cool aus so drin. Wobei, wir können den hier so vorne hinstellen, ne? So beim Eingang direkt. Dass wir können ja auch Autos mal so ein bisschen wie so eine Auslage einfach so reinstellen. Dass die Leute das auch mal so angucken. Sieht doch cool aus. Gefällt mir. Auto waschen bitte. Bitte waschen Sie mein Auto. Soll ich uns noch. Ach, den Audi 8 stelle ich aber auch schon mal rein. Weil den möchte ich ja eigentlich an sich ja verkaufen. Habe ich den jetzt eigentlich lackiert? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube nämlich, den habe ich nicht lackiert. Ne, den habe ich nicht lackiert. Den müssen wir nur lackieren, den Audi. Dann bekommt er von mir. Was kriegen wir denn für eine Lackierung am besten? Eine blaue. Weil er vorne blau ist. Oder eine Chromlackierung. Wir können den dann Chrom lackieren. Dann stelle ich den schon mal für morgen hier hin. Also Motor aus. Da steht sogar noch R8 am Tacho. Geil. Dann stelle ich mir den schon mal hin. Die Supra stelle ich mir schon mal in das Tuning-Dings rein. Ist dann gleich auch fertig haben. Für den nächsten Tag. Wichtig und richtig. Dann ist unser Auto schon echt gut gefüllt. Dann werden wir mal einen richtig fetten Tag machen, wo wir die Leute reinlassen. Da wird dann das Autohaus so voll sein, weil ich habe schon letztes Mal nur ein paar Autos drin stehen gehabt und da haben die mir das Autohaus eingerannt, haben die das. Und je mehr Autos du stehen hast, desto mehr Leute kommen auch. Also das wird dann mit so vielen Autos, die da schon drin stehen. Ich mache ja oben auch nochmal voll. Und da draußen stehen auch nochmal Autos. Das wird richtig heftig. Da freue ich mich schon drauf. Das wird geil. So, ich muss in die Nachbarschaft. Du hast das Rennset beim Porsche vergessen. Nee, der war schon verbaut. Habe ich schon geguckt. Da hätte ich nur noch das Drift-Kit anbauen können. Am Porsche war das Rennset schon verbaut, deshalb konnte ich gar nichts mehr auswählen. Also alles gut, alles richtig gemacht. Das Fortnite-Mobil. Stimmt, machen wir draus das, dieses Pink, ne? Dieses Violett. Hast recht, machen wir das Fortnite-Mobil draus. Das wäre doch mal eine geile Lackierung. Soll ich den einfach nur so just for fun kaufen? Weil den habe ich noch nicht. Ich kaufe den einfach. Ach, der ist ja komplett kaputt, ne? Ei, aber der will nur einen 11er dafür. Schnäppchen, 9000. Ein Schnapper. Ich habe den für 9000 bekommen? Wie geil. Da mache ich ja richtig Fettkohle mit. Und jetzt fahren wir beim Automarkt vorbei. Vielleicht finden wir noch was in der Nachbarschaft.
Aha, was ist das hier vorne? Ah, kenne ich leider nicht. Ah, Unfall. Schön. Schön, die Jungs und Mädels sind auch da. Schöner Unfall. Das gefällt mir. 10 von 10 Sternen. Das steht hier hinten ein Audi. Wobei, mit dem bin ich ja auch schon öfters mal, mal rennen, ne? Der Audi da hinten. Ja, müssen wir halt schauen. Müssen wir halt gucken. Ich fahre jetzt zum Automarkt. Und mit ein bisschen Glück finde ich da meinen GTR, meinen Geliebten. Mit ein bisschen Luck finden wir den hier. Weil der Chat war sich uneinig, ob man den hier finden kann oder nicht. Aus dem Grund schauen wir mal nach. Lambo! Und schaut mal, was hier steht. Den wir vorhin gebraucht hätten. M3. Ey, was stehen da jetzt in letzter Zeit für geile Autos, Bruder? Am Automarkt. Ich kaufe mir den direkt. Auch wenn er kaputt ist, natürlich. Aber die will ein bisschen viel, ne? Ich weiß, ich kann den für 800 verkaufen. Ich mach, 480.000 sollte eigentlich okay sein, glaube ich, ne? Ja, passt. 480. Ist gerippt, das Auto. Kommt direkt in die Reparatur. Und dann kaufen wir den hier auch noch gleich. Auch wenn er komplett kaputt ist, ist mir das egal. 68, Schnäppchen für 56. Ein bisschen Luck. Auch verkauft, super. Kommt auch direkt in die, wollte ich gerade in die Werkstatt stellen, so viel dazu. Überlegt, ob ich den kaufen soll. Ich weiß nämlich nicht, was der wert ist. Und den M3, ja, den M3 ist letztes Mal so schlecht wegbekommen, lieber nicht. Ne, passt schon. Nimm mal so mit. Den Wagen tun wir zurück. Abschlepporino. Weil hätte ich auch gleich rüber reinstellen können, ne? Ab ins Büro. Warum kommt kein RLO mehr? Wir werden nie wieder RLO bringen. Mein Kanal wird auch gar kein GTA mehr machen. Wir werden auch GTA 6 komplett auslassen. Bei mir gibt es nur noch den Autosimulator tatsächlich. Also ich werde ausschließlich nur noch den Autosimulator spielen. Das ist ganz wichtig und richtig. So. Ah, steht schon alles drin, Upala. Ah, natürlich, da oben steht wieder ein Auto drin, genau jetzt. Da wäre ich aber mit. Und du könntest ja schon mal tun für mich. Du könntest ja schon, aber macht nicht. Und jetzt ist frei, wo ich hinkomme, gell? Jo, kenn ich. Reparieren für 6,20, dankeschön. Jetzt wird langsam mein Geld knapp. Jetzt muss ich langsam die Bude aufmachen. So, dann machen wir daraus aber dieses, diesen Wagen, den Fortnite-Wagen, ne? Das Fortnite-Mobil. Da müssen wir aber fast das Fortnite-Kennzeichen noch anbringen. Eigentlich müssten wir das machen, ne? Fortnite statt Erna. Was passiert, wenn ich beide Autos zum Tune hinstelle? Gibt es da ein Problem oder... Sagt er dann, Meister, das geht so nett. Das ist ein Witz. Nein, das ist komplett ernst gemeint. Ich werde nur noch den Autosimulator spielen. Auf meinem Kanal wird es nichts mehr anderes geben, außer den Autosimulator. Unable Noskit. Warum nicht? So, welches Auto nimmt er jetzt? Ah, cool. Das geht halt wirklich, ne? Aber ich hoffe, ich mache den jetzt nicht kaputt. Oh, uiuiuiui. Da muss ich aber jetzt retour. Den Retourgang. Sorry, Bre. Jetzt ist er, glaube ich, etwas zu tief geraten. ich hab's kaputt gemacht. Super. Komme ich jetzt nicht mehr raus? Ach, ist das eine Scheibe. Hilfe, ich stecke fest. Ja, wir können ja mal speichern, ne? Ich speichere mal zwischen. ich hätte auf Respawn klicken können. Ja, das wäre natürlich super gewesen, hätte ich das vorhin gecheckt. Ja, Programm reagiert nicht mehr. Ah, jetzt geht's wieder. Also Respawn. Hilfe, ich stecke hier drin fest. Ah, warte, Auto. Hier steht Auto. Was ist, wenn ich den hier abschleppe? Ich stecke hier fest. Hilfe, ich komme nicht mehr raus. Spielst du denn auch nicht mehr Payday 3? Nein, nur noch Autosimulator. Ich werde jetzt meinen Kanal mit 10 Jahre Autosimulator-Content komplett vollballern. Da werden wir alle Spaß haben. So, ich muss nochmal ins Hauptmenü. Also bei mir wird es nie wieder GTA geben, bei mir wird es nie wieder Payday geben, bei mir wird es auch kein Minecraft mehr geben. Wir werden ausschließlich nur noch den Autosimulator spielen hier auf dem Kanal. Ausschließlich. Es wird kein anderes, auch nicht GTA 6. Leute, ausschließlich Autosimulator. Ausschließlich. Das dürfen wir uns unterschreiben, merken. Das dürfen wir uns fett hier irgendwo hin plakatieren. Oder wir machen es einfach als Text. Es wird auch keinen Autobus-Simulator geben oder auch kein Little Rides mehr. Nein.
Es wird nur noch den Autohaus-Simulator geben. Also alle, die fragen, wann kommt RLO, nie mehr wieder, Leute. Bitte schreibt es euch auf die Tafel. Auch kein Fortnite-RP, nein. Wir spielen nur noch Autohaus-Simulator, meine Damen und Herren. Das ist ganz wichtig. Nur noch Autohaus-Simulator. Warum? Ja, weil Autohaus-Simulator das beste Spiel da draußen ist, was es überhaupt gibt. Ihr merkt es ja gerade selber. Ich bin gerade in die Garage gefahren und bin einfach festgesteckt. Ich meine, sagt mir ein besseres Spiel, was noch krasser verbuggt ist als das. Das ist das Nonplusultra, was du spielen kannst. Also deshalb, es wird nur noch diesen Autohaus-Simulator geben. Auf jeden Fall. Kein RLO mehr. Weil, Leute, das hier ist besser als GTA 6. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist die Zukunft. Und darauf werden wir jetzt alles aufbauen. Der ganze Kanal nur noch Autosimulator-Content. Auf jeden Fall, ziehen wir durch. Machen wir Driftkit oder Rennset? Na komm, wir machen den mal komplett. Jetzt höre ich aber auch nichts mehr. Super, geil, hört ihr? Ich habe keinen Game-Sound mehr. Ich sag doch, das ist das Nonplusultra, was man sich holen kann. Kein Game-Sound mehr. Das gefällt mir gut. So, machen wir den aber richtig heavy, machen wir den hier. Schau mal. Heavy machen wir den. Und Radl, das machen wir auch frisch. Wobei, ich muss mal andere Räder draufziehen. So, habe ich jetzt irgendwo nochmal Sound hier oder bleibt das jetzt aus der Sound? Ich habe mir das Gefühl, der möchte gar nicht mehr. Ah, jetzt. Seht ihr? 9 plus Ultra, sag's doch. Und der Sound ist schon wieder da. Gut, haben wir es auch geschafft. Dann nochmal lackieren. Was mit Vlogs? Nein. Wenn, dann machen wir einen Vlog im Outdoor-Simulator. Wenn, dann machen wir einen fetten Outdoor-Simulator-Vlog. Den können wir machen. Das machen wir aber auch so, ne? Weil sieht ja geil aus, so. Das Nonplusultra. Und wir haben sogar mehr Geld als Mark Rumpe, ja. Das, siehst du, das ist... Also besser geht's halt nicht. Besser geht es nicht, Leute. Das ist halt... Wirklich, mehr geht nicht in dem Spiel als das hier. Schau, ich kann... Oder kann man in GTA RP in eine Tür reinfahren und dann sein Auto darin verkaufen? Geht das? Kann man da sein eigenes Auto ausbauen? Nein, das kannst du nur im Autosimulator. Wichtig und richtig. Wir parken das Ding hier. Ah, der tut schon die Autos putzen. Guck mal. Hast du das in GTA RP, ein NPC, der dein Auto putzt? Hast du das auf RLO? Nein, hast du nicht. Nur im Autosimulator. Deshalb, ich küsse dem Autosimulator sein Herz. Dass er das macht. So, Auto nochmal rüberbringen. Ja, bitte. Tun Sie mir den Gefallen. Jetzt müssen wir noch Fortnite auf das Kennzeichen schreiben, gell? Da könnte noch Fortnite drauf, weil jetzt haben wir hier nur Erna stehen. Aber das wird unser Fortnite-Mobil. Was mit 1 zu 7? Das bauen wir im Autosimulator neu auf. Also 1 zu 7 kommt in den Autosimulator. Das heißt, wir werden uns hier irgendwo unsere Base aufbauen. Fortnite. Also ich habe mir schon überlegt, dass wir hier so einen ganzen Outdoor-Simulator-Multiplayer aufbauen. Wo wir dann auch hier eine Hütte uns holen und dann auch so einen Zaun drumherum bauen. Dann haben wir unsere eigene 1 zu 7 Base im Outdoor-Simulator. Dann werden wir noch Waffen reinmodden. Und dann haben wir unser eigenes 1 zu 7 hier drin. Also besser geht's ja nicht, ne? Würde ich mal fast behaupten. Die müssen auf jeden Fall nebeneinander stehen. Dann machen wir hier Outdoors-RP den ganzen Tag bei 1 zu 7. Ist doch Hammer, oder? Also besser geht's ja nicht mehr. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier hinten sind noch zwei Autos. Und wo kommt das Kartell? Das Kartell habe ich mir überlegt. Da ganz hinten, da bei der Tankstelle. Die können dann Tankstellen-RP betreiben und Autowasch-RP. Ist doch super. Da muss man sich ja gar nicht mehr um irgendwas kümmern. So, die muss ich noch reparieren, ne? Wir können den ganzen Tag Autowaschen gehen. Ich weiß gar nicht, ob der kaputt ist, ne? Ich habe keine Ahnung. Ist der kaputt? Ich meine, von der Lackierung her. Nö, dann können wir den so lassen. Super. Ich glaube, vom Tuning her passt der auch schon, ne? Kann nicht installiert werden. Warum nicht? Das denn? Und ich würde sagen, da müssen wir gar nicht mehr viel machen. Der passt schon so, wie er ist. Weilers Hausmeister. Ja, den können wir... Das ist ja unser NPC, der da vorne steht. Wir brauchen gar keinen Ryan mehr. Der kümmert sich drum. Der wird sich auch um die Werkzeugkästen, wenn er sich kümmert. Ah! Wo haben wir fast reingefahren? Der wird sich sicher auch um die Werkzeugkästen und die Nitroflasche wieder sich kümmern. So. Und schau mal, Elektriker ist auch da. Wir können hier hochfahren. Der war auch da. Wir haben gar keine Sorgen mehr. Ich stelle mal das Ding hier drauf, ne? Ah, jetzt habe ich kein Kennzeichen anmontiert, egal. Haben halt ein ekelhaftes gelbes Kennzeichen drauf. Wie ich die ganze Zeit da unten höre, wie er quietscht, ne? So schön.
So, runterfahren. Was mit rubbellos? Ja, da müssen wir uns eine Mod reinmachen. Eine Autosimulator rubbellos Mod, weil eine Tankstelle gibt's ja. Ah, ich komme hier nicht durch, das nervt mich so hart. Autosimulator rubbellos Mod. Erstellt euch das mal vor. Das ist dann wirklich. Eieiei. Dann haben wir es geschafft im Leben. Dann haben wir es wirklich geschafft. Der wird noch immer repariert, aber der braucht noch mal lang. Ne? Der ist ja komplett kaputt. Ich hoffe, dass drüben gleich ein Auto steht, wo wir gegen Rennen fahren können. Wo ich dann richtig hart ablosen kann, dass ich wieder kein Nitro eingebaut habe. Das wie das letzte Mal, wo ich mein Auto verloren. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war, ne? Marzahn Berlin, Stefan Scheiß auch dabei. Einen wunderschönen guten Abend, Kleine. Bin ich jetzt die kleine Sonne? Ach ja, stimmt, da war ja was. Will doch die Kameras, ja. Müssen wir vorne irgendwo anmontieren. Kriegen wir schon hin. Aber die dürfen nicht funktionieren, die Kameras. Die dürfen auf gar keinen Fall funktionieren. Ach, die brauchen aber lang. Das ist ja so viel kaputt. Ah, jetzt ist er gleich fertig. Passt. Nimm ich den mit. Lass uns den runter, bitte. Runterladen. Boah. Nicht so schnell, Bruder. Nicht so schnell. Kommen's runter mit dem Auto. So, dann tun wir den mal auf, ne? Hauptpreis gewinnt den GTR. Das wäre schön, ne? Boah, ist der laut. Ah. Das ist richtig laut, ne? Zack. Ich kann nicht aussteigen. Ich steck schon wieder fest. Ich sag doch, Nonplusultra das Spiel. Ich häng schon wieder im Auto. Diese Mikroruckler machen mich nur fertig. Wisst ihr, was gerade auffällt? Der kleine Bauchige. Jo, dieser kleine Bierbauch. So, einmal bitte. Ah, wie können wir den lackieren? Babyblau? Wobei, was habe ich noch gar nicht lackiert heute? Orange noch gar nicht, ne? Orange wäre geil. Würde sogar zum Auto passen. Einmal Orange und dann bitte einmal Metallic. Oh ja. Sieht aus wie diesen Film da, ne? So ein bisschen brauchen wir noch die Flagge oben. Emre Durga. Jesus Maria. Ist der laut, Alter, meine Ohren. Zum Glück habe ich meine Kopfhörer nicht auf den Ohren drauf. Rennset verbauen, Turbo, alles. Ja, und dann wieder. Ey, wobei, das wäre ja mal richtig geil. Ja, mach mal. Habe ich doch gar nicht gemacht. Also leicht gelb wäre schon cool. So ein bisschen oldschool-mäßig. Fühle ich. Und da dürfen wir so ein altes Kennzeichen draufballern. Und da machen wir jetzt drauf. Audi. Oh. Wird schon passen. Räder. Auf jeden Fall was Frisches. Passt so, ja. Was Frisches, Schönes, Dankeschön. Und fertig ist die Kiste. Haben wir aber auch noch nicht gemacht, ne? Vorne hochgelegt. Schau mal, der hat da nicht mal eine Verbindung. Die Reifen sind nicht verbunden mit dem Auto. Das passt doch super. Ich habe da unten leider keinen Platz mehr. Ach doch, haben wir. Wir finden noch was. Den quetschen wir da noch irgendwo rein. Den quetschen wir da noch rein. Das ist eher easy. Guck hier. Den quetschen wir da in die Lücke. Oh ja. Schau mal, wenn ich Licht anmache, ob das wohl anbleibt. Nee, sobald ich Motor ausmache. Wobei, wenn ich. Nee, das Licht geht aus. Schade. Jo, jetzt haben wir sehr großes. Ein sehr großes Ding voller Autos. Und ich komme gerade gar nicht mehr dazu, irgendwie ein Rennen oder so zu fahren, weil ich die ganze Zeit meine Autos hier machen muss. Schau mal, der. Achso, der Golf gehört gar nicht mehr. Schau mal, ein Zweier-Golf. Oder nee, ist ein Dreier-Golf, oder? Ja, ist ein Dreier-Golf. Oder nicht? Oder ein, nee, ist ein Zweier? Zweier oder Dreier? Nee, Zweier-Golf. Zweier war das jetzt. Ja, Zweier-Golf. Dreier-Golf ist hinten schon etwas nicht so kantig, ein bisschen abgerundet, ne? So. Den werden wir jetzt aber, ich weiß nicht, normal lackieren. Was heißt hier überhaupt noch? Ah, nee, den machen wir chrom. Den polieren wir hoch. Da fetzt ja die Augen weg. Ja, passt. Das ist das. Mehr Chrom geht nämlich nicht. Boah, Alter. Wie geil. Ein besserer Chrom-Shader als in GTA. Außer man ist hier drin. Dann sieht das echt schlimm aus. Gut, kein Driftkit ist. Oh, zum Glück konnte ich mich das jetzt hier noch machen. Jetzt bin ich jetzt erst nach Hause gegangen. So, Chrom. Beleuchtung vorne. Nur heftige Felgus. Haben wir Chromfelgen irgendwo so richtig heavy-mäßig? Die hier, ne? Ne, die sind nicht chrom aus. Haben wir keine Chromfelgen?
Ja, die hier, aber sieht ja irgendwie kacki aus. Ich weiß nicht. Was halt die hier würden. Ah, das ist auch kein Chrom. Nee, wir haben keine Chromfelgen. Das macht mich sehr traurig. Das muss ich wohl fast. Ja, komm, wir nehmen die. Die kommen am meisten irgendwie nach dahin. Alter, der Shader ist echt schlimm. Aber nur wenn man drin ist. Draußen geht's. Haben wir da noch Platz in der unteren Zentrale? Weiß nicht, ich habe 2 Stockwerke, nutze aber da unten. Das ist genau mein Humor. Ja, schau mal, hier hinten haben wir noch Platz. Wir müssen alles vollräumen. Jeder kleinste Platz wird genutzt hier drin. So. Ey, jetzt haben wir echt viele Autos drin stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und oben ist noch einer. Wir haben 11 Autos im Autohaus, die wir schon verkaufen könnten. Aber ich schaue jetzt mal nochmal rüber mit einem Auto und hoffe. Ah, steck fest, dass wir vielleicht ein Rennen fahren können. Mit das heißt rüber mit der Supra. Oder. Ihr wisst was, wir fahren mit unserem Biest hin. Mit dem schnellsten Auto, was ich derzeit habe, den Wagen hier, den Alfa Romeo. Das ist der Sound of a Spende. Oh, dankeschön. Alle, die jetzt noch im Chat drin sind, bitte mit meine Leitplanke drücken, bis der Notarst. Ja, mehr steht nicht drin. Da ging wohl der Text aus. Da geht der Text flöten. Dankeschön, mal zahlen wir den Chef wahrscheinlich nochmal. Wann wird das schon mit an? So, Sir Felix Fox, danke fürs VIP werden, Freunde. Ah, ne, die sind auch schon schlafen gegangen. Ich dachte, die kommen noch. Das ist jetzt aber unter oder Sau. Ja gut, dann fahren wir haben. Da wisst ihr was? Wir gehen mal ins Casino Blackjack spielen. Mal schauen, ob es da was Neues gibt. Weil ich war hier ja noch gar nicht. Ist mir aufgefallen nach dem Update. Was gab ja ein Update, ne? Ich war hier noch gar nicht nach dem Update. Was geht, Leute, Jungs und Mädels? Gibt's was Neues zum Kaufen? Nee, Bier kaufen. Ah, Schnecke. Was läuft? Ah, was läuft? Also, ich bin fast Millionär, ne? Ah, ja. Hey, Schneckchen, magst du mit nach Hause kommen? Ah? Hey, Schnecke, bist du nach Hause kommen? Ja? Also ich bin noch Single, weißt du? Kann dir einen Drink ausgeben, wenn du willst. Die haben nur Bier, habe ich gehört, ne? Ich stecke in der Animation fest, die Dame. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Schnecken angraben in RP. NPC-Schnecke angraben. Ich weiß nicht, also die Achseln, die sind schon ganz komisch bei der Dame. Die gehen ziemlich weit rein, die Achselhöhlen. Die Dame haben sie eine Achselhöhlenentzündung. Gibt es sowas überhaupt? Hat schon mal jemand eine Achselhöhlenentzündung gehabt? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber es wäre schon lustig, wenn es sowas gibt. Ah, meine Achselhöhlen sind im... ja, komm, wir gehen da hin. Guck mal, ein bisschen setzen hier. Start, 20k, natürlich. Eine 7, geil. Eine 12, das ist sehr super. Ja. Weiter, komm. Eine 16, soll ich stayen oder weiter? Wenn ich Glück habe, der hat aber ein Ass. Weiter. 17, ja, jetzt darf ich aber nicht weitermachen. Stand auf 17. 15. Oh, Baby, 40.000 in the Tasche. Weiter geht's. Eine 3. Eine 4, 14. Weiter. Er hat eine 5. Weiter. Eine 17, da stay ich jetzt aber. Hab schon ein bisschen Luck heute. Ah, jetzt nimmt er mich auseinander. Ja, komm. Hol ich mir wieder. 20k in die Tasche. Auf geht's. Mit dem Ass fangen wir an. Jetzt. Ah, 19. Ja, wäre super. Eine 12 kriegt. Natürlich in der 12. 21. Natürlich stand ich. Alter, das will ich jetzt weitergehen. Und er kriegt, ja, 40.000 in die Tasche, jawohl. Weiter geht's, ein 10er. Eine 17, da stay ich aber. Stand bei der 17. 16 und wieder gewonnen, Jungs. 800.000 Mücken. Nochmal, komm, letzte Runde jetzt. Eine 9, ist schon mal sehr gut, aber er hat eine 10. Oh, das ist schlecht. Weiter. Eine 18, oh, das ist gut. Stand. Und sich eine 20 oder so. Ja, 20 habe ich doch gesagt, verloren. Komm mal, 20 in die Tasche. 9? 19, da stay ich jetzt aber. Und er holt sich jetzt wieder eine 20, wetten? Nee, ziehen, Alter, wirklich. Gleichstand, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie kriege ich die schlechteren Karten jetzt. Weiter. Eine 11, oh, das ist sehr gut. Warum kriege ich jetzt eine 2? 14. Ja, jetzt habe ich verloren, war eh klar, ne? Und er hat jetzt hier eine 20 drüben. Ja, ja. Na komm.
7, komm. Jetzt aber hier, Jungs. 15. Ja, Digga, also, Bruder, eine 20, da stehe ich jetzt aber. Das ist Stand. Das Sound of a Spende. Wenn ich hier rauskomme, nimmt er sich jetzt. Oh, 40.000, super. Ich bin wieder bei derselben Summe, wie ich reingekommen bin. Jetzt mache ich aber nochmal ein 20 und jetzt gewinne ich und dann gehe ich raus. Ja, eine 16. Schlag oder Stand? Er hat eine 10. Offen. Na! Ah! Die Hoffnung war zu groß, dass ich da was Gescheites kriege. 4. 11, das ist gut, eine 11, ja. 20, auf jeden Fall stay. Standen. Eine Standing Ovation und wieder gewonnen. Ich komme einfach nicht wieder auf die Summe rüber. Das macht mich voll fertig, das Spiel. 19, auf jeden Fall stand. 21! Wie kann man? Der hat eine 2 gezogen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Spiel, ey? Jetzt habe ich eine 20, jetzt zieht er sich auch wieder eine 21. Passt auf, ist hier auf Stand. Hol, dass ich eine 21 aus dem Pop ist. Ah, nee, nicht mal. Schau, eine 22. Aber knapp, na, knapp verfehlt. Jetzt aber, letzte Mal jetzt. Jetzt habe ich eine Queen. Super. 21. Ha, ha, ha. Jetzt muss ich doch nur standen, oder? 21, das ist easy. Ja, jetzt gehe ich aber, Jungs. Jetzt war es mir das aber. Jetzt ist mir das nicht mehr wert, hier mit euch zu spielen. Mama, das läuft. Also es hat sich an sich hier nichts geändert. Ich habe ein bisschen Geld gemacht. Ich habe gerade gewonnen. Da komme ich hier nach hinten. Darf ich sie anrülpsen? Warten Sie mal, hab's gleich. Was sag ich, wenn ich hier zu viel Bier trinke? Recke ich dann ab oder? Ich mach's vor der Dame. Ich will, dass sie das sieht. Ich trinke mir sie schön. Verstehen Sie? Da ist nur Apfel-Zimt-Getränk ist da drin. Aber fahren wir mal nach Hause, ne? Don't drink and drive. Da ist nur Apfel-Zimt ist da drin. Alles gut. So, wo ist mein Auto? Das ist ja hier. Ja, rein da ins Auto. Oh, wie gibt's hier keine Cops? Upsala, Entschuldigung. Ich hab nur ein bisschen was getrunken, ein bisschen Apfelzimt und so. Du weißt, nur Apfelzimt. Ich kenne da eine Abkürzung. Kenne ich da. Zu Hause. Bin zu Hause. Weiß nicht, ich kenne da eine Abkürzung. Warum ist denn da so laut im Haus? Man ist so laut hier drin. Ich verstehe das nicht. Aber meinst du mal einschlafen? Okay, der Rülps hat mir jetzt auch alles gegeben. Mal schauen, mein Auto ist ein Totalschaden. Aber der darf kaputt werden, der Wagen. Der ist ja. So. Sie haben unbezahlte Rechnung. Ja, super. Tag für. Ah! Na, hallo Nachbar! Servus! Heute auch ein bisschen zu viel getrunken, ne? Das ist dumm, ey. Das ist so dumm. Ein bisschen zu viel getrunken. Die sind alles doppelt, habe ich das Gefühl. Und alles steckt. Und die sind alles. Ich habe hier hinten auch. Die sind alles doppelt heute. Woran das wohl liegen könnte. Jetzt fahren wir mal nach Hause, so. Was heißt denn nach Hause? Wir fahren zum Ding rüber. Jetzt Rechnung bezahlen. Kennt ihr eine Abkürzung? Ich kenne das, eine super Abkürzung, kenne ich da. Einmal durch den Wald. Oh nee! Das ist jetzt spät aufgeploppt, das Ganze. Entschuldigung, ihr wollt nicht in den Gastgarten fahren? Ich bin nur restfett. Ah. Ich glaube, da heute mal, Leute, mal richtig was. Oh, ich glaube, der hat den Wagen, den ich drüben habe, ne? Ah nee, hat er nicht. Mann, hätte ich den noch nur gekauft vorhin, den Wagen. Also, ich sollte mal einmal so Chance von Rennen gegen die fahren. Ja, gegen 400. 500. Ah, komm, Wettrennen. Ich meine, ich ziehe die halt eh ab, ne? Ist mir egal, ich habe den Wagen ja nicht. Ich müsste mir den mal holen. Aber komm, für 555 bin ich da gern dabei. Warum nicht? Am Flughafen rennen. Ad at Reddix Games, oder was? Wollt ihr mal eine Anzeige kaufen?
können wir unser Hundebild reinmachen. Wäre top. So, startet den Motor. Ich muss jetzt mal schauen, wie das die Leute gesagt haben. Ich muss von hinten starten. Wenn ich jetzt aber hier runterschalte. Ah, Retourgang. Ah, ich muss den Retourgang einlegen. Verstehe. Achso, muss ich auf die Linie. Ja, wie mache ich das dann? Na egal, komm. 3, 2, 1. Alter, war das gerade schnell. Gesamtsieger 1000, ist okay. Das war gerade richtig schnell. Ey, Colin, danke schön für den Sticker. Victory, aber sowas von gerade Victory gehabt. Dankeschön. 22,99, ich hoffe, das wird eingeblendet. Sie brauchen mich heute etwas lang. Und danke fürs VIP werden auch, ne? So, für euch beide hübsch noch eine kleine Pizza von Marzahn Berlin, Stefan Scheller. Vielen Dank. Nur für 2 Euro, vielen, vielen herzlichen Reiz da. Hey, die Kifke ist überfallen. Ah, wird eingeblendet, zum Glück. Oh, nee, ich habe den TT verkauft, ne? Ich muss unbedingt aufleveln mit den Autos. Ich hoffe, dass ich irgendwo ein TT herkriege. Cabrio Audi TT. Ich brauche sowas. Upp. Ja, ich brauche ein Audi TT Cabriolet. Wenn ich Glück habe, finde ich sowas drüben beim Verkäufer, ne? Bei der Dings drüben meine ich beim, ihr wisst schon. Ach, warte, ich tu mal die Rechnungen, die ich noch habe. Ist die Website? Ja, Webseiten. Dann einmal zur Rechnungsstelle und dann darf man verkaufen. Also nur 37.000, ist auf wenig. Ja, weil ich jetzt keine Autos verkauft habe die letzten Tage, ne? Immer in die Nachbarschaft, wenn ich Glück habe. Find ich das, was ich suche, was ich brauche? Wir müssen ja gefühlt hier jedes Auto kaufen. Da hinten war noch gerade ein Supra, die hätte ich noch mitnehmen können. Ich werde einfach Supra-Händler, weil so viele Supras die Nachbarschaft da verkauft. Nee, kein Audi. Ja, wäre schon cool, nur ein Audi zu holen. Hat aber halt hier niemand. Vielleicht hier den... Warte, hier ist ein Einser. Oder? Ja, top. Ich weiß, dass man den jetzt mittlerweile für einen guten Preis verscherbeln kann. Also nehme ich den mit. Die Nachbarschaft hat doch... Und schau mal, nichts kaputt. 90. What? Du spinnst doch. Bist doch 90, mach 80. Oder nee? Man hätte ich doch vorhin das Angebot von der alten Dame da angenommen. Das wäre so geil gewesen. Dieser Preis liegt unter meinen Erwartungen. Ja, der Preis von dir ist aber auch relativ hoch, Bürschchen. Ja, 75 sind okay, denke ich mir. Das heißt, wir haben neue Auto. Das ist schön. Vor allem, die können wir dann fürs Rennfahren benutzen. Das ist ein alter Fiat, den brauchen wir nicht. Hat der wirklich keiner einen Audi TT stehen als Cabrio? Nope. Kein Nachbar hat den hier stehen, das macht mich traurig. Aber ich überlege, Supra noch mitnehmen hinten. Mit ein bisschen am Glück kriegen wir die noch verscherbelt für einen guten Preis. Also wenn der Preis gut ist, nehme ich es mit. Oh, da kann man hochgehen. Das probieren wir gleich mal. Hab das fast geschafft gerade. Also die Framerate ist seit dem Update echt auf 30 FPS, habe ich das Gefühl, ne? Das Game ist sowas von laggy, das ist unglaublich. Aber es macht trotzdem so viel Spaß irgendwie, das ist ja das Komische. Ein Spiel hat zwar übelst schlechte Performance, diese Vorstellung, das sieht auch jetzt nicht so wirklich schön aus, also das ist halt... Ich muss mich ganz ehrlich sagen, von der Grafik her nicht das Schönste, aber es macht ja Spaß. Es macht wirklich Spaß, Toyota Supra für 60, nehme ich mit. Schnäppchen 55, das Ding ist weg von der Einfahrt. Ey, dann machen wir, so viel Kohle, wenn wir das dann jetzt gleich verkaufen, ne? Aber halt schade, dass keiner das Auto hier stehen hat, was ich bräuchte. Oh, das Ding hat NOS verbaut, geil. Nice. Zum Durchharzen. Aber jetzt vielleicht liegt noch hier was anderes, dann noch immer der TT, ne? Ja, Audi steht noch immer da. Das ist schade. Kann man irgendwie die Leute switchen, wenn die ein Audi TT haben, oder muss ich da wirklich bis zum nächsten Tag warten, Leute? Ich glaube, ich muss da wirklich bis zum nächsten Tag warten, bis was Neues kommt, ne? Das ist halt der Much an der ganzen Sache. Guten Tag, bitte einmal reparieren, volle Kanne, 8,40 kostet mich das. Wo ist teuer? Da ist ja richtig viel kaputt.
Ja, wir sollten anfangen, hier die Sachen zu verkaufen. Wobei, macht jetzt gar keinen Sinn, ich möchte die Rennen fahren. Stimmt, das ist, ich darf gar nicht verkaufen. Dann gehe ich die mal tunen. Ich muss die erst alle voll tunen, dass ich dann ein geiles Rennen fahren kann. Was ist da jetzt irgendwas kaputt am Auto? Nee, ne? Also laut. Nö. Das ist Fabrikfarbe, alles wie neu. Super. Aber ich lasse die Farbe, ich finde die cool. Die Farbe gefällt mir gut. So ein bisschen matt, grau-schwarz. Das ist echt geil. Da hat jemand einen guten Geschmack für den Wagen. Tiefer legen können wir den noch ein bisschen. Wobei, wir machen so ein bisschen keilförmig, oder? Aber nicht zu heftig. Nur so ein bisschen, wisst ihr? So ein bisschen anheben. Oder sollen wir den... Wir machen den so ein bisschen keilförmig hinten. Beleuchtung, der darf blau. Oh ja, das sieht nice aus. So ein bisschen... Ah, warte, die Farbe hatte ich fast. Boah, das sieht heftig aus. Vielleicht noch ein bisschen mehr in das Ganze. Hier, wir sollten schon ein bisschen mehr in das hier gehen. Ja. Ja, fühle ich. Andere Räder brauchen wir. Und zwar würde ich da irgendwas BMW-typisches nehmen. Die hier sehen doch gut aus. Oh ja. Ist denn auch mal fahren, wie schnell der fährt, ne? Der geht ganz schön ab. Der geht wirklich ganz schön ab. Stellen dann halt hier vorne hin, weil den brauchen wir vielleicht später noch. Ich glaube, so eine Fahrzeugklasse, gegen sowas könnte ich dann bald mal Rennen fahren. Das gefällt mir echt gut. Ja, irgendwie der Tankdeckel sollte da eigentlich hin, ne? Der sieht ein bisschen komisch aus. Sollte so nicht sein. So, hallo Xion, ab wann kann man deinen Server besuchen kommen? Ja, derzeit haben wir ja zu oft 2-0. Dann bin 3-0 durchstartet. Wir werden es bald mal den Trailer jetzt wirklich mal abdrehen. Wir müssen ja noch die Autos konverten. Das ist jetzt das Problem, was wir jetzt gerade ja haben, warum der Server ja geschlossen ist. Weil wir die Autos ja am Konverten sind. Und das dauert halt leider ein bisschen, ne? Es nimmt ein bisschen Zeit. So, neu lackieren. Supra, das ist jetzt die... Die wievielte Supra? Ich glaube, Supra können wir jetzt langsam mal verkaufen gehen, ne? Die könnten wir schon mal reinstellen. Weil das ist jetzt schon die dritte oder vierte, die ich mir jetzt gekauft habe. Da muss ich echt mal gucken. So, was ist, wenn ich die jetzt aber komplett weiß machen möchte? Also weiß. Ah, da muss ich das so machen. Okay. Die ein bisschen aufpolieren. Ja doch, man kann es doch weiß lackieren. Ich dachte schon, es geht gar nicht. Supra mein Weiß, auch nicht schlecht. Haben wir aber mal ein Driftkit dran. Weil wir machen ja sonst immer die anderen dran, die anderen Sachen. Weiß sieht ganz cool aus. Supra. Udrida, irgendwas. Passendes ist das hier. Dankeschön. Ja, würde ich sagen, verkaufe mal eine Supra. Ich stelle das Ding aber auch unten nochmal rein. Weil wir haben ja noch genug Platz hier unten, ne? Weil hier denke ich mir so, ein, zwei Fahrzeuge kannst du hier noch reinstellen. Wenn wir das hier so mittig hinstellen. Oder, ah nee, hier, neben dem Porsche. Da haben wir noch Platz. So. Also ich glaube, ich könnte ja auch... Ich schau mal, welche Autos ich doppelt habe. Also Supra können wir komplett verkaufen. Die zwei Stück, die verkaufen wir gleich. Die ganzen, den kann ich auch verkaufen. Rein theoretisch, den kann ich nicht verkaufen. Den Ding hier können wir verkaufen. Und oben den muss ich noch behalten in der... Also sonst muss ich alles behalten eigentlich, ne? Ja, den muss ich auch behalten. Das heißt, wir können jetzt erstmal nur... Wobei, die kann ich... Da kann ich auch einen verkaufen. Den stellen wir auch gleich rein. Mal jetzt mal ein paar Fotos. Ich tue mal die Fotos löschen. Ach komm. Fotos, wir löschen mal alles durch. Und dann verkaufen wir die Autos, die wir jetzt noch nicht doppelt haben. Und dann haben wir noch genug coole Autos, mit denen wir rennfahren können. So, der wird da also verscherbelt. Dann Supra Nummer 1. Supra Nummer 2 ist hier drüben. Ah ne, warte, hier ist nochmal der hier. Der wird verkauft. Die Supra wird verkauft und den Rari verkaufen wir. Wobei ich den blauen Ferrari fast schöner finde, als der da draußen steht, ne? Der sieht fast schöner aus. Also ich fühle die Optik viel mehr als den roten draußen. Aber egal, komm, wir verkaufen den auch.
also special aussieht. Aber wir brauchen jetzt so langsam wieder das Geld. Das Geld muss reinkommen. Auf die Website, Auto verkaufen und schauen wir gleich mal. Der Lord Mustang, der ist nicht im Büro. Wir schauen mal, was alles im Büro ist. Schade, dass da die Autos einfach nicht angezeigt werden. Lord Mustang nicht zum Verkauf. Das ist ein Schwarz. Der wird verkauft. Verkaufe das Auto des Lords für... Warte, wir haben den für 29 gekauft. 120.000 stellen wir rein. Ich glaube, wir kriegen da viel weniger für. Egal. Das Auto des Lords muss verkauft werden. Audi RR wird behalten. Den Ferrari, den verkaufen wir. Verkaufe Ferrari in Special Blue. Günstig. Also die machen das immer so, ne? Mit diesem günstig. Ich verstehe auch nicht, warum die das immer mit diesen Sternchen machen. Günstig. Für 900.000. Günstiger Preis, oder? Würde ich schon fast behaupten. Wir sind immer sehr günstig mit dabei. Das günstig unterstreicht halt nochmal. Volkswagen braucht man noch. Supra. Das ist die andere, die noch verkaufen. Genau. Verkaufe heftige Supra. Danke, Robert. Für 130. Stellen wir es rein. Porsche behalten wir. Audi S5 behalten wir. Behalten wir. BMW Coupé wird behalten. Die Supra verkaufen wir auch noch. Und jetzt das ist die günstige. Verkaufe super günstig meine geliebte Supra MK5. Für super günstig. Stell mal rein. Wir schauen einfach mal, wer sich für das Auto interessiert. Für 900 Millionen. Ist kein Tippfehler, wir wollen wirklich das Geld. Ist wirklich ein super Angebot. Und schauen wir, ob sich die Leute dann wirklich für das Auto hier mehr entscheiden. Ich meine, die hat jetzt 71.000 Kilometer gelaufen. Und die hier oben hat 56 gelaufen. Das heißt, wenn wir die hier teurer verkaufen, als die hier oben, die auch nochmal viel neuer ist, 2023er Baujahr, dann weiß ich, ich werde jedes Auto für so einen Preis reinstellen. So, fehlt noch irgendein Auto? Ich glaube nicht, ne? Nicht im Büro, das sind die, die nicht im Büro sind. Jawohl. Hä, warum haben wir Chevrolet C10, haben wir den zweimal? Ah ja, das ist der noch draußen steht. Stimmt, da verkaufe ich den älteren. Das wird schon der sein, ne? Ich hoffe, wird schon passen. Verkaufe altes, heruntergekommenes und dumm aussehendes. Ich kann nicht mehr weiterschreiben, passt schon so. Lass mal so drin stehen, wie ich schreibe. Es ist schon okay so. Das Druckfehler ist okay. Ah, das war den, den ich für 45 gekauft habe. Wo ich ja richtig abgezockt wurde. Ja, warte, müssen wir für 70 reinstellen. Da wird sicher sich jemand drum freuen, wenn ich den so einen horrenden Preis erworben habe. Der Vorbesitzer. So, gehen wir nach Hause. Und ich mache dann aber auch gleich hier die Tür nochmal auf. Jetzt, wir machen hier offen. Und vielleicht kommen dann noch später Leute und kaufen die aus, wenn wir wieder ein bisschen Kohle haben. Das, wenn wir gleich eine Auktion haben und es auch kaufen können. Wie lange streamst du noch? 50.000 Minuten. Bzw. Sekunden. Umgerechnet in die Zeitachse eines Gorillas sind das 54.034 Sozialstunden. Genau. So lange streamen wir noch. Wird heute ganz lustig. Jetzt geht's auf die Kirmes. Schönen Abend euch noch. Dann viel Spaß vorhin auf der Kirmes. Oh, der Automarkt da nochmal offen. Sag jetzt nicht, da steht schon wieder eine Supra draußen. Nein, diesmal ein Mustang, stinknormaler. Oh, was steht denn hier hinten Schönes? Das ist auch ein Mustang. Habe ich halt schon, ne? Ja, vielleicht kaufe ich mir den hier vorne, weil den vielleicht irgendeine Mutter, die mit so einem Auto fährt. Komm, nehme ich mit. Nehme ich mit, auch wenn er Totalschaden hat. 34 Schnäppchen für 25, eh? Was heißt du von 25? Bitte. Bitte, ich habe Kinder. Bitte. 25. Ne, macht sie nicht. Bitte macht 29. Bitte. Bitte, weil ich kann für meine Kinder die warme Mahlzeit nur einen Hamburger kaufen und kleine Pommes. Also wenn ich Kinder habe, kriegen die immer nur zum warmes Essen einen Hamburger und kleine Pommes.
Wichtig und richtig. So, schauen wir mal. Huch! Der hat Nitro verbaut. Viel zu schnell. Oh nee, Hilfe. Oh nein. Aber es ist ein Offroader, ne? Huch! Ah, nee. Nicht überschlagen, bitte nicht, sonst muss ich Krankenhaus-AP machen. Danke. Boah, das war ganz knapp vor. Ganz knapp vor Krankenhaus-AP. Ich bin da. Was haben wir denn da, Shanes? Was haben wir denn da? Oh, ein Charger. Oh, wie geil. Ein Chargy. Ja, den kaufe ich. Was kostet? Ein Dodge Charger. Habe ich auch noch nicht gesehen. 23 nur, Schnäppchen. Mama, 19. Warum ist der so günstig, der Dodge Charger? Ich wurde sicher gerade über den Tisch gezogen, aber sowas von. Auf zur Werkstatt. Ich habe jetzt so gekauft, was ein Charger ist. Und jetzt schaue ich, was hier der günstige ist. Das ist, glaube ich, ein Buick, oder? Oder was soll denn das sein? Was ist das nochmal für ein? Ich weiß gerade nicht, was das ist. Fuck. Ist das Buick? Ich weiß nicht. 74 will er dafür? Den haben wir nämlich dreimal heute. Dreimal dasselbe Auto. Ich nehme den günstigsten einfach. 75, okay. Das ist der schönste von allen, ne? Dann nehme ich den einfach. Nehme ich das Schnäppchen mich mit für 65. Nee, 68. Da müsste er ja sagen, oder? Das ist ein guter Preis, 68k. Ja, das war ein guter Preis. Und ab mit dir. Ich wurde sicher abgezogen. Oh, ich lebe hier ab. Weil mit dir brauche ich noch einen Unfall, das weiß ich schon. Hier fahre ich in den nächsten Laden, so ab ins Büro. Oh ja. Gibt es einen Aventador? Wenn ja, kauf den. Ich glaube, es gibt einen. Müsste ich schauen. Ah, der ist aber komplett, das ist total schon auch wieder, ne? Aber wisst ihr was, wir gehen erstmal die Autos hier reparieren und dann machen wir das so, dass wir schauen, ob wir ein Rennen fahren können. Der Charger gehört auf jeden Fall gerichtet, das weiß ich. Der ist komplett total schon und der hier ist... Ah ne, der ist wirklich wie neu. Da muss ich auch nicht mal was nachlackieren an der Hütte. Der ist halt wirklich wie neu, der Wagen. Den habe ich richtig gut gekauft. Den habe ich wirklich sehr gut gekauft. Aber ich habe ja drüben offen, ne? Hoppala. Da werden sich die Leute wieder beschweren. Der darf tief. Beleuchtung. Ich lasse den einfach so. Ist doch cool. Ohne Beschädigung einfach so lassen. Und hinten kein Kennzeichen. Super. Oh, da sind viele Leute. Upsala. Tut mir sehr leid, wir haben geöffnet, aber ich war halt nicht da. Es tut mir wirklich leid, die Damen und Herren. Wissen Sie, ich hatte nämlich Besseres zu tun. Schauen wir erstmal, was die Leute sich da interessieren für die Supra da. Schauen wir mal. Für 900.000, genau, möchte ich haben. 94, das ist sogar gut, ne? Ich habe die gekauft für 55. Warte, der will 94. Was willst du ausgeben für eine Kiste? 93. Okay. Und die Dame hier? Vielleicht 100? 83, ja, du kannst nicht bleiben. Na, der beste Preis ist weg. Der beste Preis ist weg. Das muss ich aber schnell machen, dass sie nicht weg, dass sie mir nicht wegrennt hier. Mach mal hier, was ist mit 105.000? Ist das voll okay für dich? Und weg ist das Ding, 105.000. Ich habe das Doppelte fast bekommen. Schauen wir mal. Also wir dürfen uns merken, 105.000 habe ich für den bekommen. Und das ist das ältere Modell. Ich schaue, was ich hinten bekomme für den, den ich für weniger Geld reingestellt habe. Weil die denken so, 900 Millionen, ja, ich gebe dir einfach 105, das passt schon. Oh nee, es laggt. Ah. Bruder, ich habe dir für 300 gekauft, du willst mir für 4? Nee, das mache ich nicht. Vielleicht jemand mit reichen Eltern hier. 3,59 nur, uiuiui. Ich glaube, ich habe den viel... Ah, das ist so ein kleiner Junge, der gibt sicher viel bei Papas Money, ne? Ja, siehste, Papas Money, der will über 400. Und was will der hier? Unser kleiner Knödel, der möchte den haben für 413. Das ist das eh am gescheitersten bei dem hier. Oder was hat der vorhin gesagt? 439 ist der noch am besten, ne? Machen wir 520. Ja, geh nach Hause, ist ja okay. Geh weg. 520, was hast du davon?
Ich dachte, wir kriegen mehr für den. Was ist mit 480.000? Ich glaube, das ist auch noch akzeptabel. Akzeptablö, natürlich. Akzeptablö. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir den hier verkauft bekommen. 130. 92, wir kriegen doch mehr für den. Ich habe den für 105, dann mache ich den hier für 120, probiere ich mal. Ach komm, dann geh halt nach Hause, hätte gerade ein gutes Angebot gemacht und der geht einfach. Schauen wir mal da nach draußen. Die wollen sich den... Warte, welchen Wagen gucken sie sich an? Ach, der ist ja auch for sale, habe ich ja vergessen. Upala. Habe ich ja vergessen. Der ist nachlackiert, ups. Da kriege ich jetzt weniger, ne? 297. Vorher vergessen, den noch verkaufe, ne? Alter, wirklich? Nee, warte, dann gehe ich aber zu dem anderen da nach hinten und verkaufe für 300. Hat er gesagt, hier 297 Schnäppchen für 330. Was sagst du denn zu 330? Das ist, glaube ich, ein gutes... Nein, nicht für 33! Nein! Nein, 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 nicht zufrieden! Ich hab ihn vertippt. Dass man da nicht mehr zurückgehen kann, triggert mich. Ich muss doppelt und dreifach hier checken. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab gerade über 300.000 Dollar in den Sand gesetzt, weil ich mich einmal vertippt habe. Den habe ich für 45 gekauft. Da habe ich mich auch vertippt. Ist es irgendwie Karma, dass beide Autos vertippte Autos sind? Ist das irgendwie Karma, dass die nebeneinander stehen müssen? Und die alte Frau da hinten, mit der kann ich gar nicht reden, weil die da... Sag mal, ach komm, ja, geh einfach weg, weißt du, einfach geh. Geh einfach, weiß nicht, geh, weiß nicht, wohin. Ach, das ist wieder so typisch, Alter. Ja, komm, den kann ich nicht für mehr verkaufen, so 12, 5, dann ist er weg. Der Preis stört dich. Ja, dann nimm, weißt du was? Ich will gleich 10, 3, nimm ihn für 10 und verschwind einfach. Verpiss dich von meinem Grundstück. Einfach, dass das Ding weg ist. Bin ich eh schon pisst, weil ich 300.000 in Sand gesetzt habe. Wie kann ich so blöd sein, ey? So möchte irgendwer... Ah, da hinten ist ja noch der... der wird doch verscherbelt, ne? Hallo? Ja, bitte, kaufen Sie, kaufen Sie. 51? Das ist ja... Ist ja nicht mehr wert, das 51? Bitte sagt, der kostet ein bisschen mehr. Ich habe für 120 reingestellt. 52. Weißt du was? Nimm ihn für 70 und das Ding ist weg. 70. Dann machen wir mal 65. Komm, das ist jetzt wirklich Top-Angebot. 65k. Okay, pass auf. Letzte Angebot, 61.000, dann gehört's dir. 61.000. Wirklich letzte Preis jetzt, du. Letzte Preis. Vielen Dank. Ist er einverstanden. Super. Möchte irgendwer die Dame, möchte die Supra haben? Ja, bitte. 130 ist sie drin. Wenn du 92 machst, ist okay. 95. Ja gut, dann die können wir hochtreiben. 125.000. Die treiben wir hoch, die hat Geld, die Dame. Die hat richtig Kohlen. Man mag sie nicht, dann machen wir 120.000. Ich sehe es an der Brille, dass die Kohlen zu Hause hat. Ich habe gerade ein Verlustgeschäft gemacht von 300.000. Da müssen sie jetzt... Warten Sie mal kurz, der Herr da hinten sieht sehr reich aus, da muss ich auch mal fragen. Die Frau da hinten einfach stehen lassen. 96, das ist schon mal das Bessere. Schauen wir mal, ob er den für 125 nimmt. Wenn wir Glück haben, nimmt er den für 125. Dieser Preis stört mich. Wie? 120? Komm, bitte. Ich brauche ein bisschen Kohle. Bitte. Ich hab vorhin ein Auto versemmelt. Nee, der möchte auch nicht. Vielleicht können wir die Dame hier komplett abzocken. Sie ist zwar ein bisschen älter, aber vielleicht. Na, du gehst nach Hause. Du kannst nach Hause gehen. Warte, ich probiere nochmal hier. Die alte Dame da hinten, die hat sicher auch kein Geld. Jetzt komm. Ich mache jetzt Folgendes. Guter Preis. Pass auf. Schnäppchen. 110.000. Letzte Angebot. Letzte Angebot heute. Sonst du gehst raus aus Laden, okay? Super. 100 Autos haben wir schon verkauft. Jawohl. 100 Autos erfolgreich verkauft. Tipptopp. Dann schauen wir nochmal rüber, was jetzt hier drüben ist, weil wir haben jetzt keine Autos mehr. Ich habe nur noch 1,3 Millionen. Och nö. Hätte ich nur den Wagen für 300k verkauft und nicht für 33.000? Hätte ich jetzt ein bisschen Kohlen. Hui. Was stehen da für Autos? Ich hoffe irgendwas, was... Schon wieder der hier. Muss ich wirklich diesen selben Wagen jetzt kaufen? Ich krieg den doch nirgends. Was ist das für einer? Hab ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen, das Auto. Vielleicht noch im Automarkt irgendwo.
Das ist halt der, das ist natürlich Krütze, dass ich diese Autos hier kaufen muss. Dass ich gegen dieses Rennen fahren kann. Das ist wirklich die allerletzte Krütze. Oh ne, ich steck schon wieder. Charger circa 36.000. Der Bug circa 120. Das ist ja mal mega. Ich glaube, ich wurde beim Charger gar nicht so abgezockt dann. So. Ja, wurde ich ja gar nicht so heftig abgezockt, wie gedacht. So, aber den muss halt mir bitte hochfahren. Der ist nämlich auch komplett kaputt. Der ist Totalschaden. Genau. Und der ist fertig, ne? Unser. Ich glaube, ich lasse den sogar so. Oder wir machen den. Machen daraus ein richtiges Polizeiauto. Wir könnten daraus einen richtigen Kopfwagen machen. Wenn wir den schwarz lackieren und so. Oh. Das Rennset hat er schon drin. Nee, komm, der muss tief. Beleuchtung, wenn wir die blau machen. Und hinten Police. Da sind so heftige Räder drauf. Das ist doch schon so ein bisschen ein PD-Auto. Oh, 5000 kosten die, ja, Menno. War schon ganz schön teuer. Und jetzt noch, wobei grau wäre cool. So dunkelgrau lackieren. Ein bisschen Zivilpolizei. Das ist dunkelgrau. Haben Sie dunkelgrau, bitte, der Herr? Haben Sie dunkelgrau? So in etwa, ne? Will noch ein bisschen auflackieren. Ja. Das komplette Ergebnis sehen wir dann erst, wenn es geputzt ist, das Ding. Aber gefällt mir schon ganz gut. Gefällt mir schon ganz gut. Ja, super. Nächster Tag beginnt. So viele Autos und noch immer nicht so viel verkauft. Die Nachbarschaft. Danke, den Panzerfahrer für 2 Euro. Schön, Dankeschön. Habe ich jetzt das gelesen. Sorry. Ja, verdientes Geld. 7,99 ist schon okay. Ist, ich meine, ich hatte halt 1 Million machen können, aber ich habe es halt verkackt. Und die Auktion ist heute geöffnet. Vielleicht ist da unser GTR heute drin. Oder vielleicht heute in der Nachbarschaft, auf ganz entspannt. Ich muss einfach gefühlt jedes Auto in der Nachbarschaft kaufen, damit ich einfach ein Rennen mitfahren kann. Das ist so traurig. Soll ich den einmal so just for fun kaufen? Ich glaube, ich mache das einmal. Ich kaufe jetzt einmal jedes Auto, was ich noch nicht habe, damit ich einfach dann ein Rennen fahren kann. Wisst ihr, was ich meine? Einfach nur deshalb. Wegen nichts anderem. Einfach, dass ich das dann zu Hause stehen habe. Und ich einfach diese Rennen fahren kann, ohne dass mir irgendwie aufs Bein pisst. Dass ich dann jedes Auto doppelt habe, ist zwar voll eigentlich uncool, weil ich möchte nicht jedes Auto doppelt haben. Aber was soll ich denn machen? Jedes Mal, wenn ich ein Rennen fahren möchte, habe ich das Auto nicht. Schau mal, der hier stand auch mal dort, ne? Und den habe ich mir letztes Mal überlegt, ob ich den mir holen soll. In Santa Fe. Das kaufe ich mir dann halt auch, ne? Für ein Schnäppchen für 30.000. Sollte passen. Vielen Dank für diese tolle Investition. Ja, das ist super. Kleppen auch ab. So, den weiß ich, habe ich jetzt schon gekauft, den Wagen, ne? Ja, habe ich gerade gekauft. Glaube ich halt. Einfach jedes Auto aufkaufen, was wir noch nicht haben. Dann klappt das schon irgendwann mit dem Rennfahren. Wobei, da hinten ist noch ein Focus oder so. Ne, das ist kein Focus. Das ist ein Fiat, glaube ich. Gut, dann habe ich jetzt nochmal 2 Autos gekauft. Das Auktion startet um 2. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Fahren wir mal zum Geschäft. Weil der Chef ist vor dem Chef im Geschäft. Ah, die können wir eh schon direkt reinfahren, ne? Der ist ja eh broken. Ne, du kommst zum Dings rüber. Yes. Vielleicht mal Motor abstellen wäre ganz cool. Das wäre einfach ganz nice. So, machst du den wieder schön. Ach, der ist gar nicht kaputt. Der ist auch nicht kaputt? Was? Ich habe gedacht, die sind kaputt beide. Okay. Sind sie anscheinend nicht. Dann tue ich sie nur tunen. Weil lackieren werde ich sie jetzt nicht unbedingt. Das ist mir so davon egal. Hauptsache, ich habe ein Auto zum Rennen fahren. So, Rennset, Turbo, zack, zack. Mal Tieferlegung reinballern. Ja, Rest können wir so lassen. Oh, ich habe die Warnblinker angemacht. Mache ich das denn wieder? Mit F?
Hab ich den gerade angemacht? Egal. Das passt schon. Immerhin sieht das Autohaus jetzt wirklich wie ein echtes Autohaus aus. Der einzig positive Aspekt daran, jetzt Auto zu kaufen. Und da machen wir jetzt den Motor mal aus. Oder wisst ihr was? Wir schauen mal, was drüben jetzt für ein Auto zum Rennfahren steht. Das machen wir jetzt erstmal. Damit ich jetzt steht sicher wieder ein Auto da drüben, was ich nicht habe. Wette ich was mit euch. Nicht überschlagen. Kein Krankenhaus-RP. Hilfe! Hilfe! Hä? Warum fahr... Ah! Ah, schön. Der hätte mich aufgehalten, sicherlich. So, jetzt ist sicher da so ein... wieder so ein Drecksauto da vorne. Hundertprozentig. Ja, natürlich! Den habe ich wieder nicht. Ist wieder so ein Drecksauto, was keine Sau hat. Guck mal die Autos an. Das sind wieder so Autos, die habe ich nicht. Meine Güte, kriegt mich das gerade auf. Ich habe fast jedes Auto in der Garage, nur wieder die Autos, die die haben, habe ich nicht. Das regt mich so hart auf. Und die Auktion öffnet gleich. Ja, jetzt steckt mal wieder da. Ist okay, steck gerne rum. Das Auto wurde beschädigt, plus 5, ist doch schön. Und stecken darfst du auch da hinten. Oh, ich glaube das Auto... Oh, nee! Oh, nee! Oh, nein! Nein, nicht! Ich glaube, der ist stecken geblieben, ne? Der Motor. Egal, ich hole ihn später. Ist ja die Auktion bald. Ist ja bald die Auktion. Ich schaue nochmal zur Nachbarschaft. Vielleicht finde ich dann so ein Auto zum Fahren. Wenn ich Glück habe, steht da so einer. Wenn nicht, dann... dann war es das für mich. Ich glaube, hier steht wirklich keiner, ne? Ne, das ist auch nicht, habe ich vorher angeguckt. Das ist auch nicht. Aber hier hinten war ich heute noch nicht. Bisschen Glück vielleicht? Den habe ich auch noch nicht zu Hause, ne? Den habe ich ja alle noch nicht. Warte. Den habe ich auch schon mal gesehen beim Rennfahren. Auch schon mal gesehen, ne? Aber, ey, das ist halt wieder so... Ah, da hinten ist einer! Mit dem kann ich ein Rennen fahren. Das ist er. Ja, oder? Ist er das? Nee, das ist er nicht. Nee, der sieht nur so ähnlich aus. Och, nö. Das andere ist nämlich ein Chevy, ist das? Ein Chevrolet. Okay, ich muss rüber. Das ist gleich die... Ich habe jetzt bei der Auktion gar nicht geguckt, was hinten drin ist, ne? Dann muss ich so schnell, wie es möglich ist, da drüber kommen. Ah, da ist einer. Das ist er. Den brauchen wir. Schnell kaufen. Das ist genau der Honda, ja, Honda CX. Kaufen für, jetzt aber schnell, 9000 und das Ding ist gerallt. Dass wir einfach das Rennen fahren können. Super, danke. Es geht also doch, man muss nur gucken. Und tun muss ich dann halt auch noch schnell. Aber ich habe ja bis 2 Zeit, ne? Ja, dann machen wir das Tuning für das Auto schnell. Boah, ist das langsam. Also wir tunen den. Dann machen wir die Auktion, die ist um 2, die ist jetzt bald, und dann fahren wir das Rennen. Oh, zum Glück wenigstens ein Auto gefunden. Oh, der fährt sich so schlecht. Brauche ich, glaube ich, gar nicht reparieren, oder? Hauptsache das Ding ist getuned. Renset, kein ESP, kein gar nichts. Beleuchtung passt. Und Räder passen schon so. Super, fertig ist er. Unser Wagen. Oh ne, beschädigt. Naja. Einer muss es ja kaputt machen. Stellen wir uns da hin. Ja, moin. Mein Auto ist halt immer an da hinten. Das hört nicht mehr auf. Oh, was ist das für ein Auto? Ich sehe es nicht. Ah, wieder super. So, die stelle ich nochmal nach hinten. Ich lasse aber da stehen. Ja, Supra kann ich wieder mitbieten. Ah, ich habe kein Ticket. Upsi. Upsi pupsi. Sorry. 47.
Kann ich euch für 100 verkaufen, ne? Also ich spiele da mal mit, das ist noch okay. Bis jemand kaputt. 946 Pfund. Wenn wir die für 50 kriegen, ist das ein super Angebot. Also aktuelles Gebot 64.000. Für 100, für 150 habe ich die, glaube ich, verkauft, ne? Ja, die letzte. Passt schon lieber mit. Hm. Da biete ich jetzt nicht mit. Warte mal, lass mal kurz gucken, ob da hinten was Schönes steht, weil wenn ich da jetzt eh nichts Schönes finde, kann ich jedes Rennen mitfahren. Achso, nee, muss ich sowieso warten, aber egal, ich schau mal, was hinten drin ist. Aber nicht, dass ich da jetzt irgendwie... Da können wir, glaube ich, mitbieten. Und... Oh nee, schon wieder nur Schmutz, Alter. Ja, Schmutzkarre. Eine Schmutzkarre und einmal den, den ich vorhin für viel zu wenig Geld verkauft habe. Da kann ich aber nochmal mitbieten. Auf entspannt dann die dritte Runde. Ah ne, die vierte, die letzte. Jolin, machst du schneller, bitte. Jolin, wer sind hier die Jolin? Ja, den muss ich gar nicht mitbieten, den haben wir ja. Super günstig geschossen, ja. Kann man nicht sagen. Ja, lecko mio della Popo, jetzt mach das mal fest, das Ding kostet ja nichts. Jetzt hau doch mal 10er rein, 10.000. Aber da kann ich doch mal mitbieten. Da biete ich mit. Die ich vorhin für 33.000 verkauft habe. Bin sehr stolz drauf. Dabei habe ich den so günstig bekommen, den Wagen, ne? Den habe ich für unter 150, glaube ich, bekommen. Da habe ich so einen fetten Gewinn mitgemacht. Und jetzt schauen wir, jetzt kriege ich den hier für 200 aufwärts. Meine Güte, habe ich da ins Klo gegriffen. Ja, man muss halt aufpassen, wenn man sich verschreibt, ne? Weil man kann es im Spiel nicht zurückziehen. Jetzt sind wir schon mal 204. Jetzt leckt das Spiel wieder. Ich liebe es. Freddy, keine Show. Danke für 25 Monate die Mitgliedschaft. Hallo, ihr Lieben. Hallo, meine Lieben. Ich bin's wieder. Ich biete trotzdem mit. Wenn ich 100.000 rauskriege, ist das okay. Ist viel zu teuer, das Ding mittlerweile. 2.16. Weißt du was? Ich mache so Zeit. Und jetzt gehört er mir, oder? Super. Habe ich ein bisschen extra bezahlt, dass das hier schneller vorangeht. Weil ich habe keinen Bock, hier eine Stunde zu warten. So, wo ist denn der Wagen? Ah, da ist er. Ist der eigentlich kaputt? Nee, gar nicht. Dann verkaufe den einfach. Stell dich rein, wird verkauft, muss ich nichts dran machen. Supra machen wir das. Wobei Supra ist kaputt, ne? Die hat einen leichten Schaden. Die kommt dann in die Garage. Und jetzt schauen wir, dass wir das blöde Rennen da endlich fahren können, weil. Triggert mich ja hart, wenn wir kein Rennen fahren können. Na, Vollgas. Ab geht die Luzi. Upp. Den stelle ich aber noch schnell rein. Weil da muss ich ja nichts mehr machen. Der wird einfach so, wie er ist, verkauft. So, stell mal. Ach, kein Bock, den so richtig hinzustellen. Ich pack den einfach so ein. Einfach zu faul dafür. Einfach zu faul. Ich lasse den da stehen. So, und jetzt fahren wir das Rennen. Endlich. Endlich. Und wenn jetzt ein anderes Auto dasteht, dann raste ich aus. Ich bin jetzt voll getuned. Mehr geht nicht. Tank ist halb leer, das ist auch gut. Je weniger Sprit, desto besser ist es. Oh ja, jetzt bin ich schon da. Guck mal. Endlich, sogar selbe Farbe mal drin. Dann machen wir mal. Dirt nur ABS Drift Kit. Und Ding drin, ich habe natürlich das bessere Setup, also zieh ich dich ab. Wette, nee, ich will gegen das. Hallo, ich habe das Auto da stehen. Wette ist Auto, ja. Ab geht's. Ich mache nur Wette ist Auto, auch wenn das Auto nichts wert ist. Aber ich ziehe das Auto jetzt aus der Hossen raus. Aus der Hoschentasse. Ihre Wette wird beim Verlassen des Rennen verfällt. Ich liebe dieses Deutsch in diesem Spiel. Habe ich schon gesagt, dass das Spiel super toll ist? Das habe ich schon erwähnt. Jetzt zieh mal die richtig ab, jetzt wird die Unterhosen auszogen. Ist halt exakt dasselbe Auto, ne? Ist meiner halt schneller. Also ist auf jeden Fall. Ich will nur gucken, wie ich das mache.
Ich muss vorfahren, Rückwärtsgang einlegen. Ich muss bis zur Ziellinie vor. Ja, irgendwas stimmt mit meinem Auto nicht. So, dann Retour. Oh ne. Oh ne. Warum fährst du nicht? Warum ist er kaputt? Hä? Ich kann nicht. Der ist kaputt. Der fährt nicht. Der ist kaputt. Leute, ich kann nicht fahren, damit er ist kaputt. Seht ihr das? Jetzt geht's. Hauptsache vorhin, wie ich damit gefahren bin, ging er noch. Er ist kaputt. Der ist kaputt gewesen. Ja, super, Auto ist weg. Ja gut, hat mir eh nichts gekostet, aber trotzdem. Ja, ich konnte 26 km/h damit fahren. Nur zur Info, ich hab geschalten. Ich hab bis zum 5. hoch. Er ist kaputt gegangen. Das Getriebe war kaputt. Leute, ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ich hab geschalten. Ich schwöre, ich hab den ersten, den zweiten, den dritten. Das Getriebe ist durchgedingst. Ich glaube, der war kaputt. Irgendwas hat da nicht gepasst. Hä? Also entweder, das ist das Spiel, weil ich den nicht repariert habe. Ich habe den nämlich nicht repariert in der Garage. Entweder das oder irgendwas war kaputt. Du musst Escape drücken. Vor dem Rennen ist ein Bug. Super. Habe ich euch doch gesagt, das ist ein tolles Spiel, oder? Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel richtig geil ist? Ich muss Escape drücken. Oh, guck mal hier. Ja, immerhin ist er jetzt mal ein richtiger, den ich hier hops nehmen kann. Warte, da mache ich aber jetzt aber mit. Zum Glück war das nur ein Auto, was nichts gekostet hat. Das hat mich 5000, was hat mir das gekostet, ne? Gar nichts. Also es war ein Bug, super. Ich habe geschaltet, Leute, ich habe wirklich hochgeschalten. Da werde ich es gleich aber nochmal ausprobieren, bevor ich, also Escape drücken und dann geht's. Super. Tolles Spiel, ich liebe es. Habe ich schon gesagt, dass das Spiel super toll ist und es keine Bugs gibt? Niemals mit einem kaputten Autofahren, du Held. Ja, schön, es war aber ein Bug. Es gibt anscheinend kein... Ich habe noch kein einziges Mal einen Motorschaden im Spiel gehabt, also macht gar keinen Sinn. Also anscheinend ist es ein Bug im Spiel, mit Escape muss ich dann drücken. Danke an den Chat, der mir hilft, dass ich die Bugs in dem Spiel beheben kann. Ah ne, es ist kein Bug, es ist ein Feature. Sorry, habe ich vergessen. Das ist ein Feature, das ist gar kein Bug gewesen. Das ist alles nur ein Feature. So, aber da mache ich jetzt aber so, dass ich nicht verlieren darf. Aber der ist ja eh komplett repariert. Der ist auch komplett getuned. Und da werde ich jetzt vorm Rennen, werde ich nochmal probieren, vor dem Rennen werde ich probieren, Escape zu drücken, dass das nicht nochmal passiert. Aber das ist ja wirklich, wirklich ganz toll ist das. Das macht ja richtig Spaß und Laune, so spielen. So. Wettes Auto, fahre ich mit. Meiner ist ja viel besser. Der so wie letztes Mal. Weird Checking, jetzt aber. Du sollst anrollen. Das wollte ich ja machen, aber es ging halt nicht. Das ist, ich schaue jetzt nochmal, ob ich denselben Bug nochmal habe. Wenn ja, ist das ziemlich blöd, weil das Auto echt geil ist. Jetzt mal Escape gedrückt. Ich habe nämlich vorhin wirklich, Leute, ich habe hochgeschalten bis zum 5. Gang und das Ding ist durchgedreht. Ich konnte nichts machen. Es ist legitim so. Ich schwöre auf alles. Hier ist jetzt normal, weil davor beim Vorfahren war das Problem schon. So, jetzt Retourgang einlegen. Jetzt schon mal anrollen kann ich. Ein bisschen angerollt, wisst ihr? Ja, easy. Und das Auto ist gewonnen. Immerhin habe ich jetzt mal gewonnen, aber jetzt hat es funktioniert. Jetzt konnte ich den Gang normal schalten. Das konnte ich davor. Und ich habe schon beim Rückwärtsfahren hat er durchgedreht. Ganz komisch, der andere Wagen. Also ich weiß nicht, das muss ein Bug gewesen sein. Nee, Entschuldigung, Feature. Vergessen. Ich habe jetzt ein bisschen angerollt. Habt ihr gemerkt? Da habe ich ein bisschen Vorteil. Und easy. Auto gewonnen. Auto gerippt. Oh ja. Oh ja. Das Ding gehört jetzt mir. Jetzt habe ich zwei Stück davon. Alter, ist das kaputt oder ist das einfach nur rostig? Ich lass mal abschleppen. Mal gucken. Das ist wie neu? Nur 5000 Kilometer.
Also meiner hat 40.000. Ich habe Neuwagen bekommen. Boah, Alter. Der ist ja ganz schön was wert im Preisel. Geht doch. Ja, immerhin nur das Auto verloren, was wo es mir egal war. Das ist das einzig Wahre. Zum Glück. Der geht aber ganz schön. Der geht wirklich ganz schön. Jetzt könnten wir den einen verkaufen. Ich würde sogar sagen, ich verkaufe den mit mehr Kilometern. Und baue den anderen mit Tuning um. Oder. Ne, wobei, den mit mehr Kilometern soll ich eher lassen. Ne? Das ist gescheiter. Dann war da Feischen vorne hin. So, meine Autosammlung ist hier. Aber so macht man ja easy money. Einfach Autos um im Rennen gewinnen. Schon mal zum Tuner rein. So, steht drin, siehst du, haben wir auch schon. Hammer gedribbelt das Ganze. Ich hoffe, dass wir vielleicht jetzt morgen mal den GTR finden. Vielleicht. Ich würde ja irgendwie das cool finden, wenn man ein Rennen fahren kann. Habt ihr nicht gesagt, gegen ein Auto, was gleich auf ist, habt ihr gesagt, geht auch, ne? Weil das wäre vielleicht eine Idee, wenn wir diesen einen schnellen Wagen da haben, gegen den GTR fahren, ob wir den da auch gewinnen könnten. Wenn es gleiche Fahrzeugklasse ist. Weil mir haben Leute gesagt, gleiche Fahrzeugklasse kannst du auch die Autos gewinnen. Hast du einen Ferrari im Game? Ja, habe ich. In Rari haben wir schon lange. Auktion ist heute geöffnet. Oh, geil. So, ich kaufe auch mal den hier. Weil der war, glaube ich, vorhin auch in der... Ach, ich kaufe einfach jedes Auto. Ist mir so egal. Wobei, ich brauche für die Auktion noch ein bisschen Geld, ne? Da jetzt ein GTR oder sowas kommt. Und ich kann mir nicht leisten, wäre das schon traurig irgendwie. Das wäre wirklich sad. Sad Story. Immer dieses, du hast viel, ja. Hauptsache, ich habe das Auto. Mir kommt vor, je mehr Autos ich mir kaufe, desto mehr leckt das Game. Ich glaube nämlich, die despawnen die Autos nicht richtig hinten. Das ist ganz schlimm. Ja gut, reicht schon mal. Ich habe jetzt eine schöne Flotte an Autos. Das ist okay. Komm mal zurück, so. Hat Automarkt offen? Nee. Wäre mal cool, wenn der Automarkt offen hätte und Auktion wäre. Das wäre mal sehr cool. Das würde ich mal sehr befürworten. Um 4 erst. 4 PM. Das einbauen. Der hat ja gar nichts verbaut gehabt, der Wagen. Krass. Der hat aber auch keinen Schaden oder so. Er ist nur ein bisschen rostig irgendwie. Oder halt verdreckt, unter Anführungsstrichen. Das heißt, den können wir verkaufen für... wenig Geld. Weil den habe ich ja jetzt doppelt, ne? Dann stelle ich den aber so ins Internet. So stellen wir den rein. Hallo? Auf die Kamera klicken? Macht er nicht. Dann stellen wir den halt so rein. Irgendwie geht mein Tablet nicht mehr. Ah, jetzt. Ah, super Foto, nehmen wir. So stellen wir den jetzt rein ins Internet. BMW Coupé. Dodge Charger mit 49.000. Ne, der hier. Mit 5000 Kilometer nur. Da ist das Bild. Verkaufe rostigen Charger, ja. Kosten standen 1050, ich stelle ihn rein für 250.000. Ich weiß, der ist halt viel weniger wert, aber ist mir Lade. Und jetzt müssen wir noch den... Wo ist er denn? Den hier verkaufen wir noch, ne? Bei denen habe ich ja auch doppelt und dreifach. Hm. Ein schönes Foto vom Heck. Passt schon. Ich hoffe, er putzt das Auto hier vor, sonst muss ich das selber putzen. Oh, da war er doch. Abart. Abart, wo ist er denn? Also, für... Ja, 400.000 Stechen rein. So. Verkauf. Ja, passt. Subi. Wenn man die Auto verkauft, den muss ich noch behalten. Und den kann ich schon mal ein bisschen sauber machen, weil der ist, Alter, das ist halt wirklich schlimm. Das ist ja wirklich schlimm dreckig in so anderen Autos. Aber finde ich gut, weil bei den anderen Autos siehst du manchmal nicht, ob sie dreckig sind so ganz. Bei dem siehst du direkt, dass der dreckig ist und wo du noch putzen musst. Guck mal, bei dem weißt du nicht genau, wo musst du noch putzen.
Ist schon ganz cool dann. So. Fahren wir mal rüber, vielleicht haben wir noch ein Rennen. Oder ich muss erstmal. Ne, ich muss ja erstmal reparieren gehen, upala. Ich muss ja reparieren gehen, die Autos. Oder rausholen. Ich glaube, die sind schon repariert, die beiden. Ist der repariert? Der ist repariert und ich stecke schon wieder fest. Sie haben Skillpoint, die muss ich einsetzen, sehr gerne. Ich komme wieder nicht rüber, das freut mich sehr. Ah, das Büro ist geschlossen, muss noch aufmachen. Upsala. Der muss repariert werden. So, der muss auch noch voll getuned werden. Dass wir immer ein Rennen haben, da auch Vollgas geben können. Mal bitte schön machen. Passt schon so. Kann man so lassen. Alter, der hat ja vor ein Loch drin. Ja moin, da ist einfach ein Loch drin, wo das Logo sein sollte. Geil. Das ist ja mal mega. Richtig top gemacht. Der wird auch mal getuned. Genau, volle Ausstattung. Sogar so lassen. Das sind halt alles Autos, mit denen wir einmal ein Rennen fahren müssen und dann hat sich's erledigt. Ist vielleicht eh besser, wenn man die Autos draußen hinstellt, dass ich weiß, welche ich noch für Rennen brauche. Jetzt habe ich wieder eine doppelte Supra. Ah ja, die habe ich ja gekauft. Upala, da war ja was. Ist jetzt schon, habe ich die repariert? Nee, ne? Nee, die muss noch zur Reparatur. Ich habe so viele Supras. Jedes Mal eine neue Supra bei mir zu Hause. So, bitte machen Sie schön. Skillpunkte, soll ich denn updaten? Vielleicht das hier? Zeigt, du weißt, was. Das ist super. Das schalte ich jetzt. Endlich habe ich das mal freigeschalten. Das wollte ich schon die ganze Zeit freischalten. Dass wir ja sehen können, was der Maximalpreis eines Autos ist, wenn ich ihn verkaufen möchte. Dann kann ich jetzt mal kurz gucken, wenn ich jetzt die Supra verkaufen möchte, ne? Und ich gehe auf Info. Kostet standen, aber da sehe ich jetzt nichts. Oder ist das beim Online-Ding, kann es sein, ne? Ich online gucke. Na egal. Wir schauen mal rüber. Wir schauen mal rüber, ob da ein Rennen zu fahren ist. Aber jetzt ist dann gleich die Dings drüben. Hui! Oh, oi! Hilfe! Hilfe! Krankenhaus-AP! Ist das ein GTR? Ist das ein. Da steht ein GTR! Da steht ein GTR! Da steht ein GTR, Jungs! Warte, kann ich gegen Auto fahren als Wette? Oh, bitte sag, ich kann gegen Auto fahren als Wette. Ey Leute, kann mir jemand sagen, ob ich irgendwie ein Auto kriegen kann, wo ich gegen den GTR fahren kann? Also jemand hat gemeint mit Klasse, selbe Klasse, geht das? Weil der hat einfach GTR, Leute. Der hat GTR stehen. Wenn ich die gleiche Fahrzeugklasse habe, vielleicht kriege ich das hin. Könntet ihr mir sagen, ob ich ein Auto habe? Ich habe diesen Ferrari. Kann ich gegen den fahren? Ich schaue sonst mal... Ich schaue jetzt mal, ob hier ein GTR drin ist. Wenn wir Glück haben, ist da einer drin und ich kann gegen den fahren. Nee, kein GTR. Kein GTR. Schmutz. Da war auch Schmutz drin, ne? Schmutz. Schmutz. R8. Oh, ich brauche den R8. Der ist heavy. Mini-Mazda. Nee, nur GTR. Nur mit einem GTR. Das heißt, ich kann nur GTR mit GTR. Dann bekommst du. Also, es stimmt nicht mit derselben Fahrzeugklasse. Weil jemand hat mir letztes Mal geschrieben, ich brauche die. Auch nur dieselbe Fahrzeugklasse. Das ist natürlich kacki, ist das dann. Weil so komme ich ja gar nicht an das Auto ran. Aber ich probiere mal mit dem Ferrari vielleicht. Weil mir letztes Mal jemand geschrieben hat, gleiche Fahrzeugklasse geht aber auch. Wenn es nicht stimmt, wäre das aber jetzt echt blöd. Weil ich sag mal, ein GTR ist mit so einem Ferrari, ja, PS-technisch vielleicht gleich auf, wenn der nicht getuned ist unbedingt. Ah, schau mal, zum Glück habe ich den gekauft, den Wagen da vorne. Ich schau mal, ob das vielleicht hinhaut. Nee, das geht halt wirklich nicht.
Mann, Alter, ist das blöd. Aber ich komme da auch nicht ran. Nee, nur GTR. Ich muss an einen GTR rankommen. Es geht ja nicht anders. Ich muss rankommen an so ein Ding. Sonst kann ich kein Rennen dagegen fahren. Aber endlich habe ich hier mal in Real Life gesehen hier. Also in Real Life. In freier Wildbahn, meine ich. Oh, das wäre so geil. Ist Rechtslenker sogar. Ui. Schnieke. Ich suche den ganzen Tag danach. Sie gehen mir so dermaßen auf den Sack, dass sie gegen mich nicht rennen fahren wollen. Da hat er Angst, da hat er Schiss. Ein Ferrari sogar. Kleines Stück. Mazda geht auch. Du musst ganz fest schlafen, bis du ein Auto in der Auktion findest. Das heißt, ich muss jedes Mal einfach Auktion chillen und hoffen, dass da einer drin ist, ne? So, 4. Oh, es fängt schon an. Ich will ja mitbieten beim R8 eigentlich. Da kann ich mich so safe Geld machen. Upa. Uiuiui, jetzt will ich aber schnell machen. Oh, ich hoffe, ihr habt das Geld dafür, weil der R8, der könnte mir richtig viel Geld einbringen noch. Aber dann machen wir das so. Wisst ihr, was wir machen? Wir warten einfach mal, bis Auktion ist. Oder bis Ding ist. Und schauen wir, ob wir den GTR irgendwie so kriegen. Weil so macht das jetzt uns keinen Sinn, ne? Also ich glaube wirklich Auktion jedes Mal nur GTR. Sonst machen wir das so, wir fahren Auktion hin. Das ist eine gute Idee. Wir fahren immer Auktion hin, schlafen. Wenn nichts Gutes gibt. Wenn es was Gutes gibt, bleiben wir dort. Und dann schlafen wir wieder. Und so kommen wir vielleicht an GTR ran. Vielleicht die einzige Möglichkeit, an so ein Auto ranzukommen. Das kostet 2 Millionen Autos. Ja, ich verkaufe jetzt dann Autos. Nur 1 Million, schreibt er, okay. Oh, jetzt nicht abstürzen, Game. Nee, Alter, ist fast abgestürzt gerade. Ich werd so ausgeflippt. Ist der so teuer im Wiederverkauf, der R8? Weil ich habe meines noch nicht verkauft drüben. Aber ich habe den R8 drüben doch viel günstiger geschossen, ne? So, den Rest brauche ich nicht, der da drin ist. Ich würde mal sagen, wir verkaufen vielleicht ein paar Karren. Jetzt habe ich ja eine 8 da drüben, dann hole ich mir eine 8. 1,5 bei dir. Ich sage 800k, okay. Wisst ihr was, ich trenne mich jetzt einfach von ein paar Autos. Weil ich brauche es ja auch zum Rennen fahren, ne? Was könnte ich denn verkaufen? Der ist schon zum Verkauf drin. Ah, warte, mit dem will ich noch ein Rennen fahren. Ah, nee, jetzt lieber nicht Rennen fahren, sonst ist das Auto wieder weg. Wie letztes Mal mit dem R8. Das machen wir jetzt nicht nochmal nach. Ganz doofe Idee. Den? Nee, ich verkaufe einfach den R8 den anderen. Und den behalte ich mir. Das Fortnite-Mobil, das muss auf jeden Fall da drin bleiben. Ja, bleibt hier schön auf der Fläche. Sieht doch heavy aus, ja. Der ist zum Verkauf. Ich sollte mal den Laden aufmachen. Wir haben mal eine gute Sache, ne? Den Laden hier immer öffnen. Im Offen, bitte kommen Sie rüber. Die Dame geht zu dir zum Charger. Mal sprechen wir mal mit der 115. Ja, das ist halt viel, viel zu günstig. Ich habe den ja gratis bekommen. Aus dem Grund, egal was sie mir gibt, ich verkaufe den einfach. Jetzt sag 40.000. Und der Preis stört sie. Ja, halt, dann machen wir halt 35.000 oder nee, machen wir mal 30.000, bis wir nicht so weit runtergehen. Super, Auto ist weg, da brauchen sie gar nicht gucken, ist schon weg das Auto. Tschu, weg ist er. Und da machen wir nochmal 300k circa. 300, 400k, wenn wir mal Glück haben. Warum geht denn der nach oben? Ich verkaufe oben nichts. Der Herr, hallo, ich verkaufe hier oben nichts. Brauchen sie gar nicht erst hochgehen, hallo. Der ist nicht zum Verkauf. Hallo, der Herr. Ach, das ist der putzt, Opa, der hat mich nicht erkannt. Das ist unsere Putzkraft. Ganz vergessen, dass der ja oben auch Auto putzt geht. Ich dachte, das ist ein Kunde. So, möchte irgendwer den Wagen hier drin kaufen, weil das ist echt, ich muss den loswerden. Auch wieder Geld. Ah, da kommt schon jemand. Cool. Ist das jetzt derselbe Wagen hier? Habe ich hier das Doppel gekauft? Nee, das ist ein anderer, passt. Jetzt habe ich mittlerweile schon gefühlt jeden SUV da. Also verscherbe ich jetzt aber auch ganz schnell. Wenn ich ein bisschen Geld habe. Oh, bitte sag, du kaufst den für, ich weiß nicht, 350. Zwei? Oh, Alter, was? Bitte nimm ihn für 300, bitte. Nimm ihn für 300. Ach, zum Glück, die hat nur gespielt mit mir. Habt ihr gemerkt? Ich hätte sicher 350 dafür verlangen können.
Weil das kann ich ja eigentlich online gucken, glaube ich, wenn ich ein Auto reinstellen möchte, was das eigentlich wert ist. Website. Autoverkaufe. Wenn ich da jetzt Verkauf reinstelle, wie komme ich da jetzt drauf auf den Verkaufspreis? Ah, hier. Hoher Preis, 49 bis 56. Aha. Für 30, wenn ich dann da viel reinstelle. Ja, cool. Ich lese das jetzt alles hier online. Das ist sehr cool. Finde ich sehr cool. Wo man unser Auto stellt her. Weil den R8 werde ich direkt verkaufen, so schnell es geht. Was sagst du zu Südtirol wegen Italien? Was ist denn dort? Ich weiß nur, dass die Südtiroler sich als Österreicher und nicht als Italiener sehen, ne? Sagen ja immer noch, dass sie zu Österreich gehören. Das wurde ja damals irgendwie im Krieg aufgeteilt, ne? Aber wurde halt übernommen von Italien. Aber was soll ich denn dazu sagen? Ich weiß gar nicht, was ich darüber sagen soll. Aber da haben wir doch auch ein Auto stehen. Upsala. Ach du meine Güte. Hab ich ja ganz vergessen, dass der... Fast reingefahren. Ganz vergessen, dass hier nur Autos drin stehen. Ich habe einfach zu viele Autos mittlerweile. Und die Supras gehen mir langsam auf den Poppes. Ich weiß auch damals, wie ich mich gefreut habe, als wir den Supra gefunden haben. Und jetzt stehen die schon das fünfte, sechste Mal irgendwo rum. Das macht mich fertig. Das macht mich wirklich fertig. So, den stellen wir hier hoch. Ich wusste gar nicht, dass der kaputt ist. Da hätte ich ihn gar nicht gekauft für so einen Rentenpreis. Wie viele Kilometer hat denn der denn? Ah, nur 5. Ah, deshalb, also so wenig Kilometer. Und den habe ich noch gar nicht repariert. Gut, dass ich den da drin stehen. Ich hoffe, dass morgen nochmal eine Auktion ist. Und wir da vielleicht einen GTR uns holen können. Wobei, ich habe jetzt das Geld noch nicht dafür. Ich muss unbedingt Autos verkaufen gehen. Also ab in die Nachbarschaft Auto verkaufen. Nee, Italiener sagen, sie gehören nicht zu Italien, weil sie Deutsch sprechen. Nee, was ich gerade gemeint habe, ist, dass da Österreicher sind und die sich nicht als Italiener fühlen. Die Leute, die dort wohnen, die Deutsch sprechen, sind ja eigentlich Österreicher. Bitte, wie die Nachkommen von Österreicher, weil es ja im Krieg dann aufgeteilt wurde. Oder halt, es wurde nach dem Krieg, wurde nach Italien, wurde das nach Italien übernommen, also Südtirol. Es war ja davor Österreich. Deshalb meinte ich doch, da leben Österreicher an sich, jetzt wie ehemalige Österreicher, sind jetzt aber eigentlich Italiener, aber sprechen Deutsch und fühlen sich als Österreicher und nicht als Italiener, das meinte ich doch gerade. Aber was soll ich da zu viel sagen? Ist halt passiert, ne? Ist halt so passiert. Sich das Land jetzt einfach zurückzuholen, das geht ja nicht so einfach. Das ist ja nicht so. Kann sich einfach zu ihnen gehen, zu Italien und sagen, ey Bruder, pass mal auf, ich hätte gern das Stück Österreich wieder. Kannst du mal machen, weil die fühlen sich nicht so als Italiener, weißt du? Weißt du Bescheid? Kann ich so ein bisschen zurückbekommen, so. Weißt du, so ein kleines bisschen. Schöne Südtirol. Nehmen wir den mit. Wenn der Preis stimmt, könnte ich... Super. Der Porsche ist auch weg. Ich weiß nicht, soll ich nochmal eine Supra kaufen? Ich meine, die verkaufen sich halt so gut. Das ist halt, die sind so billig eigentlich und dann... Es ist wie null Schaden. Ja, sieht man. Der Ding ist komplett über den Haufen gefegt. 65, komm. Ist weg, super. Toll. Den Rest könnt ihr behalten. Jetzt haben wir ja ein Supra-Ding gekauft. Ah, das ist so schlimm. Ich muss aufhören, Supras zu kaufen. Ein ganzer Laden ist nur Supra. Alles voll. Ein ganzer Laden verkauft nur eine Supra, Supra, Supra. Schau mal, hier draußen steht Supra, Supra. Da drüben steht nochmal Supra. Habe ich hier drüben noch irgendwo Supra stehen? Vielleicht drin noch ein Supra? Ich weiß nicht. Macht mich fertig. Supra, Supra und noch mehr Supra, bitte. Gut, dann reparieren wir die zwei Autos und dann werden die... Also der wird verscherbelt, das sowieso. Wird das Dach gemacht und da wird... Ah, da gibt es kein Problem. Ah, der ist nur dreckig. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Der Skoda ist dreckig. Ah nee, da steht doch Supra, sag doch. Alles voll mit Supras. Rennsatz, ESP. Und so einen Standard lassen. Ist das Ding noch kaputt irgendwo? Nö. Dann können wir so lassen. Außer das Ding wird schnell verkauft dann. Stellen wir gleich den Markt rein. Ich stelle das Ding gleich draußen hin. Ich stelle jetzt alle Supras hier so auf. Alle Supras hier draußen einfach aufstellen und passt. Ich weiß nicht, das Ding ist ein bisschen kaputt, ne? Jetzt vorhin geguckt, ne? Ja, das ist ja komplett total Schaden.
Ist gerade beides voll, dann geht das schnell tunen und dann nochmal reparieren. Weil muss ich ja auch nochmal neu lackieren, das Ding. Oh, nur Rennset, super. Top. Dann einmal in die Lackiererei das Teil. Mal irgendwas deftiges, rot. Super. Dann dich fahren wir nochmal in die Tuning-Garage. Das ist ganz schön stressig, das Spiel. Die ganzen Autos, vor allem mit dieser Framerate ist das ganz schön stressig. Super, den brauche ich nur zum Rennen fahren. Stellen wir also hier hin. Top. Der ist, glaube ich, nicht kaputt, ne? Ah, doch, nachlackiert, egal. Auch wenn er nachlackiert ist, den verkaufe ich direkt. Da habe ich keinen Bock, was zu machen. Vielleicht Tuning ein bisschen. Bisschen Tuning, dies, das. Ah, wait. Die muss ich ja reinstellen, du bist ja kaputt. So. Dann machst du mal. Der ist finished mit dem Croissant. Habe ich jetzt schon voll getuned? Ich glaube nicht. Ne, ist nicht getuned. Lackieren wir um in was Heftiges. Grün. So Giftgrün. Also Giftgrün, ja. Halbwegs. Hier Tuning. Oh, Rennset. Ja, egal, ist jetzt ein Drifter. Dafür ist jetzt gedriftet, das Ding. Super. Den verkaufen wir. Den hässlichen. Der ist halt wirklich ugly. Ich habe halt unten noch immer so extrem viel Platz, dass es sich gar nicht lohnt, oben Autos hinzustellen. Das ist irgendwie voll traurig, ne? Aber ich habe irgendwie so viel Platz für Autos. Hab eigentlich eh schon viel Autos. Aber ich habe draußen noch nichts zugestellt und oben ist halt so blöd. Ich muss dann, weil das ist immer oben, es dauert halt immer so lange. Denke ich mir so, nee, warum? Was soll ich mir denn oben hinstellen? Was ich noch unten hinstellen kann. So. Wird auch verkauft, wird verscherbelt. Aber wir brauchen jetzt halt das. Ui. Ah, zum Glück noch abgebremst. Wir müssen jetzt schnell noch den Laden aufmachen, dass wir schnell noch Geld machen können. Ich schau mal, ich stelle einfach die Autos ohne Dings rein. Wird schon passen. Website. Warum geht das Ding nicht? Mein Tablet ist kaputt. Mein Tablet spinnt. Website. Jetzt Auto verkaufen. Dann haben wir einmal. Ja, es leckt schon wieder. Fahrzeug immer erst separieren und dann lackieren. Das musst du zweimal lackieren. Ach, ist jetzt egal. Passt schon. Ist schon egal. Ich verkaufe trotzdem. So, zurück. Mein Gott, diese Lex, das nervt halt echt dermaßen. Verkaufen für 119 steht da. Ich stelle es dann für 120 rein. Ich mache gar kein Foto oder so. Ich muss das Ding nämlich so schnell es geht verkaufen. Audi RR, das ist ja in grün. Schnell verkaufen. Für wie viel? 911.000 kann ich hier verkaufen. Eieiei, ich stelle für 1 Million rein. Das ist jetzt 1 Million. 1, 2, 3, ich glaube. Jupp. Dann Dodge Charger, nicht zum Verkauf. Toyota Supra nochmal. In dieser Farbe nochmal zum Verkauf für 105, 119 oder 120 nochmal reinstellen. BMW Coupé Chevy S brauche ich noch. Lamborghini brauche ich noch. Porsche brauche ich noch. Nee, wobei Porsche habe ich ja jetzt einen. Den muss ich nur reinstellen. Servus. Ich meine, jetzt weiß ich immerhin, was ich maximal bekomme. Ich kann mit dem nicht reden, weil da ein Auto steht. Da steht immer das Auto weg. Also 120 ist halt Bestpreis, ne? Also 119 würde ich kriegen. Dann probiere ich den anzudrehen für Schnäppchen. 119. Was hältst du denn davon, Prinzessin?
Nee, mit dir mache ich kein Geschäft. Das ist viel zu wenig. Vielleicht die Dame ein bisschen besseren Preis? Ah, da kommen wir schon besser hin. Wenn wir mal Schnäppchen machen, 119, dann müsst ihr noch nehmen, weil das ist doch der höchste Preis, oder? 119. Ja gut, heißt ja nicht, dass sie nimmt. 110 wäre auch schon ausreichend. Von 66 gekauft. Super, ist weg. Ha! Ja, also dir verkaufe ich den vielleicht auch für 110. Schau mal, wenn du ihn für 110 nimmst, dann ist er auch weg. Dann bin ich mir auch zufrieden mit dem Preis. Aber ich glaube, der wird den nicht für 110 nehmen. Weil er sehr niedrig ist. Nee, komm, also ganz ehrlich, raus. Raus aus meinem Autohaus. Oh, da interessieren sich schon zwei für. Ich weiß, für 900k vielleicht. Das ist ein bisschen wenig. Vielleicht die Dame, sind sie interessiert an diesem wunderschönen Kfz? Der ist wie neu. 5000 Kilometer gefahren. Muss ich dir vorstellen, 5000. Ist aber auch wenig, ne? Bei 900 ist Maximalpreis, was ich dafür verlangen kann. Aber das ist halt schon ein enormer Unterschied. Ich probiere es mal. Ich schau mal, ob ich da 900.000 für kriege. Wenn nicht für 800, wäre ich auch noch zufrieden. Nochmal 800.000 glatt. Aber mehr möchte ich auch nicht runtergehen, weil ich glaube, der ist dann 800.000 wert. Nee, Bre, da machen wir nichts mehr am Preis. Tut mir leid. 800.000, der letzte Preis. Wirklich letzte Preis, 800. Ich will nicht weiter runter. 800.000. Was hältst du denn davon? Nö, raus aus meinem Laden. Geh. Nach Hause. Du auch. Möchte ich nicht mehr da sehen. Abhauen. Ganz schnell. So, welchen Wagen verkaufe ich noch? Den... Wo ist er denn? Ah, da den Porsche wollte ich verkaufen. Den kann man nämlich einfach reinstellen. Das ist einfach so, wie er ist. Verkauft man einfach. Ohne Wenn und Aber. Den stellen wir da einfach so rein. Aufgechillt und entspannt. So. Tablet, Website. Na, nix abschlepp. Nix abschleppo. Hallo. Mein Tablet ist kaputt. Ich sag doch, da stimmt was nicht. Porsche, Porsche, Porsche. Wo ist Porsche? Hier, Porsche. Maximalpreis 309. Stellen wir für 309 rein. Mir kommt vor, wenn wir mit Bild reinstellen, kommen mehr Kunden. Es kommen jetzt viel weniger Kunden als davor für die Autos. Merkt ihr das? Ich glaube, es macht halt wirklich was aus, wenn man ein Bild reinstellt, oder nicht? Ach komm, der kleine Junge vielleicht. Oh, das könnte funktionieren, 800.000. Das könnte funktionieren. Keiner will den für 800.000 kaufen. Ich habe 569 gezahlt. Das ist so viel. 780, das ist aber wirklich letzte Preis jetzt. Letzte. Ja, siehst du, geht doch. Immerhin weg das Ding. Ah, schau hier. 87, das ist auch ein bisschen wenig. Warum verkaufen sich die Supra so schlecht? Die ist ja. Die hat ja noch. Die hat ja noch. Das ist ja auch wenig. Ich kann froh sein, wenn ich 100 bekomme. 110.000? Nee, komm. Geh weg. Ich krieg die 100. Wenn ich 100.000 dafür kriege, ist schon gut. Vielleicht möchte ich das Doppelte machen, ne? Eigentlich. Aber mit den Preisen, die die hier anfechten, ist das echt schwer. Mach mal 105.000, bitte. Bitte 105. Sie ziehen mir die Hosen aus. So, jetzt aber letzter Preis 100.000. Dann ist es glatt und das Ding ist weg. Weg vom Hof damit. Der Preis stört dich. Ah, super, weg. Jetzt hoffen wir, dass sich das Ding noch verkauft. Und dann haben wir genug Kohle, dass wir... ist aber wenig. 300.000. Leck. Und aus höchstens einen überdurchschnittlichen Preis anbieten. Okay. Ich habe ja vorhin 1 für 10 Millionen eingestellt und zwar komplett okay. 300.000, komm. Dieser ist ein guter Preis, glaub mir. 300 ist guter Preis. Okay, dann machen wir 270. Glaub mir, 270 guter Preis. Ich habe 1,80 bezahlt. Super, weg ist er. 1,6 Millionen. Jetzt müssen wir nur noch. Jetzt haben wir das ja alles gekauft. Den, genau, nach Hause. Passt perfekt.
und zu Hause einfach die Tage skippen, bis wieder ein Angebot ist. Und dann hoffe ich, dass ich den GTR bekomme. Jetzt haben wir genug Geld dafür, weil dann könnte ich ein Rennen fahren. Oh, das wäre so geil, wenn wir gegen GTR ein Rennen fahren können. Und einfach den GTR verdoppeln und dann damit Geld machen, Alter. Mit keinem... Kein Ding, außer es wieder dieser Bug, das ist halt dann blöd, ne? Auktion, super. Heute Auktion, das ist super. Genau das, was ich wollte. Und dann fahren wir gleich hin und hoffen einfach, dass ein GTR drin steht. Wenn nicht, oder wenn keine guten Autos drin stehen, machen wir am nächsten Tag. Müssen wir halt gucken. Wir schauen auch, was beim Rennen los ist. Vielleicht hat irgendwer dasselbe Auto wie wir, dann können wir da auch mitmachen. Ja, es ist Much, wieder Supra Much. Ja, R8 wäre ich dabei sogar. Ich wäre für eine R8 dabei heute. Ein 12. Immer R8, es ist nicht schlimm, aber da können wir gut Geld mitmachen, ne? Ist ja nichts Schlechtes. Schau, welche Autos da stehen. Genau wieder Autos, die ich nicht habe. Das gibt's halt nicht, ey. Wieder irgendwelche Drecksautos. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich fahre hier gegen diese Dreckschleuder oder gegen den hier fahre ich jetzt mal. Einfach, weil es funny ist. Einfach, um zu gucken, ob wieder der Bug da ist, weil sonst traue ich mich das nicht. Weil ich ein, stell dir mal vor, ich habe einen R8 oder so da stehen, ich fahre ein Rennen und das Game buggt wieder rum. Ja, das wär richtig assi. Na, guck mal. So, 3. 3, 2, 1. Ich probiere das jetzt mal. Starte Motor, ich denke mal. So, Rückwärtsgang einlegen. Muss ich zur Rennlinie fahren? Nee, muss ich nicht, ne? 3, 2, 1. Boah, okay, ich muss geil zur Linie vorfahren, das ist doch geil. Das ist der Sound auf eine Spende. Das ist cool. Weil so ein Emil würde sich über den Herzen-Chat freuen. Dann machen wir mal einen Herzring für den Emil. Hau mal raus, hier, Leute. Alle mal ein Herzring in den Chat. Ja. Einfach, weil wir es gerade können. Vielen herzlichen Reiz da. Liebe, Grüß geht raus. Einmal einen Herzring in den Chat, bitte. Wichtig und richtig. Oh, warte, wenn ich ein Rennen fahre. Das ist mega. Ich hab den Wagen. Ich hab den Wagen. Ich hab den Wagen. Wir fahren Rennen. Ich zieh den sein Auto ab. Sag mal, ist der Game-Sound übelst leise bei euch oder ist das so okay? Mir kommt vor, es ist ein bisschen leise. Jetzt, wo ich den Ding reingemacht habe, den... So, bisschen lauter. Also, wir fahren nochmal zurück. Ich hab nämlich den Wagen, ich habe den da. Ich bin so happy, dass ich den hab. Zum Glück hab ich den nicht verkauft. Da hinten steht er. Jetzt können wir endlich ein Rennen fahren und den gewinnen. Vor allem, der ist ja auch ein bisschen was wert, ne? Hör mal, für wie viel habe ich den gekauft? Wobei, ach, 9000. Na gut, das ist jetzt nicht so die Welt, aber... Hauptsache, wir machen Rennen. Darum geht's doch. Und volles Tuning hat er ja auch drin. Warum ist jetzt eigentlich das... Jetzt ist die Ding weg oben. Die Auktion ist weg. Ach, scheiß auf die Auktion, wirklich. Da kacken wir mal drauf. Müssen wir leider. Weil ich ein Rennen gefahren bin, ist die Auktion automatisch weg. Das Spiel ist irgendwie komisch. Aber was ich halt cool finde, ist, dass halt die Autos nach dem Rennen neu gespawnt werden. So könnten wir easy Geld machen. Wettes Auto. Meiner ist auf jeden Fall besser ausgestattet. Mach mal. Das heißt, ich lege Rückwärtsgang ein, schiebe den Wagen zurück. Dann kann ich ein bisschen Anlauf nehmen und dann fahren wir durch da die Kiste. Easy. Hoffen wir mal, dass das klappt.
So, dann lege ich gleich mal Rückwärtsgang ein. Ich hoffe, das geht. Achso, ich muss erstmal Motor starten. Also Motor an, so. Das ist voll Cheaten, ne? Das ist richtiges Cheaten. Was ist der lahm? Der ist ja mal richtig lahm, der Wagen. Aber egal. Wagen gewonnen. Nur, weißt du, was mir gerade auffällt? Der Ladescreen dauert ja übelst lang eigentlich, ne? Für so ein neues Spiel. Das ist auf einer SSD. Auf einer M2-SSD ist das ganze Game drauf. Und ihr müsst euch vorstellen, Loading-Screen einfach so lang, wie wenn du GTA reinlädst. Das ist echt ein bisschen, also performance-technisch ist das Game wirklich unter aller Kanone. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, aber es macht trotzdem Spaß. So, ist der kaputt? Nö. Die Autos sind irgendwie nie kaputt, ne? Die du gewinnst. Den habe ich leider nicht, aber wir können gegen den auch ein Rennen fahren. Einfach, aber wir es können. Ist egal, Hauptsache wir fahren ein Rennen. Dass vielleicht ein neues Auto herkommt. Wir wollen ja einfach, dass da ein neues Auto vielleicht spawnt mit ein bisschen Glück. Dann richtig abziehen können. Ey, wobei, jetzt weiß ich gar nicht, ob man Audi ist. Wobei, der müsste den abziehen, den Wagen. Schauen wir mal. Der Audi ist halt schon sehr lahm, muss ich euch ehrlich sagen. Der ist nicht schnell. Er sieht halt cool aus. Er sieht cool aus, muss schon sagen. Er sieht cool aus, aber er kann nichts. Mal hinten. Hoppala. Das war der perfekte Start gerade. Aber jetzt zieht er mal besser. Boah, Alter! 160, ja. Und der mit seinem Citroën fährt da vorbei. Süß. Ja, ich würde halt echt mal gerne ein Auto gewinnen, was mal ein bisschen mehr Wert hat, ne? Weil jetzt die jetzigen Autos, die sind halt alle so 8.000, 10.000, ist halt nix. Wenn man so gegen Ferrari fahren könnte, ich hab ja einen. Ja, schon geil, aber irgendwie will da keiner gegen mich fahren. Ne, kein Ferrari weit und breit. Aber hey, das Büro ist schmutzig. Leider keine 8 bekommen, aber dafür den Audi da vorne. Dann bekommen den Stich aber ohne Wenn und Aber stellen wir den rein. Ich verkaufe den einfach direkt. So wie er ist. Ist er geschenkt. Ist er geschenkt, das Ding. Mach mal auf. Im Offen. Mal schnell ein Foto davon. Mir aufgefallen ist, wenn du ein Foto machst, kommen mehr Leute. Das wollte ich jetzt nicht mal. Hallo? Hab ich gar nicht drauf geklickt, mein Tablet ist kaputt, ich sag's doch. Das Tablet ist broken bei mir. Speichern. Auf die Website drauf damit. Ich schau mal, was der überhaupt wert ist. Der ist sicher nicht viel wert. Hm. Ah, der ist weiß eigentlich, der Wagen. Ach so. Ah, nee, nicht im Büro, oder doch nicht. Das ist er. Das ist er doch ein bisschen beige. So, verkaufen wir. Was ist denn hier? 30.000, stell ihn für 30 rein. Weit hoffen, dass den irgendwer nimmt. Wird schon jemand kommen und sagen, das Auto will ich unbedingt haben. Oh, der Motor läuft jetzt. Super. Ich kann den jetzt nicht mehr ausmachen. Ach, schaut mal unser Autohaus an, wie schön es hier drin aussieht. Ist das nicht geil? Hier die Autos schon mal vorbereitet. Ah, gegen den hätte ich ein Rennen fahren können. Ich habe den eh gehabt, den Wagen. Ui. Ja, der ist halt nichts wert. Soll ich ihn bezahlt dafür? Ja, komm, die 5.000 hätte ich auch nicht das Rennen fahren müssen gegen den. Ist eh nicht rentiert.
auf das kommt. Es kommt irgendein Kunde und kauft den. Ich mache mal ein bisschen schöner. Ist ja wirklich so kackbraun. Ich dachte, das ist einfach nur schmutzig. Bäh. Wisst ihr, was ich mich frage? Warum es Leute gibt, die wirklich braune Autos fahren? Es gibt Leute, die machen sowas. Warum? Ach, schau deshalb. Guck mal, was der anhat. Das Oberteil sagt alles aus. Uiuiui. Das Auto passt zu ihm. Das müssen wir ihm verkaufen. Ein kackbraunes Oberteil. Das gefällt dem Herrn. Und er ist bereit, 22 zu zahlen. Also mach mal 28 draus, dann nimmt's mit. Das ist nämlich wie neuer Wagen. 22, dann machen wir 25. Komm, das ist noch okay. 25? Siehste, verkauft an den Herrn mit dem Kackshirt. Super. Geh mal nach Hause. Ich sag doch, es kommt die Person, die ein braunes Auto haben möchte. Er hat Ziel gesehen, hat sich Ziel verliebt in das Ding. Und jetzt hoffen wir mal einfach, dass wir jetzt ein GTR bekommen. Müssen wir hoffen. Drückt mir die Däumchen, Leute. Lasst mal ein Like da. Der Automarkt. Vielleicht am Automarkt, dass der Wagen steht. Ich weiß ja nicht. Ich gehe mal hin. Wie gesagt, Leute, lasst kostenlos ein Like da. Drückt mir die Däumchen, dass wir ein GTR finden. Aber ich sehe da gerade was Schönes. Uiuiui. Da links, guck mal. Den nehmen wir mit. R8. Oh, geil. Die kriegen wir ja viel günstiger geschossen. Oh, da sind gute Autos heute dabei. Das freut mich. Ich kaufe den R8. Nicht mal was beschädigt. Und günstig. Das war vielleicht ein Zeichen, dass ich nicht bei der Auktion war, weil der hier viel günstiger ist. Die kosten bei der Auktion ja viel mehr. Ich mache mal 420.000, das ist doch okay, ne? Und ist gekauft. Ich hätte vielleicht ein bisschen besser andingsen können, aber der ist halt wirklich ohne Schäden. Nur schmutzig. Und guck mal, der hat alles verbaut. Der ist voll getuned, der Wagen. Habt ihr gerade gesehen? Guck mal. Der hat alles. Der hat alles drin. Der hat sogar... Warte mal, hat der Driftkit und Trendset beides verbaut? Das geht eigentlich gar nicht. Nur die Farbe ist wieder gackig, ne? Ja, wieder so ein Kackbraun. Da haben wir wieder ein neues Auto für den Herrn, der unbedingt kackbraune Autos fahren möchte. Super. Lamborghini für 500, das ist ein bisschen teuer, ne? Es ist ein bisschen teuer. Ich den für 420 auch bekommen, das wäre super. Das ist meins. Direkt rüberbringen. Die müssen wir nämlich schön machen. Und den Rest können wir hier wieder stehen lassen eigentlich, ne? Das lassen wir stehen. Was ist denn die Rolex? Ich habe leider keine Rolex. Bitte, ich habe die nicht mehr. Ich hatte diese Hand mit der Rolex, ne? Oder habe ich die noch? Ich glaube nicht, dass ich die gerade habe. Nee. Habe ich gerade nicht ausgewählt. Tut mir sehr leid. Kann ich leider gerade nicht flashen. Das tut mir sehr leid. Das Ding kann ich direkt weiterverkaufen. Das ist voll nice. Keine Probleme mehr. Einfach reinstellen das Ding und verkaufen. Instant Money. Bei dem kann ich für 900.000 verkaufen. Instant Money machen wir hier damit. Schönes Foto machen wir davon. Ja, das ist ein wunderschönes Foto. Passt schon. Website. Das ganze Tablet laggt auch, ey. Das ist so unglaublich nervig. Ja. Für 910.000 können wir verkaufen, steht da. Stellen halt immer für den Maximalwert rein und dann müssen wir eben mal runterhandeln. Also ist das schon okay. Auf geht's zum Verkauf. Hm. Mein Tablet hat sich wieder aufgehangen. Super. Im Angebot 1, also wir haben 23 Autos insgesamt. Ich muss die halt echt bald mal alle verkaufen. Es wird immer schlimmer. Und jetzt können wir nicht mal den Lambo verkaufen, weil den habe ich ja jetzt doppelt, ne? Den können wir auch endlich mal verscherben. So, machst du mir den schön, bitte. Also es macht doch gerade irgendwie Sinn, Autos noch zu kaufen. Und nur ein bisschen mehr Geld zu sparen. Aber da kommt gerade niemand in den Laden. Ah, ich habe ja den auch schon gekauft. Eieiei, ich habe doch eh so geile Autos. Ich habe schon die Übersicht verloren, was für Autos ich habe. Das ist schlecht. Weil oft weiß ich dann beim Rennfahren nicht mehr, ob ich den habe oder nicht. Einfach zu viele Autos. Ich meine, 23 Stück ist nicht wenig. Danke, Bree. Die machen wir aber... Welche Farbe?
Wobei wir könnten den. Wir könnten den Orange machen. Lamborghini Orange. Machen wir den. Lambo Orange. Ich weiß, es gibt noch ein. Ich glaube, das teuerste Auto, was du haben kannst, ist ja ein. Wie heißt der Wagen? Von Ferrari. Der. Wie heißt er denn? Na, wie heißt er? Den haben wir auch auf RLO gehabt. Fällt gerade der Name nicht ein. Super. Das ist ja nochmal das teuerste Auto, das man haben kann. Ein Rari. Wie heißt er denn nochmal? Nee, mir fällt es gerade echt nicht ein. Am besten fällt mir gerade der Name nicht ein. Die Standardfänge sehen aber gut aus. Würde ich drinnen lassen. Nur vorne machen. So. Nee, nicht F40. Das ist kein F40. Das ist ein. Mir fällt der Name aber echt nicht ein. Mir kommt es gerade nicht. Mir kommt es gerade nicht raus. LaFerrari ist es, glaube ich, auch nicht. Nee. Enzo war es. Dankeschön, Enzo. Ein Enzo kannst du dir holen. Das ist, glaube ich, das teuerste Auto in dem ganzen Spiel. Verkaufe Originalen. Soll ich mal Ferrari eingeben, obwohl das ein Lambo ist? Wäre irgendwie funny. Verkaufspreis 821.800. Ah, wirklich, habe ich jetzt falsch reingestellt. So. Nee, falsches Bild. Ach komm, weißt du was, wir machen einfach ein falsches Bild rein, passt schon. Witzigkeit. Irgendwie ist mein Bild nämlich gerade weg. Passt schon, wir stellen es einfach so rein. Genau für 821.000. Also 820.000. Passt schon. Lamborghini und zwei falsche Autos sind drin, das ist schon okay. Ob das Spiel überhaupt checkt, ich glaube, die checkt das gar nicht. Die raffeln das gar nicht. Oh, 715, das ist ja geil. Mama, 800, das ist deins? Was hältst du denn davon, 800k? Weg ist das Ding. Ich hab den nicht mal getuned oder so, das war einfach schon so fertig gewesen. Was ein Lack muss man haben, dass man den so bekommt? Ohne Schäden, ohne was. Gut, das ist ja auch im Verkauf drin. Und jetzt schauen wir mal rüber, ob es jetzt eventuell ein Rennen gibt im Ferrari. Wäre das echt nice, mal ein Rennen fahren. Oder halt irgendwas Heftiges, ein Lambo, sei es Lambo, Ferrari. Ich habe ja schon fast alles. Mir fehlt nur noch der Enzo und der GTR. Den Rest habe ich ja schon. Ich kriege hier immer solche... Guck dir diese Autos an, die ich hier bekomme. Was ist das denn? Was soll ich denn damit? Weißt du was, ich fahre gegen dich am Flughafen einfach ein Rennen. Ich fahre einfach Rennen gegen dich für 300 Bucks. Ist mir egal. Gegen Le Ferrari. F430. Nee, Lerari, Entschuldigung, nicht Le Ferrari. Ich schau mal, wie schnell ich gegen den bin. Ob er sich freut? Mal schauen. Der Enzo kostet 3 Millionen. Uiuiui. Ich fahre hier gerade gegen 300. Ich trau mich was mit der Kiste, ne? Ich trau mich was. Aber wisst ihr was? Wir fahren trotzdem noch hier retour. Funktioniert gerade nicht. Super. Kann den Retourgang nicht einlegen bei der Kiste. Ah, jetzt. Super. Der Komfort, der hat aber auch wieder ein bisschen rumgespackt, der Wagen. War wieder etwas langsam unterwegs. Also ein RX-Team habe ich auch noch nicht. Habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist auch sehr selten, ne? RX-Team ist selten, GTR ist selten und der Enzo ist natürlich selten. Die drei Autos hatte ich noch gar nicht gesehen. Also gesehen den, hier drin, ne? Beim Ding. Beim Rennen schon, aber sonst. Nicht zu erwerben. So, Büro ist schmutzig, der darf schmutzig. Der Büro darf heute schmutzig. Ich fahre nach Hause, wir machen. Ah, das ist ja wieder die Bar, die immer aufploppt.
Hauptsache die Häuser da hinten rendern 50.000 Kilometer, das passt schon wieder. Aber die Bar, nee, die ploppt auf, die ist... Ups, sorry Bruder. Sorry Bre. Wollt ihr nicht unter deinen Rock gucken, alles gut. Wollte ich nicht. Nicht so wie ein Payday letztes Mal. Mit Hause. Wir sollten mal das Zuhause vielleicht mal renovieren. Das ist ja auch... Man kann ja sein Zuhause renovieren. Wie geht's dir? Wie sieht's aus mit 3-0? Sehr gut. Just 1, 2, 3 ab. Dankeschön. Also es geht weiter. Jetzt habe ich eine Rechnung offen. Die bezahlen wir gleich mal. Website der Rechnung. Die Bank. Ah, da die Rechnung. Erzahlen. Und da ja so ein schöner Tag ist und wir heute kein Ding haben, schlafen wir gleich nochmal eine Runde drüber. Verdientes Geld, keinen Dollar. Automarkt ist geöffnet, wir könnten zum Automarkt nochmal fahren und hoffen. Wäre mal so lustig, wenn in der Nachbarschaft jemanden GTR verkaufen würde. Aber ey, vielleicht ist das so programmiert, dass man das vielleicht mit ein bisschen Luck, also was heißt hier ein bisschen Luck, viel Luck, hier mal so ein GTR oder so findet. Hier vorne steht wieder ein Rari. Komischerweise sind die ja auch, ja was heißt hier selten, aber die ist jetzt auch nicht jeden Tag, weißt du? Das ist komplett wie neu. 471 macht 400 und das ist meins oder 390. Top. Der ist halt, der Wagen ist halt wie neu, ne? 6000 Kilometer nur. Kann ich auch direkt reinstellen ins Haus und es verkauft das Ding. Das sind ja meine Lieblinge, wenn ich da einfach hingehe und das Ding ist wie neu und ich muss nichts mehr dran machen. Einfach nur reinstellen, verkaufen, fertig. Und schon einmal Geld gemacht. Schau, ob wir ein Rennen fahren können. Alter, uiuiui, nicht in die Bar, nicht in die Bar. Immer diese Bar, die aufploppt. Warum? Wir brauchen mal eine Map-Erweiterung. Vielleicht mal irgendwas anderes außer eine Bar. Waffen wären geil, aber ist cool. Oh, endlich, ich kann mal gegen Lambo fahren. Oh ja, Jungs, Mädels, ich gönne mir den Lambo da hinten. Endlich mal ein Rennen, wo es sich wirklich mal lohnt zu fahren. Ich hab den Lambo nämlich. Ja, 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 extra aufgehoben oben. Eieiei, wird das nice. Aber sowas von cool. Da komme ich. Bin schon da. Und wir holen uns den Lambo und fahren gleich eine Runde. Zum Glück habe ich den aufbehalten. Zum Glück, ne? Aber wie gesagt, es macht Sinn, wenn wir uns die Autos behalten. Da ist er. Auch mit vollem Tuning, pipapo, alles dran an der Kiste. Nur, oh, ich muss da runterfahren. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja. Dass der heute mal zum Einsatz kommt. Wie schön. Fahren wir mal hoch. Jetzt machen wir viel Kohle, Leute. Jetzt machen wir richtig Kohle. Wenn man, also wenn man das Rennen jetzt hier verlieren sollte, ne? Dann hat man ein großes Problem, weil dann würde ich mein Auto jetzt verlieren. Und der ist wirklich was wert, der Wagen. Der hat wirklich einen horrenden Preis. Aber endlich mal ein richtiges Rennen, wo wir mal echt Kohle machen können. Hab schon den ganzen Tag drauf gewartet. Da werde ich extra Retourgang einlegen heute. Ja, schauen wir mal. Da ist er, guck. Dich mache ich jetzt fertig mit meinem knusprigen Auto. Da sage ich dir. Ich schaue mal nach, ob ich hier wo alles verbaut habe. ABS, Renset Turbo. Was hat er verbaut? Drift Kit Turbo. Ja, er hat aber kein Nitro drin. Das wird lustig. Wette ist Auto. Gerne. Es darf das Game gerne wegcrashen. Oh, und seine hat nur 5000 Kilometer. Ja. Krass. Ey, wenn ich den jetzt, wenn ich den jetzt abziehe, ne? Wenn ich den jetzt abziehe. Aber seine ist 13% beschädigt. Hm. Wenn ich den jetzt aus seiner Fassung ziehe, das wäre so geil. Eieiei. Gleich mal Rückwärtsgang einlegen. Und hoffentlich habe ich den Bug nicht. Also Motor starten erstmal.
Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Gewonnen. Ja, endlich. Das war voll das slowe Rennen irgendwie, weil es übelst langsam. Ich dachte, das ist schneller, aber Alter, das war jetzt easy. Der hatte ja kein Nitro drin. Ich hätte auch ohne Anlauf nehmen können, weil der hat halt kein Nitro verbaut gehabt. Aber es ist wieder so fies gewesen. Ich habe einmal irgendwie gedacht, der hat keins drin verbaut gehabt. Dann hat er doch was gehabt. Dann hat er mich übelst überholt am Ende. Also hat sich jetzt aber rentiert. Das hat sie rentiert. Zweimal Lambo jetzt in the house. Alter, mein neuer Lambo. Aber das Dach ist ja kaputt, sehe ich gerade. Mhm. Super, kommst du in die Garage? Oh, voll verdrückt. Egal. Schön. Wirklich schön. So müsste das jeden Tag laufen. So macht man Geld in dem Spiel. Wozu Geld ausgeben, wenn man es auch gratis bekommt? Dann stelle ich ihn aber wieder nach oben hin. Witzig, wie ich park den hier mal schnell. Und repariere den mal ganz, ganz dezent schnell. Auto, Reparatur bringen. Habe ich noch einen zur Reparatur zum Bringen? Nee, ne? Der ist ja repariert. Das passt alles. Jawohl. Der Laden wird langsam was. Muss ich schauen, bevor es Nacht wird, dass der den schnell repariert. Jawohl. Es lohnt sich halt, ne? Es lohnt sich halt. Das heißt, den werde ich auch nicht reinstellen. Das heißt, den werde ich hier oben zum Verkauf dann auf die Platte tun, den anderen. Stelle ich den mir hier hin. So. Ganze Privatautos draußen stehen. Guckt euch das an. Wie viele Privatautos ich halt habe. Und da drin stehen ja auch noch Privatautos, die ich nicht verkaufe. Aber es sieht halt cool aus, wenn so viele Autos sind. Das ist schon fertig, guck. Jetzt auch schnell tunen das Ganze. Ich glaube, wir müssen ja nur noch Nitro einbauen und dann ist das Ding eh fertig. Und vielleicht noch ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen hübscher machen. Und ich habe ja drin noch so ein Lambo stehen, ne? Hab ich ganz vergessen, den habe ich auch schon. Aber wir haben gerade closed. Verkaufe ja heute noch nichts. Muss ich mal aufmachen dann. So, Nano Nitro. Driftkit lasse ich drin. Dann haben wir halt ein Drift-Lambo. Auf jeden Fall andere Räder. Ein Kennzeichen mit Nice. War ja for free. Jetzt nochmal schön lackieren, das Ding. Den könnten wir eigentlich mal in Gold lackieren, fällt mir gerade ein. Wir haben schon lange nichts mehr Gold lackiert. So, und dann schön aufpolieren. Goldener Lambo. Lambo, Lambo. Wir fahren den goldenen Lambo. Und der kommt oben auf die Platte. Vielleicht sollten wir oben die Premium-Abteilung machen und alle auf die Platte stellen, die weiß Premium-Autos haben. Das würde eigentlich ganz cool aussehen. Wäre eigentlich voll Korall. Aber es ist halt immer so auffällig, die ganzen Autos hier hochschieben. Das ist immer das Problem. Ja, der kann natürlich durch die... Der kann natürlich durch die Tür einfach durch. Ich nicht. Wieder so typisch. Hin. Ganz frisch wie neu. Mal ein Foto davon und den stellen wir auf jeden Fall rein. Der muss verkauft werden. Ich habe schon wieder nicht da drauf geklickt. Mann, geht mir das auf den Sack. Jetzt aber. Ist doch schön. Website Auto for Calvin. Für wie viel können wir den reinstellen? Lamborghini in Dings hier ist er nicht verkauft. Das sind einfach 823.000 hohe Preis. 800, dann stellen wir für 900.000 rein. Weil das ist ja die Gold Edition. Verkaufe Lambo in Echtgold. Oh mein Gott!
Oh, jetzt, nein, ich habe mich verklickt. Och nö. Ich habe mich noch gerade dabei reinzustellen. Ist jetzt drin? Nee. So. Verkaufe echten. Nee. Echt Gold Lambo. Oh mein Gott. So, für 900k. Richtig und wichtig. Verkaufen. Und drin steht er. Sieht doch schick aus da oben, ne? Der echt Gold Lambo. Fühle ich schon hart. Und da unten hier unser Fortnite-Mobil. Hier der Lambo, der jetzt nicht so schön ist. Unser Kack-Lambo. Aber den haben wir ja auch für ein. Ey, mir kommt vor, der Bree kommt nicht nach mit dem Putzen, ne? Weil der ist ja relativ schön. Da ist einfach nur Schmutz drauf. Bruder, lern doch mal richtig Auto putzen. Ich weiß ja nicht. So, den Ferrari können wir direkt reinstellen. Habe ich auch vergessen, Halbert. Wir brauchen mehr Drehteller, habe ich das Gefühl. Ah, ich habe ja eh einen draußen stehen. Dann stelle ich den nochmal rein, den Drehteller. Dekoration, nee. Upgrades. Das habe ich alles. Aber hier. Gibt es vielleicht noch was Neues zum Kaufen? Wände, Fenster. Ich könnte ja nochmal einen Drehteller hier daneben reinstellen, ne? Hier so in die Ecke. Oder nicht hier, wo der steht. Das wäre noch ganz cool. Dann haben wir jetzt so zwei Drehteller. Hm. Oh, man lässt mich den hier wirklich nicht hinstellen. Das nervt aber ganz hart. Ich finde, ne, wobei ich finde das jetzt nicht so schön. Wenn ich ehrlich bin. Fand ich vorhin schöner. Dann tue ich den Drehteller nach oben. Da habe ich oben zwei Drehteller, unten dann einen. Weil unten sieht es halt irgendwie komisch aus. Ah, jetzt. Oder vielleicht, vielleicht hier vorne einen Drehteller? Hier? Dass ich hier nochmal so ein schönes Auto dreht, das wäre auch cool, ne? Hier so in der Ecke ein schöner Wagen. Dann habe ich ja. Ja, da habe ich hier wieder zu wenig Platz hier. Nee, mache ich lieber nicht. Mache ich oben. Mache ich oben noch einen Drehteller. Machen wir den hier hin. Hier beim Aufgang direkt. Wobei, dann sieht man das nicht so durch. Oder hier. Oh, hier vielleicht. Ja, hier mal einen hin. Dann sieht das cool aus von außen, wenn hier ein, sich nur ein Auto dreht. Oh ja. Super. Wände. Wände, Wände, Wände. Können wir doch Wände durchdrehen? Braucht man nicht. Passt. Aber ohne Drehteller. Dann werden wir aber oben den Ferrari hinstellen. Ja, warum sind die FPS jetzt so smooth, hä? Leute, die FPS sind jetzt übelst gut. Was habe ich denn gemacht, weil ich jetzt hier in dem Menü drin war? Okay, das ist strange. Merkt ihr das gerade auch, wie smooth das Game gerade rennt? Das ist sehr komisch. Weil ich in dem Baumenü drin war anscheinend. Jetzt rennt das Game voll flüssig. What the hell? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Weil es hat die ganze Zeit vorhin so übelst... Hoppala, Aufzug oben. Es hat ja vorhin die ganze Zeit so übelst, ich sag mal, gestockt eher. Von den Framerates her. Und jetzt geht das voll geil. Hä? Also ich habe jetzt wieder über 60 FPS, davor nicht 30. Ist ja voll strange. Also das Game ist ja wirklich... Ganz, ganz komisch. Ich verstehe nicht, was das Game für ein Problem hat. Ich verstehe es halt wirklich nicht. So, ich stell mal hier hin. Hier oben vielleicht noch eine Chill-Area wäre noch ganz cool. Könnten wir oben noch hinbauen, ne? So ein bisschen mit Sofa hier. Schau mal, hier könnten wir noch Sofa hinmachen. Ein bisschen zum Chili-Milin, so wie unten. Das ist aber wirklich komisch. Warum leckt es jetzt nicht mehr? Hä? Was zum Teufel habe ich gemacht, dass das jetzt nicht mehr leggy ist? Wenn du irgendein Auto zum Verkauf, die behalte ich mir alle fürs Rennen. Wobei, ey, ist das egal, ich will ja mit denen ja gar kein Rennen fahren. Ich will ja nur gegen die heftigen Autos fahren. Die sind ja nichts wert da drüben, so, wisst ihr? Wobei, der Audi ist nichts wert, den verkaufe ich. Der ist halt wirklich... Der ist 8000, habe ich den gekauft, das ist für nichts. Den stellen wir rein.
ist auch wirklich komisch. Du musst nur einmal ins Baumenü gehen und das Game leckt nicht mehr. Das habe ich in keinem Spiel bis jetzt gehabt, so ein Mythos. Das muss mir mal einer erklären, wie das zustande kommt. Also den verkaufen wir auch direkt, weil der ist halt, wie gesagt, der ist nichts wert, der ist halt... Ja, er sieht besser aus, als er fährt, das ist immer so. Vom Preis her dasselbe. So den Ferrari verkaufen wir, da habe ich jetzt kein Bild von, dann nehmen wir einfach, der sieht ja fast hier gleich aus, ne? Ist ja okay, machen wir für 600.000 stelle ich den rein. Ich weiß, der Laden hat nur immer zu, Leute, das ist mir bewusst, dass der Laden noch zu ist. Und dann den... Warte, hab ich den habe ich jetzt drin, aber den Lambo... Ah, den habe ich auch drin. Der Audi, der wird verkauft. Ist das halt nichts wert? Was ist denn der maximal? Wobei 38.000? Echt jetzt? Ich dachte, der ist weniger wert. 38.000. Okay. Fair. That's fair. Ey, aber ich bin gerade so verwirrt, warum das Game nicht mehr leckt. Das macht keinen Sinn. Das ganze Game hat den ganzen Tag bei mir jetzt geleckt. Ich habe mich damit nämlich abgefunden, weil ich gedacht habe, ja, neues Update Autohaus und so. Da gehe ich einmal ins Baumenü und das ganze Laggy-Ding ist weg. Das macht keinen Sinn. Wann werden die Adventskalender verschickt? Das steht auf der Website. Auf dem Shop steht das direkt dabei. Ey, tipptopp. Und es ist eine Auktion. Nein, ich dachte gerade, das ist ein GTR, Alter. Nein, von Weitem hat es ausgesehen wie ein GTR. Jetzt bin ich enttäuscht. Och, nee. Ja, die muss ich ja fast kaufen mit den Felgen, Alter. Wie hat der das hinbekommen, hä? Ja, die Ansicht ist super. Ich kaufe das Auto, was lustig aussieht. Ich kaufe es dir für 12.000 ab. Beste Angebot, IO West. Ist ja wirklich eine gute Wahl getroffen. Ich weiß, Bri, ich weiß. Alter, aber den Felgen kann ich nicht nein sagen. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Ich glaube, das geht gar nicht eigentlich im Spiel. Ich glaube, das Auto ist verbuggt oder so. Cool. Haben ein Auto mit viel zu großen Felgen gekauft. Hauptsache, es fährt halbwegs. Ist ja okay. Solange es fährt, warum nicht, ne? So, vielleicht jetzt ein schönes Auto zum Rennen fahren. Oh, schon wieder? Ein Rari, Alter. Jetzt kommen die geilen Autos. Guck, jetzt steht ein Ferrari. Da können wir ja so viel Kohle mitmachen. Aber ich schaue zuerst die Auktion, weil letztes Mal war so, wie ich Rennen gefahren bin, war die Auktion weg. Das heißt, wir müssen zuerst zur Auktion schauen und dann Rennen fahren. Er hat die ganze Zeit auf 30p geschaut, weil ich gedacht habe, das Game ist so von der Grafik. Hab's jetzt erst gecheckt. Ja, moin. Ich meine, wenn du es auf 360p guckst, ist nicht viel Unterschied. Das Game ist wirklich nicht allzu schön von der Grafik her. Die sollten das vielleicht mal in der Unreal Engine machen. Das wäre ganz heftig eigentlich, das Game hier. Unreal Engine. Würde ich fühlen. Ist es nicht eh so, dass die Unity Engine jetzt ja immer Geld verlangt und es davor free war? Ist ja wirklich schon wieder nur Much drin, ne? Ja, bis auf der Porsche da, aber der ist halt auch, ja. Oh ne, ich häng fest. Oh nein. Oh nee. Ich habe viel zu große Reifen und es geht trotzdem nicht. Ja, ich häng fest mit dem Auto. Was machen die jetzt? Abschlepper holen? Mhm. Aber wisst ihr was? Ich glaube, den Porsche hole ich mir trotzdem, der drin ist. Der ist ja nicht schlecht. Also wenn der Preis stimmt, nehme ich ihn mir mit. Oh, super, jetzt häng ich da drin. Abschleppen. Pff. Geht ja nicht anders. Das Coole ist, es ist nur im ersten drin. Das heißt, musst du das erste Dings aufmachen und dann haben wir den Porsche direkt da drin. Ernas Autohaus, hier hauen wir sie gerne raus. Bei Ernas Autohaus, da hauen wir sie gerne raus. Ey, wait a second, den Lambo hier, also das ist jetzt zwei, dann ist auch mein Ferrari. Ich
Ich muss mir mal den Parkplatz jetzt hier bauen mit meinen Privatautos. Ach komm, ich mach das mal. Ich park mir die alle hier hin. Ist, glaube ich. Oder ist das entspannter als hier drüben hinstellen? Ich weiß nicht. Stimmen die hier alle mal auf. Also ich parke hier die SUVs ein. Ich muss mich ja langsam mal dran gewöhnen, dass ich hier die mal aufstelle. Ich lasse ein bisschen Abstand, weil hier habe ich mehr Platz, oder? Nee, drüben habe ich ja genauso viel Platz. Ah nee, vorne habe ich die Bushaltestelle. Wäre vielleicht besser, die dort vorne aufzustellen, wenn ich mit dem Bus fahre. Na, egal. Stelle ich mit denen hier vorne so hin. Dann lasse ich die Sportwagen hier vorne auch so stehen. So, die eher unnötigen Autos stelle ich nach hinten. Die eher nötigen Autos stelle ich nach vorne. Ich glaube, das ist ganz cool so. Retourzen. Ist ja noch immer nicht schön. Skoda stellen wir auch hier hin. Zack. Supra mit der 1000 PS. Die wir natürlich behalten werden. Ganz klare Sache. Stellen wir hier hin. Wobei, ich könnte ja eigentlich alle hier so reinstellen, ne? Aber dann habe ich Angst, dass ich was verkaufe aus Versehen. So, die stelle ich auch mal weiter rüber. Stehe jetzt schon echt lange so weit weg. Stellen wir dann so ein bisschen quer hier hin. Jo. War der so hässlich geworden? Charger. Passt schon mal zweiseitig. Und hier nochmal der Mustang. Den stellen wir doch auch schön auf. Weil so, dass wir hier auch wieder wegkommen. Stehen einfach mehr Autos draußen als im Laden. Ist schon cool so. Ist halt wirklich so, ne? Draußen stehen fast mehr Autos. Also 2, 4, 6, 8, 10, 11 stehen draußen. 2, 4, 6, warte mal hier, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, die sind doch ein paar mehr. Ne, 14 sind's. 14 Autos haben wir hier drin. Ich will nur nicht den Laden öffnen, weil jetzt bald die Auktion startet. Ich gehe zu Fuß rüber, weil dann kann ich mit dem Auto hier drüber fahren. Dauert eben ein bisschen, bis die Biete anbieten. Wäre schon nicht verpassen. Die bieten sich immer so hoch. Ui, bist auf 3.0 arbeiten. Ja, sieht eh so aus wie auf 3.0, ne? Die ganzen Autos ohne Logos. Küstlich-schmüchtlich, da bin ich dabei. Der Porsche. 39. Und dann nochmal ein Rennen gegen Ferrari fahren und hoffen, dass wir nicht verlieren. Das wird ja ziemlich funny. Danke der echte Erik fürs VIP werden. Dankeschön. Der allerechte Erik. So, den Rest dürft ihr gerne behalten. Ich weiß schon, was drin ist. Ah nee, weil das ist ja blöd. Ich kann den ja, ja, dann hole ich ihn später ab. Da mache ich da mal einen Laden auf. Oder ich, Leute, wir können auch einen Laden ein bisschen weiter bauen, vielleicht dreistöckig werden. Oder vielleicht ein bisschen schöner machen. Wisst ihr was, ich glaube, ich richte den Laden noch ein bisschen schöner ein in der Zwischenzeit. Weil ich möchte jetzt noch nicht aufmachen, weil ich mir denke, den Ferrari, den hole ich mir jetzt noch. Und vielleicht die ganzen Autos hier werde ich jetzt auch mal bald verkaufen, weil die stehen hier nur rum. Ach, das sieht so hässlich aus, ne? Ich hätte den nicht hinten hochlegen dürfen. Mach mal rein, dein Computer. Office-Bearbeitung. Dekoration. Das brauchen wir. Ich würde sagen, wir machen hier nur so ein bisschen eine Chill-Area hin. Hier so im Aufgang vielleicht, ne? Hier, ne, wobei hier unten ist ja auch eine Chill-Area. Den hier so hin und den hier so hin. Bei so einem kleinen Table. Dann stellen wir hier hinten so ein bisschen so Prospekte stehen an hier drauf oder so. Hm,
Sieht man den von außen? Nee. Hier so Blümchen drauf. Ah, die kann ich nicht draufstellen. Warum nicht? Was soll denn das? Warum kann ich die Blumen nicht draufstellen? So. Ja, Leck des Jahrhunderts. Also das mit den Lecks müssen die aber echt mal hinkriegen. Das war früher nicht so. Das ist seit dem Update. Das sollten sie machen. Zaun, ja. Und vielleicht ein paar mehr Sachen, mehr Props zum Reinballern wäre halt schön. Wenn du über die rauf gehst, schießt dir das dritte Ding an, ne? Ist auch nicht so gut. Ja. Nee, warte, machen wir das vielleicht ein bisschen anders, weil du haust ja direkt den C an. Wenn du hier hochkommst, machen wir das hier so. Genau, und dann den hier so. Das besser aus? Ja, doch, sieht besser aus. Auf alle Fälle. Ich finde es so schade, dass wir das nicht hier draufstellen können. Dann stelle ich das hier irgendwo so hier hinten rein, einfach. Sieht ein bisschen schick aus dann. Jo. Was haben wir denn noch? Das Pferd. Gut, das haben wir schon irgendwo stehen, aber. Hauptsache, das Pferd kriege ich hier drauf. Das ist so typisch. Also sieht sicher cool aus von außen, ne? Oh, das sieht mega aus. Oh ja. Das lassen wir so. Sieht cool aus. Was ist das Ding eigentlich, dass wir hier Leute reinziehen können? Was es so gerade im Angebot gibt, wie bei so einer Currywurstbude ein bisschen. Wir schauen mal, wie es aussieht. Car for sale. Also wenn wir das draufschreiben können, behalte ich es mir. Wenn nicht, dann tue ich es wieder weg. Ach, den hörst du die ganze Zeit schrubbt der da unten. Das ist so nervig. Hört mal auf zu schrubbel! Ist doch unglaublich nervig, ihr Hunde. Ah ja, da haben wir das Problem, dass das Ding wieder komplett falsch dasteht. Ich glaube, ich muss das so umdrehen, ne? Dann steht es erst richtig. Ja. Sieht aber auch irgendwie komisch aus. Egal. Besser ist, wenn da nichts steht. Unterstützung. Ich meine, wir könnten vielleicht noch einen Balkon oder so machen oder vielleicht hier außen noch ein bisschen was verschönern. Vielleicht von außen so einen kleinen Notausgang. Ey, wir können hier bauen. Das geht. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich hier weitergebaut. Aber ich kann hier, glaube ich, nur die Treppe kann ich bauen. So einen kleinen Notausgang könnten wir bauen. Runter, aber sieht halt von draußen sieht es halt blöd aus. Dekoration, Türen, was gibt's denn für. Vielleicht eine neue Eingangstür, vielleicht kann ich gar nicht so schlecht, ne? Aber die jetzige. Ich glaube, die sieht schöner aus. Wir machen die mal weg. So. Die sieht ganz hübsch aus, aber ich will so eine richtige. So richtige Baba-Tür, wisst ihr? Ja, die sieht schöner aus. Das sieht gleich viel einladender aus, das nehmen wir. Gibt es sonst noch andere? Die haben wir jetzt, ne? Die haben wir. Die wird es noch geben. So ein Garagentor mäßig. Aber da finde ich die cooler rechts. Sie sieht halt moderner aus. Dekoration. Wir machen halt das Beste draus. Wände. Nee. Ah, ich will ja das Ding da unten gern einbauen, aber es geht halt immer nicht. Ne? Das können wir nicht machen. Da wollte ich ja eigentlich auch machen, dass du hier oben safe bist, dass ich runterfallen kannst, aber geht auch nicht. Vielleicht geht aber es, wenn wir hier. Dekoration. Nee, geht auch nicht. Die Leute fallen ja einfach runter, das passt schon. Ist doch egal, wenn die auf die Fresse fallen. ja, warte, hier. Können wir eigentlich. Ja, rein theoretisch können wir hier weitermachen, ne? Also, ich glaube, wir können sogar drüber layern. Über das, wenn hier oben offen wäre. Ah ne, können wir nicht. Wir können ja so hier nochmal das Treppenhaus erweitern, wenn wir das wollen. Will ich das? Will ich wirklich ein drittes Stockwerk? Ja, ich komme halt nicht mal mit dem zweiten Stockwerk zurecht. Aber vielleicht draußen nochmal ein bisschen Wand machen? Ein bisschen verschönern so? Vielleicht auch mal hier so machen? Weil es wird ganz cool aussehen, ne? Und hier so rüber.
Oh, ich hätte sogar eine richtig coole Idee. Das wär ziemlich cool hier oben. Wenn ich das obere Stockwerk einfach erhöhe, dass du hier nochmal in den Cube durchgucken könntest. Das wäre noch ganz cool. Also so einen Cube rausbauen. Dann könnte man das maybe dann so machen. Hier so weiter, hier nach hinten. Weil sieht das blöd aus. Irgendwie finde ich, das hat was hier oben, das hier. Oder müsste ich das erweitern, die dann so nach hinten ziehen? Ich schau mal, wie das aussehen würde. Einfach für die Optik. Ja, doch. Doch, doch, doch. Sieht cool aus. Machen wir. Einfach für die Optik. Uppala. Verbaut. Da können wir nämlich in den Raum so ein bisschen erhöhen. So, dich bearbeiten wir und ziehen rüber. Dann müssen wir dich doppelt kaufen. Doch, das sieht cool aus. Ich mag das. Boah, wenn wir jetzt einmal das Ding hier hochziehen. Erna for President. Erna Laden. Danke auch an Nobody für 2 Euro fürs Sichts dazuschreiben im Superchat. Das freut mich auch sehr. Büro ist schließen. Ich finde das immer so schön, diese Übersetzung einfach. Das freut mich einfach. Also wirklich, das ist so schön, wenn man das lesen darf. Jetzt gucken, wie das aussehen würde, wenn wir da so. Ja, doch, ist cool. Ist cool. Und dann machen wir hier nochmal die Dings hoch. Das sieht richtig gut aus. Ich hätte früher auf die Idee kommen können. Jetzt nochmal ein bisschen erhöhen. Und dann könnt ihr vielleicht nochmal so ein Stockwerk hochbauen. So ein kleines, wisst ihr, so ein kleiner Showroom, wo dann da vorne in der Glaswand nochmal ein Auto drin steht. Oh, das wäre eine richtig geile Idee. Aber nee, da komme ich ja mit. Wo ist ja ein Aufzug hochbauen? Das geht doch gar nicht. Wird zu viel Platz wegnehmen. Das ist dann der Aufzug, der dann zu viel Platz nimmt. Ja. Und besser doch nicht. Und einfach nur für die Optik. Dann nehmen wir das hier nochmal weg und das hier. Fenster, jo. Jo. Und dann nochmal Fenster. Hat Stil. Hat Stil, ja. Oh doch, das sieht ja mega aus. Das sieht richtig gut aus. Das sieht jetzt so ein bisschen so aufgeteilt aus, wisst ihr? So ein bisschen. Und hier haben wir die Chill-Area. Kann sie hier so nach oben gucken. Doch, das gefällt mir gut. Aber wenn ich jetzt hier nochmal hochbauen wollen würde, rein theoretisch. Will ich jetzt nicht, aber jetzt rein theoretisch. Wie würde ich denn dann hier die Treppe hoch machen? Vielleicht eh hier weiter. Warte, man könnte hier weitermachen. Aber da müsste ich hier vorne Platz machen. Oder man macht so, dass es hier der Aufgang wäre. Das wäre auch eine Möglichkeit, hier so hoch. Ja, das wäre auch cool. Also nur falls ich mal einen zweiten Stock machen möchte, meine ich jetzt. Cool aussehen tut's auf jeden Fall. Vielleicht nochmal hier das hier verwenden als Design-Element? Nee. Ja, das Autostuben. Dekoration. Ich ja irgendwas noch bauen. Ich könnte noch was probieren. Ich könnte halt noch mal ein bisschen nach außen das Ganze versetzen. Hier, das ist so ein bisschen, ne? Oh, ich hätte sogar eine Idee. Das ist gar nicht mal so schlecht, die Idee. Muss ich hier unten ausbauen. Und dann habe ich hier hier die Wand so ein bisschen eingedingst.
Ne, das sieht blöd aus. Das sieht richtig doof aus. Ah, nee. Wir hatten das ja schon einmal so ein bisschen probiert, ne? Das so irgendwie zu bauen, aber irgendwie sieht das dann doch etwas doof aus. Ja, wir müssen dann hier die Platten reinballern. Ich meine, die können wir später wieder wegmachen, aber... Nee, sieht doch doof aus. Ich mach mal kurz hier die Platten nochmal weg. Weg, weg. Na, ich mag's weg machen. Weg, weg. Und weg. Na, ich weiß nicht. Nee, ist doch doof. Habe ich schon einmal gemacht. Jetzt habe ich aber eine Idee. Das ist aber gar nicht so doof, ne? Das ist gar nicht mal so blöd. Und dann hier das so ein bisschen hoch. Oh ja, das sieht ja mega aus. Dann bauen wir das so ein bisschen raus, wisst ihr? Ihr wisst, was ich meine. Dann bauen wir hier das Ganze, ziehen wir hier rüber. Ja, das sieht natürlich dann mega aus. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist ein geiles Design-Element. Und jetzt haben wir hier beim Aufgang nämlich das Geile, dass hier die Leute weiter durchgehen können und wir so die hier diese kleine Chill-Ecke haben. Diese Chill-Area einfach. Dann ist das hier drin auch viel schöner, finde ich. Ich sollte Architekt werden. Ich baue für euch euer Autohaus. Euer Traumautohaus bauen wir hier. Und das vielleicht so ein bisschen anschrägen. Das ist ein bisschen... Ja, sieht ein bisschen chilliger aus. Lass hier so reindrehen. Ja, das ist doch geil. Jetzt haben wir unten so einen kleinen Vorbau. Mhm. Doch, hat was. Mach doch das Tor auf die Seite. Wie auf die Seite. Man ist ganz rechts rüber. Da ist halt blöd, weil ich beim Front, beim einen freien fand, von der Ding, das würde nicht so ganz funktionieren. Ich das auf die Seite bauen würde. Stell Autos aufs Dach. Ey, rein theoretisch, wenn ich hier ein Auto raufstelle, würde das sogar ganz cool aussehen, ne? So als Werbefläche. Wenn mir hier, oh, das ist ja voll die geile Idee an sich. So ein Werbeflächenauto. Aber ich kann das Ding hier nicht mitnehmen gerade. Dass wir hier oben so einen Autospin haben, ne? Würde ich fühlen. Würde ich heftig fühlen. Schauen wir, wie das aussehen wird, wenn wir das hier nur seitlich nochmal machen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Finde ich aber ohne besser. Hat dann was. Wenn es so ein bisschen drüber steht. Wir können nochmal probieren, hier dann so eine... So beim Eingang nochmal das jetzt zu machen. Das sieht auch nochmal cool aus. Oder vielleicht das hier nochmal wegmachen. Man muss halt ein bisschen rumprobieren. Nee, sieht ohne besser aus. So, vielleicht noch wegen Stelzen gucken. Nee. Stelzen wären cool. Wenn wir so kleine Stelzen hätten, die wir hier unten platzieren könnten, wäre halt echt cool. Aber haben wir leider nicht im Spiel. Überlegen, ob ich das hinten auch nochmal mache. Ah, nee, hinten kann ich gar nicht. Oder kann ich hinten auch? Ich glaube, hinten kann ich nicht mehr weiterbauen. Nope. Das heißt, wir können das nur nach vorne bauen. Aber das ist schon cool. Reicht ja aus, wenn es so vorne so ein bisschen aussieht. Also platztechnisch macht es Sinn. Und vielleicht soll man hier so ein bisschen Licht reinkriegen. Wie hier oben Fenster reinmachen. Ich glaube, es ist zu viel Fenster. Nee, das passt schon so. Ist okay.
Gefällt mir. Ich gehe mal nach oben, schau's mal an. Jetzt können wir hier hochgehen und dann hast du hier diese Ecke, Chill Area. Das Pferdchen steht. Hier haben wir jetzt diesen Bereich. Das sieht jetzt richtig edel aus. Also das sieht wirklich edel jetzt aus. Auch jetzt der Eingang sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Schauen wir nochmal nach vorne. Die neuen Türen sind ja da. Da kann ich die nach innen. Oder soll man die nach außen? Wobei es ist besser, wenn die nach außen aufgehen, weil dann hast du innen nicht das Problem, dass hier die Tür im Weg ist. Ist eigentlich besser so. Passt schon. Ja, doch, sieht besser aus. Auf alle Fälle. Viel cooler. Wir müssen nach Hause fahren. Die Nachbarschaft. Aber Autos aufs Dach stellen ist gar nicht so eine dumme Idee für Werbung. Ich meine, das Auto können wir halt nicht verkaufen, weil da kommt keiner hin. Aber so, wenn man einen Lift hochbauen, einfach nur fürs Auto. Ich würde im Vorbau eine große Fensterfront mit Showcar einsetzen. Stimmt, wäre halt auch cool, ne? Aber dann ist das ganze Design von der Front irgendwie dahin, weil die Front habe ich extra gemacht, damit wir nicht alles voller Glas haben. Das war ja der Sinn dahinter. Deshalb macht es halt dann wiederum Sinn, dass es halt so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Wenn wir das jetzt noch wieder komplett Glas machen hier vorne, dann finde ich, dann sieht es wieder zu viel aus. Da haben wir wieder zu viel Glas drin. Und das wäre der Grund, warum wir diesen Mittelblock ohne Glas so gemacht haben eigentlich. Das wäre der Grund. So, wir schauen schnell rüber, was es gibt für... Oh nee, jetzt habe ich den... Jetzt bin ich das Rennen ja nicht gefahren. Ich bin so blöd, ey. Jetzt habe ich mich so vertieft ins Bauen, dass ich das Rennen nicht gefahren bin gegen den Ferrari, ne? Ah... Ich bin ein Loster Boy. Wie kann man so lost sein? Ich wollte diesen Ferrari haben, ey. Und fahr dann einfach das Rennen nicht. Ich hätte den so easy kriegen können. Was ist das für ein Auto? Ich sehe es nicht. Auto, das er nicht braucht. Okay. Ey, hier hinten bleibst du immer stecken. Ich habe das mit Absicht gemacht. Jetzt bin ich echt ends mit. Macht das dritte Tor von rechts, das sieht noch besser aus. Nee, ich möchte ja so ein Glastor haben. Das andere Tor, ich habe es mir angeguckt, das ist zwar auch aus Glas, aber... Ich hoffe, der Ferrari steht jetzt auch da. Bitte sei noch da, Bri. Nein. Oh, da steht der. Da steht der Wagen. Da ist der Enzo. Da ist er. Leute, das ist das Auto, was am meisten, ne? Am meisten... Ey, warte, aber den zieh ich ab, der will 19.000. Das ist der Wagen, der am seltensten ist im ganzen Spiel. Einfach der Enzo. Und ich will doch nur den GTR haben. Jetzt habe ich wenigstens mal einen Enzo auch gesehen. Aber wenn ich gegen den Rennen fahre, mit dem... Wisst ihr, was ich jetzt schaue, ob ich mit dem schneller bin, mit dem anderen Wagen. Mit dem, ihr wisst schon welchen. Müsste ich eigentlich schneller sein. Glaube ich, wenn ich mit dem fahre. Der hier, das ist so das schnellste Auto, das wir haben, ne? Glaube ich. Ich probiere es mal. Ich mach rein, da genau. Will nur ein Auto drin stehen? Nö. Das ist zu lange, um wieder ausverkaufen gehen. Aber ich glaube, ich bin mit dem schneller als mit dem Enzo. Das testen wir jetzt gleich mal, weil ich habe eh kein Enzo zum bieten, also fahren wir mit dem. Aber ich könnte den Porsche könnte ich antreten dann. Müsste ein FXX nicht der Enzo sein, echt? Maxi Mercedes. Es gibt ein paar Mercedes, die ich schön finde. C63 AMG ist ganz schön. Aber es gibt nicht so viele, wo ich sage, das ist jetzt was für mich. 20.000, 22.000, 25.000, 26, 20, 20, 27. 27 war jetzt das höchste, ne? Passt. Jetzt bin ich gespannt, ob ich den Ferrari abziehe. Bin ich gespannt. Schauen wir mal. Zieh mal den ab oder nicht? Was sagt der Chat? Was schreibt der Chat? Kriegen wir den weggesammelt oder nicht mit dem Auto? Weil das wäre schon heavy, weil schau mal, was der alles drin hat. Der hat alles verbaut. Der hat einfach alles drin verbaut, was geht. Und wenn ich den jetzt wegsammle mit meinem Auto, wäre das so lustig. Das wäre halt wirklich funny.
Das ist ja so richtig funny frisch. Also ich muss den Motor anmachen. So, Rückwärtsgang. Okay, schauen wir mal. Er ist nicht so schnell, ich hab da Chat, okay. Schauen wir mal. Der ist ja wirklich langsam. Alter, ist der langsam, hä? Was? Der ist so schnell gefahren wie der Audi vorhin. Eieiei, ist der langsam gewesen. Aber der GTR ist der schnellste, schreibt er im Chat. Ja, deshalb will ich den ja haben, aber ich krieg den nicht. Ich krieg den Wagen nicht. Ist unmöglich, dass ich an den rankomme. Das macht mich schon sad in der Hinsicht, dass ich irgendwie schon das Game spielen wir jetzt schon seit 3-4 Streams mittlerweile und ich komme nicht an den GTR ran. Das Auto ist einfach so dermaßen selten. Immerhin habe ich gewonnen. Das ist schön. Dass ich wesentlich mal gewonnen habe im Rennen. Oh, schau mal, der fährt hier nochmal. Und schau mal, jetzt leckt es bei mir wieder. Übelst funny. Jetzt, wo ich das Rennen fertig gefahren habe, leckt mein ganzes Game wieder. Ich glaube, das liegt irgendwie am Rennfahren vielleicht. Ich schau mal rüber. Ich gehe nochmal in den Baumodus und wenn es dann wieder weg ist, dann weiß ich Bescheid, dass der Baumodus die Lags wegmacht. Ja, richtig lustig. Aber jetzt ist wieder laggy. Die Laggy lockt bei mir gerade. Schauen wir mal. Geh mal Auto verkaufen gehen. Ja, schau mal, das ist wieder alles so voll laggy. Die Laggy lockt. Oder mal in den Baumodus reingehen. Wenn das der Fix dafür ist, dann ist das echt funny. Tatsächlich, jetzt ist wieder alles smooth. Das ist der Baumodus. Also sobald ich in den Baumodus reingehe, leckt es nicht mehr bei mir. Ach, auf das musste mal kommen, bitte. Auf das musste mal kommen. So, jetzt machen wir mal den Laden auf, dass wir die Autos verkauft bekommen. Zack. Soll mal reinkommen. Ich glaube sogar, ich verkaufe den hier auch gleich mit für einen super Preis. Website, Auto verkaufen. Den Citroën verkaufe für 12.000 gehe ich dafür, super. Mach da nicht mal ein Bild rein. So, den können wir auch gleich verkaufen. Ich glaube, der ist auch nicht so viel wert. Und den GTI verkaufen wir auch gleich. Wir kaufen einfach alle aus, dass wir mal wieder Platz haben. Volkswagen Golf. Die können wir für 36 verscherbeln. Kaufen. Da steht hier nochmal vor mir, der. Die Tröne haben wir jetzt verkauft. Also ist im Verkauf drin. Zum Verkauf. Was steht denn hier vor mir für ein Auto nochmal? Der ist aber hier links drin. Also entweder ich finde ihn gerade nicht oder. Ist so lost? Lamborghini. Ah, hier. Da ist er. Verkaufbar für 18.000. Ist halt nichts wert. Da brauche ich ja gar nicht mal ein Rennen fahren gegen das Auto, weißt du, weil es halt nichts wert ist. Mhm. Jetzt ist ein richtiger Golf drin? Ja. Ah, da ist schon. Ah, Käufer, Interessent. Am Audi S5 für 29.000 ist doch super. 38 können wir auch verscherbeln. Sagt die Dame, sagt die 38? 31. Ja, da bin ich dabei. 35, das Ding ist weg. 38 Maximalpreis. Ah, verkauft. An die Dame. Direkt verkauft. Oh, hier interessieren sich zwei an einem wunderschönen Schmuckstück. Für 28 steht da drin. 26 ist mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Das ist mir viel zu wenig. Der tut mich auch, ne? Wieder nach Hause gehen. 12. Ich habe für 11, ich habe da mehr Geld rein investiert als. Ach, egal. Ist eine Unverschämtheit.
14, das geht immer noch. Wie wär's denn mit 16 und das ist dein Auto? Der ist nämlich eh nichts wert, verstehst? Passt, super. Golf GTI, ich habe gehört, sie wollen ihre Freundin von der Schule abholen. 22.000 ist er Kaufpreis gewesen und er möchte mir 23 geben, das ist ein bisschen blöd. Verkaufe ich nicht an ihn, das macht keinen Sinn. Der habe ich ja viel zu teuer gekauft, ups. A29, schau mal hier, da können wir was machen. 34.000, ich glaube, dann nimmt die den mit. Oder? Siehste. Machen schon nochmal. Nee, so den lasse ich aber noch stehen, den will ich noch behalten. Boah, ich will ja noch so viele Autos behalten. Wobei, den können wir verscherbeln. Ist mir gerade eingefallen. Der ist ja auch. Der muss weg vom Platz. Den müssen wir ganz billig reinstellen. Wo ist er denn? Chevy. Chevrolet. Ist er das hier? Ich glaube, das hier ist er. C10, oder? Das müsste er sein. Für 12.000 stellen wir rein. Jupp. War der richtige. Ich muss halt den Wagen loswerden, wenn ich dann einen guten Preis von jemandem bekomme. Viel zu wenig. Ich werde bald gehen. Warum denn? Ja, der geht doch einfach. Weiß nicht. Wenn du bald gehen möchtest, dann geh doch einfach. Du wirst mir viel zu wenig bieten dafür. Schau mal, da fangen wir an. Da ist schon mal die richtige Sorte Mensch in meinem Laden. Wieso für 700.000 verscherbelt das Ding? Ich bin glücklich, du nicht. Das war viel. Oh, da oben der Goldene. Die wollen den ja haben. Oh, da ist ja auch sehr viel los. Bitte. Na, sicher nicht. 400 wollte er mir dafür geben. Alter, wirklich? Warum so wenig? Hä? Der ist doch schön, der Wagen. So in Gold, wie neu der Wagen, ne? 900.000. Und ich steck schon wieder, das ist super. Mein Auto hat Driftkit. Schön für dich. Ach so, das sag ich. Uppala. Hey, Alter, hallo Bruder. Genau so geht's im Autohaus zu. Und dann steckst du erstmal fest und hältst tiefen Augenkontakt. 628, die wollen ja mir nichts geben dafür. Der Wagen könnte für 900.000 verkauft werden. Der ist wirklich schön, der Wagen. Was ich wirklich sage, so 720. Sagen die dann ja. Man muss sich nur trauen. Dann geht das schon. Man muss sich nur trauen, Leute. Dann funktioniert das wie von selbst. So, da sind ein paar Interessenten an dem Wagen. Wunderschönes Auto. Ah, ist die Frau von der Bar. Ja, wir kennen uns doch. Ja, an dich verkaufe ich das direkt. An dich verkaufe ich das. Ja, hab ich ja gratis bekommen. Da war ja was. Für dich verkaufe ich den für 11.000. Das ist das beste Angebot. IO West, bessere Auto gibt's gar nicht. Dankeschön. Endlich kommen mal die Autos weg. Der ist interessiert am Auto, aber ich kann mit ihm nicht reden, weil der da wieder drin steht im Auto. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Weißt du was, dann reden wir auch gar nicht miteinander. Passt schon. Wir reden nix. Schau, kleiner Bulli. Für einen 12er, jo. 8 Villa. Pass auf, mach Schnäppchen. Die wär's denn mit 11.999. Was hältst du denn davon? Top Angebot eigentlich. Ne, geht nicht. Weiter kann ich nicht runtergehen. Sorry, nur der eine Dollar. Tut mir sehr leid. Also der eine Pfund. Aber der bietet schon mehr. 11.999. Ich glaube, der nimmt das für einen Pfund weniger. Was ein Idiot, Alter. Erst runterhandeln. Da dachte sie so, ui, Mensch. Da habe ich das Auto jetzt um einen Pfund runtergehandelt. Da muss ich zugreifen, hat er sich gedacht. Das ist so ein Angebot, kriegt er kein zweites Mal. Was ein Idiot. Das kriegt er kein zweites Mal. So. Bitte! Jetzt aber einen anständigen Preis für den Wagen, der ist wie neu. Der hat 6.000 Kilometer drauf, das ist aber kein anständiger Preis. 400.000. Wobei, bis jetzt der höchste, glaube ich. 436. Nee, du kannst nach Hause gehen und ich verkaufe an dich für 500. Wenn du den für 540 mitnimmst, ist es deiner. Er nimmt die eh trotzdem mit. Nee, nimmt er nicht? Okay. 500? Bitte nimm für 500. Bitte. Danke. Einfach, dass ich ihn los bin. Und irgendeiner, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendeiner hat doch hinten gerade mein Audi A8 kaputt gemacht. Das ist nicht gut.
Aber ich werde den Wagen jetzt folgendes. Ah! Ich muss einsteigen auch noch können, ne, Prinzessin? So. Ich werde den jetzt mal die Tieferlegung hinten reinmachen, weil mir geht das so auf den Sack, dass der so aussieht. Mir geht das halt so dermaßen auf den Sack. Entschuldigung. Der muss hinten unbedingt wieder tiefer, weil es sieht zwar am ersten Blick ganz cool aus, aber ich störe das einfach nur noch. So. Weil mir der auf dieser schönen Fläche steht. Played Fortnite. Ja. Spielen Sie auch Fortnite, der Herr? Haben Sie schon Battle Pass geholt, den neuen? Dankeschön an Papa, der Apfel fürs VP werden. Vielen Dank dafür. So, stimmt rein. Ich muss das auch noch von der Auktion holen, ne? Wobei der Porsche da auch cool aussehen wird auf dem Tresen da drauf, aber komm. Den können wir nach oben stellen. Den stellen wir nach oben, weil der sieht echt schick aus. Oh nee. Er muss die Treppe nehmen. Ich habe den Fahrstuhl verpasst. Ach stimmt, wir haben jetzt hier zwei Tresen. Na, passt schon. Ich stelle aber doch noch hinten. Auf den hier. Da sieht das schick aus. Auf eine Drehtelle. Na komm. So. Na. Die Autos auf dem Drehteller platzieren ist nicht so easy, wie es aussieht. Jetzt aber. So, ein Auto kommt auf dem Drehteller oben hin tun. Da würde ich sogar sagen, wir haben eh, glaube ich, ein schönes Auto noch irgendwo stehen. Der Porsche hinten, ne? Oder habe ich hier noch ein Auto, was doppelt ist? Irgendwas, was ich verkaufen kann? Nö. Man muss den Porsche hinten holen, weil den möchte ich noch auf dem Drehteller tun. Aber den halt drauf. Mein Porsche, den ich vorhin mir gesnackt habe. Ja. Hat der einen Schaden? Wenn nicht, dann kommt er direkt auf den Drehteller. Schauen wir mal. Oms an Schaden. Oh ja, der hat einen Schaden. Dann, Aufi. Mal am nächsten Morgen machen wir den. Sieht schon irgendwie komisch aus, das Gebäude, ne? So mit dem Ding da vorne. Aber es hat Stil. Es hat wirklich Stil. Es hat was. Es hat was. Es ist was ganz Besonderes. Lass was einfach so dastehen, ist was Besonderes. So ein Autoglas. Bau vor, doch vorne rechts unten am Autohaus. So ein Glaskasten mit Auto und Drehteller. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Müssen wir mal schauen. Endlich mal ein bisschen Geld verdient heute. Endlich mal ein guter Tag gewesen. Jetzt kommt sicher wieder die Rechnung zum Zahlen. Ich kenne das. Hey, der Automarkt ist geöffnet und das Büro ist schmutzig. Ich meine, das absolute Nonplusultra wäre, wenn wir beim Automarkt den GTR finden würden, aber kann mir der Chat sagen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, da einen zu finden, ist gleich bei null. Weil es schon in der anderen Dings ist das schon fast bei null, einen finden. Wir kommen vorher trotzdem, beim Automarkt findest du. Oder zum Beispiel hier, das wäre lustig, wenn du hier einen GTR finden würdest, in der Nachbarschaft. Einfach so voll random. Das wäre so funny einfach. Aber mir haben halt die Leute geschrieben, ja, du kriegst ihn nur vor der Aktion. Deshalb, ich mach mir da gar keine Hoffnung von. Aber schau, hier steht wieder ein Audi A8, steht wieder hier vorne, wisst ihr? Man weiß ja nicht, vielleicht kommt irgendwann mal das richtige Auto. 400.000 glatt nimmt er das an. Dieser Preis stört mich. Und warum verkaufst du ihn dann, wenn es dich stört, Bruder? Ja, nur bei Auktionen schreiben die Leute, das ist halt... Macht mich schon traurig. Weil warum kannst du, weil hier kriegst du ja auch alles andere so. Ist doch uncool. Warum nur bei der Auktion dann? Weil die ist ja nicht so oft. Es ist bei 0,001%. Ja, so fühlt es sich halt wirklich an, Bruder. Es ist halt, an dieses Ding ranzukommen, ist es halt wirklich schlimm. Auto Electrics and Tuning. Schau noch was, das könnte ich noch schönes verkaufen. Supra. Ich könnte eigentlich diese ganzen, ich könnte die ganzen SUVs mal verkaufen. Für was brauche ich die jetzt noch? Ich meine, wenn ich jetzt hier rüberfahre,
Ich würde jetzt eh nur noch Rennen fahren, wenn irgendwie jemand ein wirklich teures Auto hat. Was rentiert sich das? Wenn so ein SUV oder so das kriegen müsste. Jesus Maria. Ui, oh ja, da fahre ich ein Rennen mit. Oh ja. Ja, ich verkaufe die ganzen anderen Autos und fahre dann ein Rennen mit dem Typen. Geil. Bin ich voll dabei. Ich sag doch, es rentiert sich ja gar nicht, die ganzen Autos hier drum zu behalten. Schmeiß mal alle weg. Also, die ich schmeiß mal natürlich nicht weg, aber die sind ja schon getuned und alles. Hier alles schön aufgetuned. Die tun wir einfach in den Laden rein. Da haben wir heute einen SUV-Laden bei uns. Wir verkaufen heute ausschließlich SUVs. Sieht halt wirklich so aus, als würden wir fast nur noch SUVs verkaufen. Aber die geben auch noch ein bisschen Kohle. Wozu soll ich die halt noch da haben, wenn ich sie eh verkaufe? Ich brauche sie ja nicht mehr. Also ist mir gerade auffällt bei der Tür, beim Reinfahren ist er ein bisschen aufwendiger. Ups, leicht angeschliffen. Da habe ich mal endlich wieder Platz. Hab eh viel zu lange die Autos hier drin gelassen. Zack. Ja, drei SUVs drin stehen. Boah, jetzt fülle ich das aber voll auf, das Auto. An den könnte ich auch verkaufen hier vorne, den Wagen, den Buick, weil der ist noch kein einziges Mal irgendwie wo gefahren. Ja, das macht schon Bock, Autos zu verkaufen. Ui. Ich glaube, den hier vorne lassen wir in der Sammlung drin. Den Chevy. Weil ich finde, der hat schon Stil. Der macht den Laden aus. Würde ich auch nicht verkaufen, jetzt gerade auf die Schnelle. Sagt, ich werde ein paar Autos halt drin lassen. Und dann auch den, ja den, gut, den verkaufen wir direkt draußen, oder? Oder soll man den reinfahren? Mal den reinfahren? Ich komm, fahr mal rein. Der ist halt so hässlich. Das Ding ist halt, mit den Felgen, das geht halt gar nicht fit. Aber stell mal rein. Au. Oh. Wird schon jemand holen, das Ding. Man gibt euch diese ganze SUV-Abteilung bei mir. Alles voll mit SUVs. Dann sollten wir, glaube ich, so um die 3 Millionen haben, wenn wir das Ganze hier verscherbelt haben. So, das behalte ich, das behalte ich, das behalte ich. Ich weiß gar nicht, ob ich den Charger behalten soll. Ich meine, der ist relativ selten. Ich behalte ihn einfach. Den behalten wir auch. Den behalten wir dabei auch. Und der ganze Schmarrn bis auf der hier wird verkauft. Dann haben wir auf oben Platte sind jetzt. Wo ist denn der Porsche hin? Ach warte, ist in der Reparatur hinten. Da habe ich ja noch meine Aussicht noch verscherbeln muss. Uiuiui. Kannst du bitte mit dem Glaskasten probieren? Ich würde da vorne keinen Glaskasten hinbauen eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Würde ich nicht machen. Volles Tuning. So, Driftkit, Rennset. Turbo kann ich nicht verbauen, das Ding da. Blade, aber lol. Geht Ö? Geht ja nicht in jedem Spiel, ne? Man kann ja probieren. Zack, dann nochmal lackieren. der Herr mit dem Kennzeichen bitte kommen Sie zur Kasse, Ihr Auto steht falsch. Ich habe gleich noch gar kein rotes, heftiges Metallic gemacht. Muss ich mal schauen, wie das aussieht. Wie sieht denn das aus? Danke an Maddie, beste Streamer ever, vielen Dank. Wir können eine Fertigkeit für die niedrigen Rang eröffnen. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. 300 Bucks, die wir da zahlen, das ist komplett okay. Jetzt polieren wir das Ding auf. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus, ne? Aha. Der sieht richtig gut aus in der Lackierung. Oh, krass. Der kommt nach oben. Der kommt auf jeden Fall nach oben.
in einem nagelneuen R8. Nur nicht anfahren. Ich komme im nagelneuen R8. Der kommt auf den Drehteller. Also Dana sollten wir halt echt Kohle ohne Ende haben. Hier die Dings fertig haben. Boah, sieht echt nice aus. Ein nagelneuer R8. Vielleicht sollten wir oben ein paar mehr Drehteller hinbauen, dass wir oben einfach so eine Premium-Abteilung, habe ich eh schon gesagt, dass wir oben Premium-Abteilung haben und unten die normalen Autos. Aber ich habe halt so keinen Bock, jedes Mal die Autos da hoch zu scheffeln. Das ist immer so viel Aufwand. Jedes Mal den Fahrstuhl nehmen. Wie wär's, wenn wir einfach 5 Fahrstühle einbauen? Weil da habe ich keinen Platz mehr. Wobei, wir könnten vorne noch Fahrstühle bauen. Sieht das dann nie so schön aus. So, Porsche. Machst du bitte schön Driftkit machen wir? ESP, alles rein, Suspension. Höhergelegter Porsche vielleicht mal. Warum auch nicht? Haben wir den auch rot? Und Offroad-Räder, wenn wir haben. Ja, komm, nehmen wir die auf. Einen Offroad-Porsche bitte zum Mitnehmen. Hat sich hier schon mal jemand gebaut, sowas? Machen wir auch. Mal rot. Red on red. Ja, ich darf das Lambo-Rennen nicht vergessen. I know. Das fahre ich gleich. Dieses Mal werde ich es nicht vergessen. Ich stelle den nur noch so her. So. Muss ich jetzt eh schnell machen, ne? Bevor hier die Dings ausgeht. Bevor mir die Zeit ausflöten geht. Schnell zum Lambo-Rennen. Weil wir können die Autos später noch reinschauen am Abend. Das ist ja komplett egal. So, Tank ist drin. Passt. Auf geht's. Dann gleich nochmal ein Lambo hier drin. Für einen guten Preis. Nämlich gratis. Einmal gratis Lambo holen. Ich bin dabei. Hoffentlich steht er noch da. Ja, er steht noch da. Oh, der sieht voll schön aus. Der sieht schön aus als meiner sogar. Wettes Auto. Bin ich dabei? Er hat nur ABS drin. Ha! Der Bruder hat halt nur ABS verbaut und fährt gegen mich rennen. Na, das wird lustig. Und beschädigt es auch ein bisschen. Aber ey, warte. Einer hat Gang manuell und einer hat Gang Automatik. Warum hat seiner manuell? Hä? Das ist strange. Ich werde das mal mit Anlauf nehmen, oder? Oder so. Wobei, das ist so ein kleines Würstchen, da kann ich ohne Anlauf machen. Der Typ hat ja nichts im Auto, der hat ja kein Nitro oder so. So. Der hat ja nichts drin. Der ist ja direkt weg, wenn ich da mal losfahre. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Gewinnen! Ja, Lamborghini gewinnen. Ich habe gerade Lamborghini gewinnen. Habe ich gerade gemacht. Das Nitro erinnert mich in den Games an San Andreas. Stimmt, ja, ist so ein bisschen ähnlich. Auch vom Sound her. Kommt vor, die haben den Sound von GTA San Andreas nämlich gerippt. Hört sich 1:1 so an. Und wieder Kohle gemacht. Gratis Lambo in the house. So habe ich das gern. Den Romans. Oh, schau mal hier, den habe ich ja auch. Da können wir auch gleich ein Rennen fahren. In die Reparatur und gleich rüberfahren, den M2 holen. Beziehungsweise, nee, 1M ist das. Geil, hier noch ein Auto, was wir für guten Preis weiter verkaufen können. Das hört sich schon sehr ähnlich an, ne? So geht ja so, Andreas. Sieht auch ähnlich aus. Halt. Die Grafik erinnert auch stark an alte GTAs. Muss man schon sagen. So.
Dann hole ich mir den hier runter. Endlich haben wir den mal in Dings hier. In Use, weil den haben wir jetzt eigentlich nie verwendet. Aber der müsste volles Tuning auch haben. Ja, hat er. Er fährt sogar schneller als der Lambo. Im zweiten Gang mit über 130. Aber seiner sieht auch schön aus. Guck mal, meiner sieht jetzt nicht so heftig aus. Ah, bis auf die Felgen habe ich schönere. Wette ist Auto. Mach ich. Mach mal. Wieder, er hat wieder Gangschaltung Automatik. Mhm. Bei dem BMW Coupé. Reden wir jetzt an. Da kann auch nichts schief gehen. Also da, das müssten wir jetzt auch easy gewinnen, das Ding. Und dann haben wir wieder, der Wagen kostet gleich 130, kann man verscherbeln. Easy money. Aber da habe ich zur Sicherheit ein bisschen Anlauf, wer weiß. Na schauen. Dann starten wir den Motor. Alter, was ein Start. Boah, der fährt aber echt schnell. Alter. Ich habe mit 8,7 gefahren, er mit 12. Ja, da hat er keine Chance gerade gehabt. Das war ein guter Start. Ein sehr guter Start. Ich will noch immer den RX-7 haben, da, der da rechts steht. Ich will den immer noch haben. Ich krieg den Wagen einfach nicht. Oh, dieser Loading-Screen dauert echt lang. Und jetzt leckt sich ja mein Game wieder nach dem Rennen, ne? Mal schauen. Ja, jetzt leckt's wieder. So, Auto, ist das eigentlich kaputt? Nö. Das ist ja nicht immer kaputt und das ist ein Turbo und alles verbaut, ist ja cool. Ja, nach Hause abschleppen. M3 habe ich leider keinen. Würde ich sonst gegen fahren hier, aber ich habe leider keinen M3. Müssen wir vielleicht auch mal ändern. Das heißt, jetzt kann ich den hier, den ich gerade fahre, verkaufen. Dann würde ich den anderen nämlich auftunen. Ein bisschen herrichten, den verkaufen wir einfach. Stellen wir den hier drauf, dann hat das auch mal einen Sinn, dass der hier steht. Das ist mir aus Italien importiert und der ist, wo ist der her? Aus Rhodes Island ist der. Ich glaube, der hat nämlich weniger Kilometer drauf. Tunen wir den noch schnell. Den tunen wir noch schnell auf. Na egal. Dann sollen wir mal den Mechaniker fragen, ob er das hier repariert. 500 Bucks investiert. $500 gut investiert. Den tunen wir jetzt voll auf und dann verkaufen wir dann einfach. Da machen wir das Rennset, Gims rein, dann Tieferlegung, Beleuchtung. Boah, das sieht halt echt böse aus. For free. Ich habe ja for free bekommen. Und ich das jetzt immer glaube, dann kriege ich den hier for free den Wagen. Wobei der hat sogar Originallack drauf, ne? Soll ich den lackieren? Oder soll ich den. Nee, komm, ich lass den so. Ich lass den. Ist ja jetzt noch Originallack. Da ist nichts dran kaputt. So. Ist ja auch selten, dass man ein Auto hat, was Originallack hat und keinen einzigen Kratzer drin hat. Das ist schon wertvoll. Einzige, was ist, das Rennen gefahren und ja. Hat nie eine Rennstrecke gesehen. Die größte Lüge, wenn man sich irgendwie so ein M3 oder sowas holt.
Immer warm gefahren, natürlich. Hat nie eine Rennstrecke gesehen. Das ist immer das Geilste, wenn du so eine Autoanzeige dir durchliest. Denke ich mir so, warum muss er es explizit mich erwähnen? So, denke ich mir immer. Das macht's ja genauso auffällig dann. Hat nie eine Rennstrecke gesehen. Mhm. Ja, genau dann machst du dich doch auffällig, ne, mit sowas. Hat nie eine Rennstrecke gesehen. Ja. Kaufen wir es halt auch, ne? Ist da noch irgendwie broken? Ne, nichts. Ey, cool. Originalfarbe. Müssen wir nichts dran machen. Super. Easy Money. 10.000 Dollar Money Glitch. Haben wir ja free bekommen. Wir kriegen hier alles for free. Wobei, soll ich ihn nach oben stellen? Oben ist ja Premium-Abteilung eher, ne? Mal hier rein. Auf geht's nach oben. Also wir brauchen wirklich Lichter in diesem Spiel. Ich merke das echt. Jedes Mal, wenn es hier Abend ist, sehe ich gar nichts. Wir brauchen mehr Lichter. Und Kranplätze müssen mehr verdichtet werden, bitte. So. Ich stell ihn einfach so hier mittig rein, dann hat das irgendwie Stil. Ja, passt. Gut. Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, wir closen unseren Store für heute. Kohle haben wir auf jeden Fall genug gemacht. Nur den wunderschönen Wagen, unseren wunderschönen GTR, haben wir nicht gefunden. Was ich sehr schade finde, by the way. Aber da können wir leider nichts dran ändern. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal finden werden. Oder dann werden wir einfach die Sachen skippen, weil jetzt haben wir genug Geld dafür. Also egal, was jetzt kosten sollte, wir können uns, glaube ich, leisten. Genauso wie den Enzo. Auf jeden Fall, wenn euch dieser Stream gefallen hat, lasst mich wissen mit einer positiven Bewertung. Lasst auch kostenlos ein Abo da. Ihr wisst Bescheid, würde mich sehr stark freuen. Warte, ich gehe hier nochmal rein, weil das dem Lag. Ich muss in die Office-Bearbeitung und jetzt laggt es wieder nicht. Ganz komisch. Das ist echt strange. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich wieder übermorgen oder morgen. Mal schauen, je nachdem. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Nacht. Es ist schon fast 23 Uhr, ne? Ist schon bald 23 Uhr, Alter. Haben wir jetzt gestreamt. 4 Stunden fast gestreamt. Ja, moin. Jawohl. Dann hören wir uns, sehen wir uns demnächst. Nächster Stream, ihr wisst, ich streame ja eigentlich fast jeden zweiten Tag. Vielleicht aber, dass ich auch morgen irgendwas streame oder mal schaue. Oder vielleicht mal auf Twitch oder so. Mal gucke. Einfach mal gucke, Leute. Einfach gucke. Also ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Ernas Autostuben. Auto rein. Ich verabschiede mich. Tschüssikowski. Macht's gut und bye bye. Vielen Dank. Bis zu sehen.